So, Leute. Ja, wir warten, ob das hier ein paar Leute dazu stoßen. Beitreten? Killing me softly with his heart. Alter, Max, ne? Ja. Das Handy-Game, was du mir gezeigt hast, das macht mich richtig süchtig. So, und weißt du, wenn ich ja sowas empfehle, dann mache ich das ja jetzt nicht einfach nur so, ne? Ja. Da, also wenn ich, Leute, so, wenn ich Spiele empfehle, okay, dann hat das Hand und Fuß. So. Privat als auch beruflich. Und okay. Deswegen zocken wir heute mal ein bisschen Borderlands 2, Alter. Auf ihrem Bruder wartet, Alter. So, dein Borderlands 3 kommt bald raus. So. Oder könnt ihr auch vorbestellen? Ja, Ausrufezeichen. Ich stell mir gerade vor, so, die saßen so im Meeting. Ja, lass den Hand of Blood buchen, um Borderlands 3 zu bewerfen. Und schalten die ein und ich so, Polizei! Auf Erbruderbasis! So, also Ausrufezeichen, Borderlands, ja. Da kommt ihr zum Vorbesteller-Link. Knallt den richtig durch, weil das sehen die dann in den Stats und dann sagen die, Alter, dieser Link, der ist ja richtig exploded. Wir müssen beim Hand of Blood echt öfter buchen. Amener. So, und des Weiteren gibt es auch ein VIP-Programm, ja, da könnt ihr teilnehmen. Das ist so ein Programm, da könnt ihr euch anmelden über meinen Account so ein bisschen. Und da könnt ihr ja alles aufsaugen, was ihr so über Borderlands 3 seht, ja, irgendwelche News durchlesen, irgendwelche Trailer gucken, sonstiges. Es ist ja alles aufgelistet und so sammelt ihr da Punkte. Und diese Punkte könnt ihr verwenden, um da richtig krasse Sachen zu bekommen. Schaut euch das mal an. Beide Links sind in der Videobeschreibung. In der Videobeschreibung auf YouTube, aber auch hier im Twitch-Chat. Und heute ist der Fossil nicht dabei. Deshalb spielen wir zu dritt das DLC weiter. Wir waren beim D&D-DLC. Ich klicke jetzt auch einfach mal auf Weiter. Ja, ich freue mich da auch richtig schon drauf. Und wir waren stehen geblieben mitten in einer Festung. Wir waren schon echt weit. Ja, es war dieser krasse Zauberer, der sich in Drachen verwandeln kann. Wir waren dann schon in der Festung. Geil. Da bist du im Keller gerade gewesen, oder? Ja, wir sind runtergestürzt. Genau. Und jetzt geht's hoch. Hallo. Oh, was ist mit meiner Maus los? Alter Schwede. Oh, ich kann dich ja töten. Stimmt, ich hab's vergessen. Ja. Ist witzig. So. Das heißt, wir kämpfen uns jetzt wieder hoch. Das Gute ist, diesmal erhalten die Gegner weniger aus, weil Apostel nicht da ist. Ja. So. Du musst immer die positiven Sachen sehen, ne? Ja, positiv. Ja! Ich wechsle mal meine Pose. Ach ja, ich kann mich ja selber hauen. Ich muss noch mal gucken, was meine Fähigkeiten sind, ey. Und schon geht wieder das Gelaber los. Soll ihr dummes Maul halten? Hey! Oh, hier ist ein Fahrstuhl. Oh, ich will mit. Rein. Oh, guck mal, hier kann ich auch. Leatherman. Ja, was? Da unten prügeln 6 Leute gerade Informationen aus einem Hyperion-Spion raus. Und so. Du erzählst dir was von Regeln? Nein, ich krieg doch Schaden. Alter, wie hoch bin ich gesprungen? Crawler Hall, das klingt nicht gut. Das ist eine kleine Mini-Kackspinne. Alter, so, geil. Mir wurde gesagt, ich muss öfter prügeln, weil ich gehe auf Prügeln. Ne? Ja. Hä? Wenn du, ja. Alter. Jetzt, das hab ich ja bei mir jetzt geändert. Alter, ich wurde Warum sagt mir niemand, dass hinter mir Spinnen sind? Ja, hier sind Spinnen. Lecker. Wie mach ich denn? Doppelt. Alter, hier sind viele Spinnen. Ihhh! Spiders! Okay, ich hab mal ein bisschen. Die wollen mich komplett. Ah! Ich werde entzündet! Christo. Bin ich zu laut, oder? Ja, das war laut. Aber ich mach mal mein Mikrofon ein bisschen weiter weg. Ehre? Ja. Ehre? Oder machst einfach ein bisschen. Alter, die Schrot ist echt gut. Hoppala! Ich bin ganz vergiftet, ey! Oh. Die sind so fein, ne? Du bist voll am Abkotzen. Ey, ich bin richtig am Kotzen. Das erinnert mich an gestern, ey. Jo. Übrigens, die Folge wird richtig gut. Glaube ich. Nicht. Den ganzen neuen Inhalt! Hey, Ding! So. Alter, ich. Das ja müssen wir den clearen oder müssen wir einfach weiter rennen? Ich weiß es nicht. Hier steht ja finde ich die Gefangene. Weil. Und wir müssen die dran. Wir können auch in die andere Richtung einfach rennen. Ja. Glaube ich. Die sind so doof, diese Spinne. Oh Gott, die Spinne wollte mich anspringen. Komm mal, hier können wir rüberspringen. Oh, ah, ich glaube, wir müssen hier lang. Oh lol. Eine Explodenspinne. Alter, ich werde komplett. Ach, das war eine Falle. Krass. Ey, die schmeißen es mit ihren Eiern ab, das ist ja ekelhaft. Ey, die kommen hier hochgesprungen, ohne Ende irgendwie. Chat, müssen wir einfach weiterrennen, oder? Max, deine Bitrate ist niedrig.
Okay. Ja. Gut. Aber ich habe da nichts umgestellt. Warte mal. Ich schau mal kurz. So. Alter. Wo müssen wir lang, Leute? Wir müssen da hier ist doch ein Weg. Ja. Da ist jemand. Der springt hier runter. Verstärktes Skelett. Nee, macht der. Macht den der richtig weg. Kaum Damage. Ich spüre deine Strafe. Was? Einzelschuss? Hä, was? Ich muss ja erstmal die Lage checken. Ja, ich hab schon wieder Angst, dass ich dich anschieße. Bist du tot? Hey, ach ja, hey. Gift ist scheiße gegen Spinnen, wa? Ja, Feuer, ne? Feuer brauchst du. Feuer? Ah, ich hab Feuer. Feuer frei hab ich. Ist er hier? Benutzen? Okay. Rätselhaft. Du kommst denn hier rätselhaft? Hm. Oh, das glaube ich jetzt nicht. Er hat Alter, wie lange lebt der denn? Abgeschossen. Oh, der ist ein Kegel. Boah, das hat gesessen. Oh, das hat geklappt. Ja, ich habe auch nur noch 400 Leben. Oh, shit. Oh, no. Wir sind hier immer resistent gegen meinen Schild. Granate. Einer. Oh, die liegt hier. Gut. Bist du sicher? Ja. Was ist das? Ich feuer da auch mal eine rein. Oh, scheiße. Mann. Weggeknallt, Alter. Ehre. Hallo? Ja, gegen Skelette war doch Panzerbrechen so ganz gut. Ich glaube, ich nehme einfach wieder die Schrot und dann Nahkampf. Das läuft am besten. Jacobs. Hello. Wow, hier kommt wer aus dem Boden. Sag mal, Geld brauchen wir eigentlich. Ich meine, ich sammle immer alles ein, so den ganzen Loot, aber ich habe das Gefühl, es bringt nichts, weil ich kaufe mir eh nie was. Und ja. Ich glaube, die dicken Chests am Ende der Mission sind halt immer. Ja, ja, genau so Lootboxen halt, richtige. Ja. So, warte mal, hier. Okay. Boah, sehr gut, Max. Haben wir die Falle aktiviert? It's getting hard in here. Hier lang? Hey, sind wir jetzt wieder einfach da, wo wir runtergegangen? Jo. Aber war die Tür vorher auf oder nee. Ist sie jetzt dadurch aufgegangen? Aber hier ist auch was. Oder was hier? Hier ist aufgegangen. Aber wir müssen gerade. Ja? Hier liegen auch. Nee. Ah, Ehre. Was ist denn für ein Staubsauger? Ach nee. Es sieht echt aus wie ein Staubsauger, Alter. Können wir. Nee, hier fahren wir runter, ne? Nee, hier kam man doch hoch, oder? Bist du sicher? War das hier? Ja, das war hier, oder? Ja, wir kamen hier ja, hoch. Ja, oh nee, ey. Oh nee, ey. Scheiße. Wie war nochmal Map? Oben auf der Map steht's ja. Ja, ja. Komm, wir gehen jetzt einfach mal genau auf das Ziel zu. Mit Tab kann man ja die Map. Dings. Alter, dieses Rumgeschrei, wenn die Leute rumspringen, ne? Ja, viel schlimmer finde ich dieses Dillit, wenn man fertig, wenn das Schild voll ist. Da haben wir auch zwei Streams gebraucht, ehe wir das gerallt haben. Also hier rechts geht's nochmal hoch. Ja, genau, bei Splatter. Nee. Nee, ich habe noch ein bisschen Money eingesammelt. Hier müsste irgendwo. Ja, das ist doch hier garantiert eine Geheimwand. Guck dir das doch mal ja, an. Ja. Da müssen wir bestimmt hier Feuer drauf. Hier ist eine Kirsche. Müssen seine Flamme anschießen oder so. Also. Hier kommt nochmal ein Skelett. Oder wir nehmen einfach die Tür, die hier ist, wa? Ja, aber die geht ja auch nicht auf. Also hier muss irgendwo ein Mechanismus geben, denke ich. Also der outmoved mich. Ärgert der? Ärgert. Leute, der blockt meine Schläge mit dem Schild. Mehr. Ja, Ehre. Hier ist nochmal eine Granate hin. Ich glaube, das war nicht richtig. Muss man sich da bestimmt draufsetzen. Ja. Also normalerweise... Da oben ist eine Flamme. Wir jetzt hier irgendwie Investigation machen oder sowas. Ja, wir müssen... Hier war einfach ein Türknopf, den habe ich jetzt benutzt. Hä? Aha. Ernsthaft? Ja. Also. Ich schieße ihm auf die Füße, Bruder. Leute, Dings da hinter sich. Three Storms, okay, da ist Reset. Was ist dagegen? Okay, Badass. Ich schmeiß alle Granaten auf den drauf, der kriegt alles. Ja, Dito. Ich weiß überhaupt nicht, wo oben. Gift vielleicht? Ah, ich mache hier den Double Pistol Man. Was ist nochmal gegen Skelett am besten, Chat? Könnt ihr das sagen? Ja, das ist so eine Metal-Rüstung, ne? Alter, oh, ich bin richtig low. Ja, wir müssen. Ich habe das Gefühl, dass. Hab ihn gleich. Ist gleich tot. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass hier meine Giftknifte. Blutung. Danke.
Ja, Twitch-Chat ist einfach nice, weißt du? Alter, ich bin fast gestorben. Jo, Kalle, wo bist du? Achso, ja, ich bin falsch. Ey, ganz ehrlich, ich glaube, ich loot nix. Explosion. So, ihr seid jetzt in der Nähe eines der Leichenhaufen. Geht einfach hin und berührt die Leichen. Damit danke, Simon. Okay, wir sollen die Leichen erwecken. Warum sollen wir die? Warum? Ja, hier müssen wir. Aber hier müssen wir safe. Hier ist so ein leuchtendes Vieh, was uns vorausfliegt gerade. Ach du Scheiße. Hier sind nochmal so Buffs. Was ist das denn? Okay, Leute. Wer geht vor? Ich natürlich. Geil, Kalle. Oh shit. Ich glaube, wir sind alle tot. da muss man jetzt aber fix sein. Ja, das war ja not even close. Nee. Warte mal, ich glaube, man muss halt, wenn der schon runterkommt, richtig drauf springen. Oh shit. Ich bin drunter gewesen. Aber warte, kann ich das hier halten? Ach, nee. Hier? In die Hocke. Und jetzt geht er runter? Scheiße. Ich werde jetzt mein ganzes Money hier verlieren. Schwierig. Gibt's ja, irgendwie ja, irgendwer von euch hat doch gerade diesen Buff, diesen Speed-Buff. Nein, das war kein Speed-Buff. Speed-Buff vielleicht kann man das irgendwie slowen. Guck mal, hier ist E-Ziehen. Nee, ich trau mich nicht. Ich komm wieder zurück. Warte mal, was macht das? Also, der geht nicht. LOL! Was denn? Bist du da irgendwie drin? Ich weiß nicht, was der Hebel macht. Ich glaube, der Hebel macht gar nichts, oder? Aber kann man den irgendwie aktivieren? Gefühlt muss man den, glaube ich. Bitte Münze. Da kann man den so halten und dann passiert nichts, oder? Ja, ich habe es probiert. Mach mal, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, Leute. Ihr müsst immer unten drunter und dann wieder oben drauf. Okay. I try. Ich bin durch. Oh shit. Shit. Ja, ich glaube. Oh shit. Stop. Kann nee, das geht nicht. Das wird nix. Nee, shit. Ich hab's geschafft. Ihr könnt jetzt einfach durchlaufen. Wir können einfach durchlaufen. Ja, ich hab den Schalter hier hinten gedrückt. Jetzt kann man einfach durchrennen. Ja? Ja. Ja, geil. Also ich weiß, was du meintest. Aber ich hab's selber nicht geschafft. Ja, das war aber auch vorhin komisch, weil die total. Fast die fahren doch immer anders, sind. Oder? Ja, genau. Also die variieren übel. Okay, weiter geht's. So, Grimstone. Sepulcher. Oh, da lass mal böllern. Ah, diese Buffs. Oh Gott, was ist jetzt passiert? Hier ist. Oh, da ist was gespawnt. Da kommt was raus, bestimmt gleich. Ne? Oh, jetzt kommen hier Leute. Oh, okay. Nee. Alter, er ist ja fickrig. Die haben richtig Bock. Oh, jetzt hau ich mich selber. Hör auf, dich selbst zu schlagen. Mein was? Gott. Boah, ich mach Ulte an. Wie geht denn das nochmal? Jawohl. Komm mal ran hier. Ich selbst hauen. Aua, irgendwer hat mich von oben abgeschossen oder so. Hä? Ich hitte irgendwie nix. Ah, den haben wir. So. Wie er sich immer selbst haut. Das ist so eine dumme Skillung. Wirklich. Oh. Ich verstehe das gar nicht, wie du das machst. Ja, ja, es gibt eine gewisse Prozentchance, dass ich mich selber haue, aber dafür mache ich halt viel mehr Schaden. Zeit durchzudrehen. Das ist das Problem. Er ist ein ziemlich dummer Typ. Ne? Ich bin nicht so belohnt, ehrlich gesagt. Ja, er ist. Also. Hä? Ich sehe nichts. Geh doch. Oh, hier ist ein fetter Golem oder so. Nee. What is this? Die da oben schießen sie runter. Ey. Ja, die können mal die Fresse halten. Ja, ich bin schon oben unterwegs, um die zu killen. Damit die von oben abflängen, Alter. Was soll ich? Hey, die laufen ja weiter. Oh. Ja. Max, hinter uns sind noch so Zauberer. Ah, sorry, jetzt habe ich die angeschossen. Das wird ja nicht mal mehr weniger, hör mal. Zauberer? Ja, ja. Die Frostzauberer von Oz. Der belebt die wieder. Ach ja, man muss das Schwert ziehen. Raus damit. Ehre. Denk dran, das Schwert zu ziehen bei den Großen. Ich bin da ihn kaputt. Echt, ja? Da kommt was, die Treppe hoch noch. Einiges. Zaubern hier, ja. Unnormal. Alter, das hat geschmerzt. Hä? Was geht denn mit ihm?
Jo, Feuermagier. Bruderbasis. Danke. So, tschüss. Alter, ich mache so Eis und so einen Scheiß. Spar dir deine Beobachtung. Er haut dich selber! Er ist verwirrt. Oh Mann, hör auf mich zu verburnen. Ja, ich kann auch skillen, ne? Ey, er rastet ja komplett aus. Komm mal klar, ne? Durch die Wand! Ich durch die Wand! Nehme ihn und schieß ihm ins Gesicht. Oh, da hinten ist noch einer. Ne, jetzt reicht's. Fokus, Fokus, Alter! Zack, weg damit. So, das war nicht worth. Wo ist aber der nächste? Alter, mach hier mal nicht mal deine Kacknova. Keiner Asskopf. Ja, Badass Hexer, Alter. Ja, bin ich gerade dabei. Oh, er haut sich selber! Oh Gott, das hat richtig weh getan. Ich muss hier weg. Erstmal ein bisschen heilen. Also, mit dem Charakter liegt man viel. Aber macht ja auch Spaß. Ja? Ich muss jede Waffe nachladen. Scheiße. Lass mich den töten. Schön. Ja, kriegst du das hin? Muss auch treffen, Max. Ja. Warte, ich mach das mit dem Raketenwerfer. Schade. Granate! Ich hätte dich auch einfach holen können. Jetzt bin ich tot. Also, die selber hauen, das macht einen richtig weg. So, ne? Karl, ich rette dich. Aber es war auch echt schwierig mit allem. Ich glaube. Ja, ich nehme jetzt hier ein bisschen. Ja, man muss schon alles looten wegen Munition, ne? Das ist halt das Ding. Also einfach nicht mehr looten geht nicht. So, jetzt können wir mal hier noch hochgehen. Nummer 3. Oh shit. Drei. Ich bin die Nummer 3. Oh, hier oben ist eine Kiste, Leute. Vielleicht gibt's hier was Feines. Kommt mal her. Ah, Gott! Oh mein Gott! Alter Bruder! Muss das sein? Ist rumschreien. Was ist denn hier los? Oh, nicht mehr die Junge. Ihh, was ist er denn für einer? Das ist die Kiste. Das ist der Imitator. Keine Muni. So, ich komme mal zu euch. Ich bringe noch ein bisschen was mit. Ich habe einen Euro gefunden. Eieiei. Bring was mit. Habt ihr gehört? Ja. Was bringst du mit? Männer, Leute? Bitte. Leute, ja. Mein Herz. Da gibt es vielleicht gerade einen Krieg. Boah, ich sehe nur, wie du da hinten irgendwie was wegknallst. Was ist denn mit ihm hier? Aha. Hast du es? Oder? Ich hab's, ja. Was waren da jetzt? Da war so eine Kiste, die hat rumgemuckt. Also unten sind auch Kisten, die sind aber so versiegelt. Da gibt's bestimmt krassen Loot. Da müssen wir unbedingt nochmal hin, bevor wir weitergehen. Ja, willst du jetzt zurück, oder wie? Ja, yeah, das ist hier unten in der Halle. Also an der Stelle, wo der Erzähler gesagt hat, hier müssen wir das Schwert rausziehen, da sind wir jetzt nicht hingegangen, ne? Da sind wir jetzt noch nicht gewesen. Ja, lass doch mal kurz zurück, bitte. Ja, genau. Okay. Let's go to the gibt ja keinen Fallschaden. Oh, warte mal, hier rechts? Guck mal, da in der Mitte. Da geht's noch einmal rum. Nein, da oben hat's geleuchtet. Alter, meiner grunzt wie so ein Schwein. Aber hier ist auch eine Tür, wo es weitergeht. Hier oben ist auch eine Kiste, mach ja. Mal auf. Ehre. Naked Rabbit. Oh, das ist eine echte, toll. Ach ja, es gibt ja die einen wegessen, ne? Ja, die eine hat mich gerade richtig gefressen. Oh, hier gibt's eine neue Pistole. Hätte ich gesnackt. Ja, dann spring ich mal runter. So, die Truhe ist nämlich versiegelt. Und hier kommen auch wieder Typen. Wissenschaft ist scheiße. Ja, einmal geht noch. So. Alter, ich werde hier nur weggesnatcht. She dead. Der lässt seinen Stab stehen. Alter, der macht gut Damage gerade. Doppelpaar, du hast keinen Kopf. Oh, Badass Totenbeschwörer. Warte mal, da habe ich ein Mittel gegen. Oh, da habe ich quasi ein ganzes Magazin nicht getroffen. Er haut sich selber und ich hau mich tot. Ich hau mich einfach tot. Das ist so dumm. Du machst auch mehr Schaden, Max. Das ist so dumm. Das ist halt wirklich einfach so bad. Ich muss es unbedingt umskillen. Am besten mache ich das direkt im Anschluss von dem Raum hier. Ja, du musst so ein Ding finden. Du beherrschst gar keine Kraft. Ja, ich glaube, das habe ich. Oh, jetzt können wir die Kiste aufmachen.
Kiste wird geöffnet. Ehre. Und dass ihr mich damagen könnt, ist halt auch unbelohnt. Du stirbst halt die ganze Zeit, ne? Ja. Da ist nur Müll drin. Müll. Weil. Was? Natürlich. Du nicht schlecht. Ich hab deutlich bessere. Alter, deutlich bessere Waffen. Und die sind ja auch, wir machen die ja nicht mal eben so One-Hit. Das dauert schon ein Turm. Also gefühlt, das ist so ein bisschen das Ding. So, auch in den letzten Streams, alles, was wir finden, ist nicht besser als mein Stuff. Also ich kann irgendwie fast nie was gebrauchen. Ja. Also wenn dann eher so irgendwie... Hier, wir haben ja letztes Mal diese Kisten gelootet. Mit den, ja. Mit diesen Community Keys oder wie hieß es nochmal? Egal. Da war Scheiße drin. So, die konnte man gebrauchen. Aber so hier normaler Loot irgendwie gefühlt nie. Aber ich weiß nicht, vielleicht hat das auch damit zu tun, dass wir Koop zocken oder. So, dann gehen wir hier jetzt weiter? Nee, also ja, können wir, aber wir könnten auch noch ein Stück weiter zurück. Da wo ich noch was entdeckt hatte und ihr meint, nee, wir müssen woanders lang. Oh nee, da das finde ich jetzt aber zu weit. Aber gefühlt sind hier eh die Türen zu. Ich glaube halt, hier kommt man eh nicht lang, deswegen. Ja. Vielleicht öffnen die sich auch. Naja, auf der Map müssen wir hier nach rechts. Ja, das ist ja nicht hier dann. Na doch, da geht doch ein Gang rein, oder? Ja, hier geht's noch weiter. Ja, so. Hier müssen wir hin. Okay. Ja, ich würde jetzt einmal, glaube ich, umskillen. Aua. Wo mach ich, was war das? N, ne? Nee. Ich hab noch 1 Euro gefunden. Also ich meine, dass man das an diesen Automaten macht. An den Automaten? Ich weiß ja, es gar nicht. Ja, das kannst du an dem Aussehenveränder-Automaten kannst du es machen. Ah, okay. Ja, gut. Dann mach ich das da. Hier ist wieder Buffs. Ja, wir müssen ja auch wieder Sachen machen. Aber hier... Okay, mach ich mal die Tür auf. Hey, hier ist so ein Licht. Den müssen wir folgen. Ja. Es flieht vor uns. Oh, hier kommen wieder Leute. Hier kommen Leute überall. Alter, ich bin voll slow. Ja, weil hier sind Eismann. Eismann? Max, ich hab schon wieder ich bin voll tot. Die Frostbogenschützen sind halt echt übel, ne? Und jetzt sind wir wieder back in the game, yeah! Wieso trefft er nicht? Manchmal hau ich durch Leute durch. Also 2 Schrot und dann einmal hauen, das killt eigentlich fast den Gegner. Das ist echt gut. Ich knall einfach meine ganze Munition in die Gegner rein. Hier, eine Granate mit Feuerschaden, die nehme ich mit. Ich bin voll. Scheiße. Oh Mann, Jungs. Bin doch da. Ja, nee, ich meine die Gegner. Oh, hier können wir wieder das Schwert rausziehen. Oh nee, diesmal nicht. Die kleine Knifze, die ich hier habe, ey, der kleine Wemser, ist unnormal. Nee, das war eine echte Kiste. Wieso? Das nicht. Oh, jetzt hat irgendwer meine Brandgranate von euch eingesammelt. Ich habe hier nichts eingesammelt. Oh, das ist bestimmt auch kein echter. Doch. Oder? Ah, doch. Oh, hier wurde gewürfelt. Eine 4. Ach, 4 ist nicht so gut, ne? Was war das denn? Irgendwer hat mich gerade geone-shottet. Ja, gut, ich war schon ein bisschen low, aber... Warte mal. Hey, ich hol dich, Halle. Max. Geht schon. So. Na, hier drüben gibt's wieder Items. Okay, ich hatte die irgendwie doch eingesammelt. Ah, die Brandgranate, die wird uns jetzt, glaube ich, gut helfen. Shit. Ah, ich bin so dead. Ja, verstecktes Skelett, ich krieg noch, ne? Ist das gut gegen die? Oh Gott. Okay. Here comes the money. Sind die Gepanzerten jetzt. Jetzt habe ich mich verbrannt. So eine Scheiße. Ah, der hat Schwert im Rücken. Das ist auch nicht als Epileptiker spielen, ne? Ja. Hey, wieso schmeißt er mit so einem Pfeil? Das kann er ins Auge gehen.
Mama, Mama, Mama. Ich hau mich immer selber. Unsterblich, das sehen wir gleich. So. Und raus damit. Oh, shit, der lebt ja noch. So, da muss ich das Pferd rausziehen, ne? Ja. Hab ich gemacht. So, da ist gut. Ich bin ein richtiger Cowboy gerade. Die Skelette sind ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Ja, oh, und die so Gepanzerten, da... Ja, das sind Samurai-Skelette. Gegen die Gepanzerten ist jetzt gefühlt die Brandgranate nicht gut. Oh, ich bin so low. Oh, ich bin auch richtig low. Gibt es hier irgendwann mal... Hey, hast du gerade meinen getötet, den ich brauchte, um wieder aufzustehen? Nee, ich habe mich selbst gehauen. Okay. Voll üble Fleisch. Ah, den kann ich nehmen. Er kriegt keinen Schaden! Bin ich auch tot. Und ich sehe nichts. Deswegen kann ich auf nichts schießen. Na, da ist, glaube ich, ein Gegner. Ich hol dich, Brudi. Hey, warte mal. Du hast mich weggeschoben. Ah! Nein, alles gut? Lass mich in Ruhe. Alter, was ist mit denen los? So. Aber der Raketenwerfer ist wirklich mit Abstand das Beste gegen die Viecher. Der knallt halt wirklich alles weg. Woher kriege ich jetzt Stromschläge? Der hier von dem Typen. Alter, es ist einfach so viel. LOL, der hat Laserblick. Das ist ein Endgegner. Gefühlt. Alter, wirklich? Hat der? Ja, ich sehe das. Wow. Aber ist nicht tot. Ich mach den Laserblick, Hannes, weg. Und das Ding ist, wenn er sich selber haut, verliert man die Orientierung. Das ist richtig dumm. So, beide tot. So. Okay, was hat jetzt? Komm schon. Hand of Blood ist down. Ey, ich muss umskillen. Das geht gar nicht. Vor allem, das bringt einen auch immer mega aus der Rotation raus. Man hat immer mega den Plan so. Schießen, schlagen. Und mit der Shotty geht das übel gut. Aber so jedes vierte, fünfte Mal bist du einfach tot. Die portieren sich einfach immer weg, wenn man sie ranläuft, ne? Jo. Und machen auch echt wenig Schaden. Kappa. Pride. Kappa Kipo, Kappa. Kappa Kipo? Jetzt geht's los. Jetzt reicht's mir. Jetzt reißen wir langsam mit euch. Hey. Ich hab auch Gefühle. Okay, was ist das? Alter, hier ist er. Alter. Alter. Einfach immer auf der Minimap gucken, wo er kommt. Hey. Wir stehen jetzt hier nochmal aus dem Dreck auf. Ja, oder? Ja. Müssen wir das nicht irgendwie berühren? Nee, mussten wir die Scheiße nicht irgendwie berühren? Hat er das nicht gesagt? Die Skeletthaufen berühren? Nee, das war in einer anderen Halle. Okay. Da haben wir es aber nicht gemacht. Da sind wir dann weitergerannt. So. Okay, wir haben es. Wollen wir jetzt hier einmal kurz looten? Ich muss kurz mal meinen Skilltree weitermachen. Ja, ich muss meinen Skilltree mal wirklich zerstören, Alter. Zerstören. So, ist die jetzt besser als meine? 1001. Da steht ja nur der Radius. Da wird gar nicht mehr verglichen. Hier steht der Schaden. Schaden hängt vom Level des Spielers ab. Ja, geil. Also immer gut. Oder wie? Klingt auf jeden Fall. Wenn du Low Level bist, dann machst du weniger Schaden. Ah. Ja, ich wollte es nur kurz erklären. Ja, jetzt habe ich es auch verstanden. Gott. Ja, aus dem Boden. So, hier ist eine Tür. Und hier ist ein Knopf. Da drücke ich jetzt drauf. Ehre. Oh, nee. Ja, okay. Einmal können wir noch skillen hier. Ich mach das mal, ja. Oh, lol! So. Einfach Umfeld, da liegt richtig viel Money auf dem Boden. Katsching, Alter. Oh, hinter dir ist einer. Ja, der will boxen. Oh, hinter dir ist ein Dicker. Ich renne einfach einmal im Kreis. Hab jetzt alle rausgelockt und jetzt geht's los. Und jetzt geht's los. Du kannst mich nicht kontrollieren. Mann, hau dich nicht selber! Tot. Stark. Stark, ja. Und ich sehe halt. Oh Gott!
Ich hatte einen Bleisalat. Ich stehe einfach hinter dem und töte den. Ich stehe. Nee. So, wollen wir hoch? Ja. Manchmal sieht man einfach nichts, wenn man liegt, weil die einen weiter beballern mit irgendwelchen Laser und. Oh. Tschüss, Christo. Hä? Hä? Was ja, du bist drauf? Er ist runtergerutscht. Nee, ich war eigentlich noch drauf. Nee. Achso, ja gut. Max kommt wieder runter. Ja, ich wollte dir den Ding springen. Ein Stuhl. Ah, das ist ein Skelett. Du bist schon tot. Alter, Miss Shoddy ist cool. Ach, ja. Lass mich! Ey, wäre wenigstens dieser visuelle Effekt nicht, wenn man sich selber schlägt. Weil da geht halt gar nichts mehr. Boah, geil. Ja, looten ist schon wichtig. Vor allem manchmal will ich so Vasen öffnen und er haut sich einfach in die Fresse. Das ist geil. So, man ist auf der Suche nach Heilung. Und dann haut er einen K.O. Was ist denn da drüben? Wollen wir erst geradeaus durchgehen oder erst links? Erstmal geradeaus, weiß ich nicht. Ja, doch. Ja, hier können wir noch nicht lang. Okay. Nee. Wir müssen hier erstmal klären. Ja, okay. Waren wir doch schon, oder? Nee. Na, ob das ist noch eine Kiste, die kaputt ist. Ah. Nee, das ist bei mir. Oh. Also, hier sind Buffs. Bin verwehrt! Alter. Schon wieder eine neue Pistole drin. Oh, das sind Buffs. Die nehme ich. Oh, da kommen Sachen! Ah! Lenkraketen! Oh Gott, das sind fliegende Köpfe, Max! Ich bin tot. Alter, die machen ja richtig am Arsch. Ja, aber die sind auch One-Shot. Ja, die muss man erstmal treffen. Ja, schrot. Tot. Ja, haben die keine Hobbys, Alter? Ich muss aber sagen, die Kampagne gefällt mir immer noch richtig gut. Oh, shit. Das ist auf jeden Fall am besten. Heb ihn doch hoch, eh! Oh, aber muss erstmal nachladen. Danke. Neue Stärke. So, die kamen da um die Ecke geslidet und wollten Hackmack. Ah, ich muss jetzt einmal kurz mein Inventar ausmisten. Ich habe gefühlt super viel Scheiße dabei. Ja, das würde ich auch gerne mal kurz machen. Ja, ja, dann mache ich das auch mal ganz kurz. Ja. Oh Gott, endlich. Ich habe Stärke-Artefakte, so. Ach, ich viel Platz. Ja, mit den Schlüsseln, Mäuschen. Was soll denn das heißen? Missionswaffe, ah, okay. Wieso kann ich die nicht wegwerfen? Ist das eine Missionswaffe? Achso, ja, das genau da war ich auch gerade. Können wir, glaube ich, nicht wegwerfen. Die. Warte, ich mal ein Stückchen Wasser. Ja, komm. Die schmeiße ich raus. Warte, wie macht man das nochmal mit Q, ne? Jetzt habe ich die doch weggemacht. Na egal. Weg. Ja, mit Q. Die kann weg. Kann weg. Alter, die eine gibt richtig Kohle. Ach ja, ich hatte ja die epischen. Ja. Einfach alles gesneakt. Ja, ich habe halt noch Platz. Ja, ist doch richtig. Los geht's. Hand of Blood ist noch nicht fertig. Hand of Blood ist noch nicht fertig. Das Ding ist, ich habe ein Artefakt, was halt meine Assault Rifle Schaden um 47,5% erhöht. Also ultra viel, aber ich finde nie eine gute. Das ist so ein bisschen mein Problem. Nicht doof. Hier sind ein paar Raketen. Alter, was ist das für eine Röhre? Verbraucht pro Schuss weniger Munition, verursacht extra Explosivschaden. Wie viel Schaden macht denn meiner? Das Doppelte. Jo, moin. Ja, moin. Okay, wir können weiter. Ja. So, los geht's, wa? Hey, die Spinnen bekämpfen die Leute. Meine Muckis ab, Muckis. Niemals aufhören zu killen. Niemals. Dein Kackspinnen, guck erstmal ein bisschen Feuer in den Ass. Ey, diese Teleport, Leute, ne? Schlimm. Oh, hier ist eine Megaspinne. Ich mach mal einen Abflug, ey. Ah, mein Aim ist on fire. Ach, die sind. Ach, unten kann man auch hin. Oh. Shit. Ich dodge nur noch. Wir kämpfen wirklich gegeneinander, das ist ja witzig. Wollen wir ein bisschen auf einen Fleck?
Wo komm, kann ich hier hin? Okay. Ich muss ihn nicht mal kurz ein bisschen reanimieren. Mhm. Ja, die kämpfen ja gegen Splatterman ist halt ein bisschen weg. Ja, ich muss mich hier erstmal durchkämpfen zu euch. Oh. Na komm her, Arschloch. Ach so. Shit. Zieh Schwert raus. Fabian. Hab ihn. Meine Muckis haben Muckis. Er ist halt so ein Otto, ey. Wo kommt der? Hier. Paprikeli. Machst du ihn weg? Ja. Warte, ist er weg? Krass. Ja. Nee, oder? Wir müssen, glaube ich, runter. Ja. Hier sind noch Kisten. Nee, da ist er wieder. Ich springe. Oh, ich springe doch mit. Das ist sehr tief. So. Ich hab ihn geschissen, wollte ich gerade sagen. Ja. Du hast ihn geschissen? Ja. Und hier ist noch eine große Kiste. Warte. Ob das eine echte ist die Frage. Eine echte, ja. Ach, hier geht's... Oh, bloß nicht ganz runterspringen. Da kommen wir nämlich her, ja. Scheiße, sind wir jetzt... Oh, hier geht's weiter. Hier war auf jeden Fall noch eine Leiter. Aber waren wir hier nicht auch schon? Christo? Ja. Wir sind eine nicht ganz runter. Ich weiß nicht. Eine Etage. Weg. Okay. Aber da waren wir schon. Waren wir schon? Aufgedeckt. Naja, oberirdisch vielleicht. Ach so, nee, hier ist die Treppe. Nee, hier kann man hier jetzt durch die Tür vielleicht? Das war die Tür, die vorhin zu war. Ja, aber durch die Tür hier kann man jetzt vielleicht, oder? Nee, also die Tür, die vorhin zu war, haben wir gerade auch gemacht. Wir müssen dann quasi in dem Gang zurück, oder? Wo wir gerade herkamen. Also hier wieder durch, dann die Treppe hoch. Ja, hier gibt's ja keine Treppe hoch. Eine Leiter kann man nicht benutzen. Leider. Ach so. Ah, geil. Ah, doch, es geht, okay. Sehr gut. Okay. Quasi einmal ganz nach hinten durch, weil die Türen sind ja beide zu. Die linke, ne? Ja, aber konnte man die aufmachen? Vorhin nicht, aber vielleicht jetzt. Nee, ich meine die hier. Na, ist auch egal. Werden wir ja sehen. Immer noch rot? Ja. Warte mal, ja, dann da hinten rechts. Noch, eventuell müssen wir ja diese Waffe benutzen, oder? Welche Waffe? Ah ja, diese eine Questwaffe, ne? Die Pistole. Ja. So, okay. Oder muss man da einfach gegen schießen? Ich stream bis 20 Uhr. Heute nur bis 20. Alter, wie du am Grunzen bist. Jo, ich hab's. Ich weiß, hier bei mir. Oder ist auch so ein Automat, wo du dich umziehen kannst. Also. Warte mal auf Splatterman. Ja, wir haben weg. Okay. Ah, hier müssen wir lang, okay. Ist aber auch verwirrend, ey. Er ist sich sofort wegteleportiert. Ey, das Ding ist so ungenau. Heilige Scheiße. Oh, Köpfchen. Aui, 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 aui. Aua. Okay, los geht's. Los. Ich hasse dich. Alter, hau dich bitte nicht selber. Öffne deine Augen. Mach mal die Augen auf. So lange. Nee, nee. Okay. Also man kann halt echt gut aufräumen mit dem Skill. Ach, ich hab ihn umgehauen. Aua. Die werfen halt Dolche, ne? Krass. Okay, den Heilung kann ich nicht hauen. Heilung und Randale. Wie kann ich denn da die ganze daneben schaffen? Nicht töten, nicht töten, nicht töten. Ja, ich habe ihn nur low. Geboxt. Ey, diese wegteleportierte Spackos, ne? Schlimm. Aber die, man sieht so eine blaue Kugel durch die Gegend fliegen. Ich glaube, dann spawnen die da. Ja. Ach, wir sammeln hier Knochen ein, kann das sein? Ja. Aber wofür? Steht gar nicht rechts oben. Ja, auch nicht. Hier wird gleich einer spawnen, Max. Direkt vor dir. Genau da. Okay, hier lang? Ah ja, bei mir. Das ist lieb. Ah, warte, ich gehe erstmal jetzt zum Automaten. Oh, da kommt noch was runtergesprungen. Direkt bei dir. So. Hier, der andere lebt noch. Oh.
Du kannst mich nicht kontrollieren. Er haut sich halt selber. Rip. Wahrscheinlich oben, ne? Da kommen wir noch nicht hin von hier. Wahrscheinlich erst später. Na gut. Also hier ist auf jeden Fall dieses blaue Licht, den wir folgen sollen. Vorne war ja so ein Fahrstuhl, aber der geht noch runter. Ja, dann folgen wir jetzt dem blauen Licht. Schnell. Ja, ist ja gut. Yeah, okay. Ja. Geil, hier gibt's Muni. Hier kommt's der Muni. Muni, Muni, Muni. Hier lang? Ah, warte, hier ist ein Fahrstuhl. Irgendwo. Also auf der Map. Ja. Nicht? Diese komischen Dinge. Wo ist denn das Licht hingeflogen? Quasi jetzt hier geradeaus. Da ist das Licht hingeflogen. Oh, hier läuft noch ein blauer. Alter, richtig am Grunzen, der Boy. Da gehört der Schmerz hin! Alter. Ja. So. Du kannst mich nicht kontrollieren! Hier ist eine Tür, die ich öffnen könnte. Okay, warte mal, hier ist. Hä, haben wir hier vorhin gekämpft? Nee. So weird. Also hier ist noch gut Loot. Okay. Geld mitnehmen. Ja, genau. Ja, dann gehen wir zur Tür. Ja, laut Map müssen wir da, da auch hin. Yes, sir. Wieder da. Und rein. Lol. Lol, bei mir war die noch gar nicht offen. Die rennt einfach bei mir in die Tür. Was ist das denn? Jetzt nochmal Bass. Achso, wiederbelebt, Dings. Ja, let's go. Oh, ich sehe hier schon das Licht wieder. Nee, das ist bestimmt eine Falle. Roland. Mit der MG. Für die Königin. Roland am meisten, aber du kannst nicht ewig leugnen. Ja, Mädchen, ist schon cool. Plötzlich unterbricht dich ein Schmerzensschrei in der Ferne. Geil. Hierher, mich. Geschäft. Nee, das sind nicht die richtigen, oder? Nee. Scheiße. Die findest du nur in der Stadt. Kacke. Ja, ich mach mal eben. Machst du nix. Oh, warte mal. Hier runter oder andere Seite? Ich glaube, Roland ist in die andere Seite gegangen, ne? Roland. Roland? Ah, führt wahrscheinlich zur selben Stelle. Ja, denke ich auch. Ja, führt zur selben Stelle. Ehre. So, aber wenn der jetzt da ist, dann kommt er bestimmt jetzt Bossfight. Bestimmt. Finde die Gefangene. Oh Mann, nicht schon wieder. 20! Ich klopf sie! Nicht! Sie ist die Einzige, die uns hier rausbringt. Ich klopf sie. Na gut, ich rede mit der Gefangene. Ich muss ja Raketen wieder von der Hand, ey. Roland. Ich glaube, irgendwann muss ich mit dir reden, oder? Befreit mich. Dann zeige ich euch den Weg zum Bergfried meines Vaters. Klar. Nee, zeig erst. Das ist... Ja. Endlich. Die ist krass überbeleuchtet, frei. Alter. Alter. Oh nee. Smooth transition. Boah, Mann, ey. Richtig die Beule Sau. Nee, keine Spinne, Alter. Die hau ich zu Moos. Alter. Die kriegt ja voll viel Schaden, Alter. Ich mach Schaden. Siehst du das? Wie ich die wegbox? Alter, siehst du das? Wie ich die wegbox? Ihr dürft jetzt keine Explosive bitte machen, sonst kipp ich um. Hä? Also Granate meinst du? Gerade sie ein Schild. Da kann man eh nicht. Genau. Achso, deswegen habe ich keinen Schaden mehr gemacht. Ah, ich hab der ein Drittel weggehauen mit der Ult. Läuft. Boah, ist das widerlich. Kennst du, ja? Blitzspinnen. Shit, Alter. Da liegt ein Euro. Shit. Blut. Nein. Hand of Blood ist tot. Nee, ich liege nur. Hast du sie? Okay. Hinter dir ist noch einer. Oh Gott, die ist ja ekelhaft. Alle ekelhaft. Neue Stärke. Ah, da ist sie. Das ist nicht der übel Tiny Tina, hey, mit den Schiss. Knall sie richtig ab, Max. Aufhören! Okay. Dann? Oben ist sie ja. Oh, erstmal looten. Jetzt hat die gerade keinen Schutzschild. Mach sie mal weg. Ja, ja, Druck. Ich mein Slenderman, Alter. Ich bin doch voll dabei. Ja, erstmal looten, Alter. Ja, man muss Prioritäten setzen. Ey, die heilt, oder?
Jo, die heilt. Oh, jo, was? Die heilt richtig, Alter. Ich glaube, da müssen wir sie treffen, damit die Heilung stoppt. Drauf da, auf die Troller. Granaten jetzt. Volle Möhre. Okay, okay, okay. Hier, einen Bogen in der Hand. Ja. Oh, hoppala. Oh, die jetzt burnt sie aber. Kugelt jetzt. Geht aber keinen Spaß mehr, ich sag's dir. Kann mich wer hochheben? Jo. Weil gerade sind ja keine Viecher. Ihre Kalle. Ray. Wolle ja noch ein bisschen. Jetzt hat sie sich schon wieder ein Schild gemacht, ey. Ja, ist ja kein Ding. Unfair. Tochter des Hexers, Alter. Ja, die hüpft hier rum wie so ein Gummi. Weiß ich nicht, ne? Ah, Badass-Spinne. Das ist natürlich schwierig. Danke. Zu spinnerisch. Oh, der hat mich abgeschossen mit Spinnennetz. Er macht Spinnennetz-Attacke. Spider-Man. Sie kommt wieder. Du bist an all dem schuld. Ja, okay. Doch, merken wir mir. Oh, die heilt sich schon wieder so abartig. Scheiße, ey. Ja, da müssen wir drauf. Immer wenn sie da ist, alles ignorieren und einfach auf die drauf ein bisschen rumhüpfen oder so. Der war nicht fette Foxy. Hobbit. Foxy. Oh, mit ihrem Bogen geht die auf Range. Komisch, die heilt sich immer gegen. Die Heilung ist so krass. Ah. Nein, ich hau mich selber. Jetzt kriegt sie Schläge. Tochter des Hexers. Wir kriegen sie, wir kriegen sie, wir kriegen sie. Yeah. Ja. Ehre, 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 Ehre. Alter, ich bin down, ich brauch dich. Platz. Roland ballert da ein bisschen mit dem Sturmgewehr. Oh, was ist das? Iridium. Ehre. Aber diesmal wirklich. Da liegt noch ein Euro. Oh, oh. Mussten wir die Tochter des Hexers wirklich auf diese Art umbringen? Ja, wie denn? Sie war vielleicht gar nicht so böse, wie man meinen konnte. Alter, halt ein Mull, ey. Nee, nee, die Tochter des Hexers ist die schlimmste von allen. Ohne sie wäre alles prima gelaufen und niemand hätte sterben müssen. Ich warte. Echt mal eine Waffe gefunden, die besser war, als die ich vorher hatte. Nee, bei mir sind immer die Werte runter. Ich meine, klar, dass bei so einer Sniper-Schaden hoch ist. Ich hatte aber auch eine lila eine Waffe, ne? Oh, warte mal, hier ist eine Pistole. Die ist tatsächlich besser. Ich habe schon richtig gute Pistolen, ey. Geil. Ja, okay, geil. Richtig gute Pistole, Alter. So. Außer die Waffe aus der Quest, die ist halt eine richtig scheiße, ne? Ja, ich weiß noch gar nicht mehr, wofür die da war. Macht ein Zehntel Schaden von dem. Dragon Key. Oh, jetzt sind wir echt weit oben. Ja, den Turm erreicht. Jetzt kann ich von meinem Balkon aus zuschauen, wie ihr schreit in einzelne blutende Teilchen zerrissen. Platter. Hallo, Christian, komm her. Verdammt, Tina, das war aber ganz schön explizit. Explizit. Oh ne. Weil das Problem ist. Mit meiner kleinen Pistole. Piu, piu, piu. Alter, der Drachen hier oben. So einige. Ich schleck die weg. Guck mal, ich schleck die. Oh shit, Alter, Bruder. Ich steck die schön rein. Hä, der wirft die Pistole immer weg. Ja, zum Nachladen. Ist ja der Hammer. So, der ist geslackt. Ach, keine Muni, scheiße. Ich burne. Die bleiben immer hängen überall. Oh. Lass erstmal auf den blauen gehen, okay? Lass sie versuchen zu fokussen. Ich bin down. Ich auch leider, Christian. Also der links ist zwar hier neben, aber es kostet Geld. Ich leider auch. Man hat ja irgendwie keine Deckung vor den dran. Das ist ein bisschen bitter, wenn man nichts. Kann den vielleicht liegen. Ja, man kann halt nicht zoomen, wenn man liegt, deswegen. Oh, so ein bisschen witzlos. Bleib mal stehen, Bruder. Doppelklang. Gefallen. Ich könnte versuchen, die mit meinen Äxten abzuwerfen. Das probiere ich mal. Ich schneide dir die Augenlider ab, damit du bis zum Ende zusehen so kannst. So. Willkommen zurück. Jetzt halten die halt nicht still, ne?
Hier, du. Blöde Drachen. Ah, jetzt verbrennt er mich wieder. Ey, jetzt bleibt er stehen, wenn meine Ult abgelaufen ist, du Affenvieh, ey. Du Affendrachen, Alter. So, der Blaue ist weg. Jetzt abgestürzt. Ist der andere? Da ist noch der andere, ja, der fliegt da oben. Der ist irgendwie gerade ein bisschen. Wollen wir den überhaupt machen oder sollen wir den überhaupt? Oh, Alter. Ah, oh, er hat mich angezündet. So, ich hol dich direkt hoch. Herr Sein, ist bei euch gerade auch ein bisschen. Lieb. Laggy? Nee. Also richtig auch nicht, aber irgendwie dann. Doch, Alter. Oh, hier kommt noch einer angelaufen. Nee, lol! Oh, lol! Wer ist er denn? Wo kommt er denn her? Doch, ein bisschen laggy ist es auf einmal, seit ich jetzt gestorben bin. Ehre. Oder war es? Ja, vielleicht, wenn ich jetzt nochmal sterbe, geht's wieder. Ich verschwinde. Okay. Ich verschwinde. Wo ist denn der hin? Ach, da. Oh nein! Oh. Slag gut gegen Roboter und Gepanzerte nur. Nee, ist das nicht auch gut, weil es verbündeten Schaden erhöht? Hey, willkommen zurück. Hä, hab ich dich nicht gerade wiederbelebt? Ja, nee. Irgendwie ist es jetzt lag. Hä? Wollen wir den Drachen töten? Ja. Das ist unser Endboss. Naja, glaube ich nicht. Ich glaube, es liegt irgendwie, weiß nicht. Ich hoffe, wenn wir gleich die Area verlassen, geht's dann wieder. Ach, keine Muni. Bei mir ist wirklich alles. Ja, bei mir war es hier draußen auch cool, bis ich gestorben bin. Ich hoffe, es ist jetzt einfach gleich. Jawohl. Oh, you're dead. Du kleine Mizzet, Alter, kriegst du mal einen mit der Faust, ey. Also, tut mir leid, für mich ist es genauso schlimm gerade. Bei mir ist es andersrum. Für mich ist es nicht so schlimm, aber. Oh, okay. Alter, ich hack hier alles klein. Also, boah. Also, es würde irgendwie immer schlimmer. Also, starte gleich mal neu, wenn wir die durch haben. Jo. Schön zum Ende hin. Wir haben ja hier vorne den Speicher finden. Jo. Das Verderben steht bevor. Wer ist er denn? Es ist auch ganz komisch, weil. Ich komm immer mehr. Ich habe einmal Escape gedrückt, jetzt geht's wieder. Ja, ich wusste es. Hinter uns sind auch noch ein paar, ne? So ein Dicker vor allem mit so einem Ofen in der Hand. Was? Ja, Werder-Fan oder was? Ah! Oh. Oh, ich muss mich mal eben heilen hier. Es ist ganz komisch. Jetzt. Also irgendwas ist an diesem Level für mich sehr komisch. Ich habe mich wieder. Einer Vorsicht? Ja. Oh Lord. Ich hab mich leider wieder abgeschlagen. Also habe ich den Männern befohlen, die Königin doch zu töten. Wahrscheinlich spielen sie gerade mit ihrem Kopf Fußball. Bis bald. Verdammt, beeilen wir uns. Na, das werde ich nicht schaffen. Ich glaube, ich stand hinter einer Wand, ja. Kann ich nicht wiederbeleben. Geil. Warum erstichst du mich nicht? Alter. Er haut sich immer selber. Ey, und ich lieg wieder. Das ist so dumm. Oh, jetzt bin ich aber auch im Ass. Einer von uns muss den kriegen. Ja. Nein, ich bin auf dem Weg. Boah, der schon. Wenn jetzt wäre, mit den Töten. Ja, das beinahe, ne? Oh. Bisschen ey, oder? Zack, weg damit. So, hoch. Oh Gott, hier ist der Böse schlägt auf mich ein. Hoch, wa? Wieso hau ich mich selber? Das ist mir auch zu wieselig gerade. Das ist mir auch zu viel. Das ist jetzt alles. Hä? Der lebt ja noch. So. Hoch. Okay, scheiß auf die kleinen Dinger, ne? Oh, wir wollen LOL, okay, meine Granate zimmert. Kann man nicht anders sagen. Vergesst doch mal, dass ich Granaten habe. Aua. Okay. Alter. Okay. Es gibt kein Barbecue, bis ich sage, es gibt. Fleck ist immer allgemein gut. Mach extra Damage, wenn du da mit anderen Elementen drauf beißt. Das sag ich ja. Hinter dir, Max. So, das ist Slag. Die slag ich jetzt weg, Alter.
So. Der wirft auch seine Waffen. Der kleine Dreckige. Oh, Bruder, warum rennst du auf mich los? So, den haben wir. Ehre. So, höher, wa? Ein bisschen höher. Oh, oh Gott! Boah, Alter! Verjagt man mich schon so ein bisschen, ne? Ich brauch den, Wir können nicht hier hoch. Wir können ihn einfach hochholen. Stell dich mal nicht so an, Alter! Ja, echt, Alter. Also, die Granate eben hat richtig gezimmert. Die muss ich öfter zünden. Meine Granate scheint richtig gut zu sein gegen Skelette. Was ist das für eine? So Feuer. So Feuer. So Feuer. Was ist denn er hier? Hallo? Das oh, hier ist für Gunzerker sind hier super viel. Echt? Oh, warte mal. Ja. Pistols oder was? Magazingröße. Böser Mönch. Alter, was? Alter, den nehme ich. Feuerschaden erhöht? Den nehme ich. Ja, das ist sick. Ich das ist doch alles für Gunzerker gewesen. Da muss ich mich jetzt ja mal kurz informieren, welches da am besten für mich passt. Oh, hier ist irgendwie so ein Portal oder so. Ich warte mal. Warte. Ja. Ein bisschen Muni. Geld. Ja, Slack macht Sinn, wenn mehrere auf einen Target ballern. Ja, ich denke, gerade für Bosse ist es halt gut. Slag ist halt so eine Koop-Waffe. Halt slaggig. Ja, habt ihr eine Slag-Waffe? Lila? Werde mir so mit dem lila so Element. Was? Das war auch so sehen. Sagen wir warten auf ihn. Er rennt vor. Ich wollte aber nur zu euch laufen und bin in das Ding reingerannt. Ja, du kannst einfach rein. Handsome Hexer. Wir können nicht auf ihn warten. Er ist. Da ist er. Okay. Wir sind so baff. Drauf. Der hat auch kein Schild. Okay, es sind mehrere. Ich sehe das Original. Den hau ich weg. Oh. Wie dieser Unfall. Wo ist der echte? Da hinten mit dem Schild. Halt's Maul! Ich hau mich immer selber! Oh, jetzt, Alter. Wolltest du nicht mal umskillen, Max? Ja, ja. Wenn wir in der Stadt sind. Kann ich mehr hochholen? Jetzt, Schild ist weg! Also drauf auf den Jungen. Geil, Ehre. Komm, oh, ich kann nicht. Nein! Ich kann nicht schießen, wenn du. Wenn ich dich hole, hab ich gerade gemerkt. Ehre. Oh, okay. Jetzt nicht wieder in den Nahkampf. Leute, die ist abgeprallt. Aber hat irgendwie getroffen. Ah. Fall doch um, Bro. Nice. Slang. Ach so. Ja, wegen Dings. Wegen Ehre, ne? Also ich habe hier so eine weiße Waffe. Ich slack den weg, ihr könnt drauf, Alter. Alter, scheiße, die erwischt man nicht. Scheiße. Musst du den Kopf abschlagen, kannst die wegboxen. Bin ich auf Belohnungsbasis. Okay. Ich lad mal ganz entspannt nach. Oh, nee, dann jumpt hier auf mich drauf, aber nicht Alter, mehr er hat Superman ich bin ein gemacht. Ninja, Ehre. Alter, hat der kassiert, Bruder. So, warte mal. Jetzt kriegt der Schläge. Da hinter dir war noch ein so. Skelett. Hör auf, Alter, dich zu hauen, Junge. Der kriegt richtig viel Damage. Nein, du machst ihn richtig weg. Kann den ganzen Damage keiner haben. Ich hab genug davon. 13.000er Crit, Alter, in your face. Yellowhead. Jo. Da mach ich Nahkampf-Damage. Oh, okay, einfach Nahkampf. Boah, Alter. Also meine Schrotti knallt. Das bestimmt noch der nächste. Der dämonische. War da, so klar. Ja, na klar. Immer einer mehr, ne? Könntest du nicht entscheiden. Ehre. Ich geh wieder Nahkampf richtig rein. Oh, shit! Meine Muckis haben Muckis.
Meine Muckis haben Muckis. Ach, okay. Wenn die auf dem Boden prallt, ist scheiße. Scheiße. Ja, aber noch keiner ist richtig verreckt hier, ne? Nee, nee, nee. Das ist Ehre. Die sind einfach, einfach, einfach. Ja, der Boss ist immer easy. Roter Babydrache, Ehre, Ehre, IS. So, jetzt wird geboxt. Alter, er schlägt sich wieder selber. Oh, der kassiert aber. Oh, ja, ich kümmere mich, um die Babydrachen. Gerne. Ich darf nicht mehr so hoch springen, dann kann ich den Kopf nicht sehen. Okay, ich bin fast down. Oh ne, jetzt wieder ein Drache am Start. Das Problem, was ich jetzt habe, ist, ich habe keine Munition. Ey, gar keine? Nee. Alter, die Granate zimmert mehr als... wie ich auf dem Klo, Alter! Scheiße. Ah, ich habe jetzt auch keine Granaten mehr. Oh, nee, ich müsste looten gehen. Ah, dammit. Ja, Muni ist halt echt ein Problem, ne? Hab ihn. Hier sind aber überall Munitionskisten. Jo, ich bin down. Ja, ich komme. Der lebt noch, ne? Ja, wir... Nee. Wir haben... Da kommt der Nächste. Ach doch, scheiße. Ich hol ihn hoch. Was will der mit Barbecue? Ich such mal kurz Munition. Hinten liegt richtig viel rum. Hab ich. Gesundheit. Tina, es reicht jetzt echt. Geschafft. Wir haben gewonnen. Und Roland kam vorbei und war echt happy. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute Ende. Hör auf! Du weißt, was Jack mit Roland gemacht hat. Nichts. Sie hat recht, Tina. Also wollt ihr noch ein paar Nebenquests, oder? Du musst dich damit abfinden. Roland ist tot. Oh, voll die Verarbeitungsmission hier. Aber es ist meine Geschichte. Ja, es ist übel die Therapie hier, ne? Ja. Weißt du was? So Verlustängste und so, ja Alter. Oder, ne? Rede, ja, alleine sein. Ja, Alter. Mach Leute, so ich verloren. Ich will wirklich wissen, wie die Geschichte ausgeht. Ja, ich auch, Bruder. Ich nicht. Als der tödliche Zauber des Hexers auf den ahnungslosen Ritter zuwirbelte. Auf den ahnungslosen Ritter. Passierte genau das. Ein Wunder. Aber das war doch jetzt noch nicht die Mission, oder? Alter. Bloodwing! Alter, der ahnungslose Bloodwing. Also, wie fandet ihr den Kampf, Leute? Ich brauche ein bisschen Feedback. War nice. Hören wir nochmal so einen Buff hier. Das wäre jetzt DLC? Ja, war geil. Wir sind noch nicht fertig, oder? Stimmt, wir müssen ja noch befreien. Locker sie selber. Arschgaul! Arschgaul? Bad Stallion. Arschgaul? Ja, Mann. Lecker. Alter. Lecker Arschgaul. Ja, wollen wir rein? Das Spiel passt ja mir zu uns. Können wir mit Arschgaul irgendwas. Alter, wie viel Loot hier ist? Arschgaul. Wunderschön. Oh, hier liegt noch ein Euro. Die Königin ist in Sicherheit und kann jetzt noch ihren Zauber wirken und der Welt. Alle liegen überall Euronen. Sie braucht Eridium, um ihren Zauber. Ja, Arschgaul ist befreit. Füttert sie damit. Okay, wie sollen sie füttern? Wo ist Arschgaul? Da hinten. Ich hab Arschgaul gefüttert. Oh nee. Oh nice. Wieso heißt das Ding Arschgaul? Ich spring jetzt hier runter, Leute. Wir sehen uns. Ciao. Leute, macht's wirklich. Ja, ey, schön. War echt fertig. Und? Was sagt ihr, Leute? Das war nice. Wirklich toll, Tina. Hey, jetzt konnten wir gar nicht looten, weil irgendwer die direkt bezahlt hat, ne? Schade. Da war, glaube ich, irgendwas Legendäres lag da rum, meint mein Chat. Schade. Voll. Jemand Bock, eine Raumstation hochzujagen? Oh ja, hab ich! Und so kehrten die Kammerjäger und ihre kleine Psychopathin zurück ins Ödland. Ihr könnt gleich Arschgaul mit Iridium füttern, verloot. Ja, haben wir ja.
die sie für einen allzu kurzen Urlaub verlassen hat. Psst. Ruhe jetzt, will ich die Story hören. Wiedersehen. Und in den Tagen... Alter! Gefallenen Freunden, der Abenteuer, die sie erlebt haben, ob real oder in der Fantasie. So, haben wir was verpasst, Alter? Ja, jetzt haben wir die Story nicht mitbekommen. Tina Turner ist Hold of the Dragon Team, Alter. Ja. So, Evaes Ahmed, Daniel Algoth, ja, Robert Andersen, Jon. Erik Avalos. Ah, geil! Legendary. Wo ist er gerade gefurzt? Das ist wieder laggy, Alter. Warum ist jetzt wieder laggy? Wo war ich hin? Leute, ich bin wirklich runtergefallen. Ich stehe jetzt ganz unten. Opfer. Kann ich dir noch was in den Arsch stecken hier? Arschgeil? Wenn ich gehe, dann. Hätte mich einmal gesprungen, jetzt geht's wieder. Ich glaube, mein Charakter hat irgendeinen Gehfehler. So, wo war jetzt? Legendary? Oh, hier waren sogar Buffs, die haben wir gar nicht benutzt für den Bossfight. Ich hab die ganze Zeit benutzt. Ich hab auch immer gesagt, aber mir hört nie jemand zu. Nee, warum auch? Eben. So, haben wir. Aber hat wer von euch ein Legendary gelootet? Ja, aber ich sag dir nicht wo, weil du hörst mir nicht zu. Mann, jetzt ist Kalle beleidigt. Gute Arbeit. Ja. Ich sehe nur Christus tot, gute Arbeit. Das ist krass, Mann. Und Roland, ja, redest, kriegst du was? So, ein Arschgaul kann ich hier einblasen in den Arsch, oder was? Nee. Arschblasen meine ich. Was Gaul, das kann doch nicht schon gewesen sein. Was? Ach wo, ich hab doch was, ich nehme. Mein Headset ist in der Beschreibung. Nee, ist nicht. Es ist das D-Series Headset, unten ist ein Link, kommt da hin. Das ist das Arctis Pro Wireless und ich kann es empfehlen. So, ich springe auch runter. Auf Ehrenbasis. Boah, Alter. Wie Tomb Raider. Geil. So, wo skill ich um? Hier nicht. Scheiße. Ich kaufe nochmal meinen Shit. Alter, ich habe eine riesige Brandgranate. Leute, was machen wir jetzt? Riesigen Loris. Was? Ach, wir haben sogar... Wir haben sogar... Ja, wollen wir einfach... wollen wir? Wollen wir nach Hause gehen, oder? Wir können einfach da mitmachen, wo wir... da weitermachen, wo wir aufgehört haben, ne? Ursprünglich, vor den DLCs. Das stimmt. Also mit der Story, meinst du? Ja. Also beginnt. Nein. Freundlich fürsorgliches Friendly Fire! Du hast die Reise abgebrochen, ne? Weil du ein Otto bist. Ja, Junge, jetzt muss ich alles nochmal hier aussuchen. Alter. Oh. Oha. Oha. Das auch. Leute, ich bin gerade vom Turm gesprungen. Oh ja, ich wollte auch gerade. Das war übel belohnt, der Sprung. Flamerock Refurge. Minds of Otherise. Sidequest finden. Aber das hier war markiert. Hier sind Automaten. Aber wieder nicht die, die du brauchst. Ja, willst du dich mal in die City und dich umschminken? Ach so. Das ist hier alles das DLC, Drachenfestung. Ja. Okay, und Mine der Habgier, da haben wir anscheinend irgendwas nicht gemacht. Okay, ja, ist mir aber egal. Ich würde gerne in die, ja, Sanctuary. Da würde ich gerne zurück. Ja, mach mal. Ja, dann reisen wir da hin. Ich das nicht ab. Das war nice. Ja. Ich hatte echt gedacht, dass wir noch einen richtig krassen Fight am Ende haben, weil so krass fand ich die jetzt nicht, aber. Ja, ging. War okay. So. Ja, Schlüssel. Hast du noch Schlüssel? Geil. Hey, Splatterman, mach dir Loot auf. Habe ich noch Schlüssel? Wo sehe ich denn, ob ich noch Schlüssel habe? Ja, mal. Offensichtlich, sonst. Ja, das wäre. Darf ich so eine. Dings hier mal. Nimm, was du willst. Ist das schon ein Assault Rifle? Ich bin noch Pistols, Alter. Wo steht denn der Waffentyp? Er ist der effektiv gegen Fleisch. SMG. Wo unten drunter? Hä, bin ich blind? Da steht doch. Also das bei T Diore und dann steht da so ein smaller MG daneben. Ja, das Symbol meinst du. Ja, genau. Ja, aber. Achso, okay. Ihr kann, also bei mir steht dann. Also ist keine Schrift. Deswegen dachte ich, vielleicht zählt das als SMG. Nee. Hm.
Machst du noch einen auf? Ja. Kann ich nicht. Lass knallen. Ich hab keinen Kill. Ich hab keinen Schlüssel. Hab keinen Schlüssel mehr. Oh na Mann. Max, hast du nicht noch ein paar Schlüssel? Nee, leider nicht. Es gibt doch so eine Liste mit den ganzen. Hier ja? Kannst du dich umbauen. Oh, komplett. Ja. Ich bin zum Chirurgen. Neuverteilung. Ja. Ich gehe jetzt nicht auf Nahkampf, glaube ich. Ich mache jetzt auch mal meine Skilltree komplett neu. Während du in Flammen stehst, ruft Chan, der dir von Gier. Ich gehe mal immer auf Toilette. Während ich in Flammen stehe? Ja. Ja. Das ist ja... Das ist ja auch... Hat der nur so Sachen, womit er sich selber... In die Fresse boxt? Aha. Packen Blutdurst. Hm. Was ist denn so die beste Skillung für den Psycho? Erhöht Granatschaden. Also der hier geht so auf Blutdurst. Oder aus diesen Waffen auf, die du gerade nicht in der Hand trägst. Okay, also der Key von dem Skilltree ist, dass ich. Ach so. Woher kriege ich denn die Stacks? Blutaxtbomber. Also das Ding ist, ich könnte den ja von ihm nehmen, wenn man vielleicht nicht unbedingt sich selbst schlägt. Wo war die Skillung? Ach so. Ja, das geht damit einher. Tja. Dann glaube ich, probiere ich das mit diesem Blutzeug. Ja. Ah, fügst du einem Gegner Schaden zu, wird ein Packen Blutdurst hinzugefügt. Packen nehmen ab, wenn du einige Sekunden keinen Schaden austeilst. Aha. Ja, dann Magazin. Achso. Noch 4 Punkte verteilen. Okay. Assault Rifle. Hier, ich bin back im Gebäude. Hallo? Geil, hallo. Grüße. Bist du noch am Skillen? Ja, ich gucke mir hier gerade ein paar Sachen an. Dunkel draußen. LOL. Das ist ja... Sag Bescheid, wenn ihr Video was machen wollt. Ja. Ah, das ist gut. Was ist mit ihr? Hä? Hallo. Lass die mal in Ruhe. Hallo. Sieht irgendwie falsch aus. Wieso 7 von 5? Okay. Wieso 7? Okay. Warum habe ich nicht volles Leben? Gut. Umgeskillt. Aha. In dieser Stadt sind 1 Million Quests jetzt für uns. Ja, ich würde sagen, du suchst was aus? Ja. Bevor wir jetzt hier 10 Vorschläge machen, meine ich. Ja. Ich würde ja gern wissen, inwiefern wir die Hauptstory weitermachen. Also, weil irgendwie können wir überall hinreisen, obwohl wir ja... Nee, gar nicht. Wir hatten uns...
Wir hatten uns ja Max-Level-Charaktere... Nee, wir hatten uns keine Max-Level-Charaktere gemacht, ne? Nee. Wir haben ja die ganze Zeit normal gelevelt, genau. Ja, ja, haben wir. So, also ich wundere mich, dass wir... Also gefühlt kann man überall hinreisen. Oder hatten wir uns für das... Die Quest hatten wir uns, glaube ich, doch die 35... Nee, welches Level? 30er-Charaktere haben wir uns, glaube ich, gemacht. Ah, stimmt, wir haben 30er-Charaktere. Für das DLC, ne? Genau, für ja. Das. Die haben wir dann weitergespielt jetzt. Und die haben wir dann jetzt weitergespielt. Ja. Was wir machen könnten, wir können umloggen auf die anderen. Die sind dann halt irgendwie 15, 14 irgendwie so. Ja. Und dann... Weiß, ob es worth ist. Wäre es zumindest ein bisschen linearer wahrscheinlich. Ja, denke ich halt auch, weil... Ich meine, ich gucke mir die Map an. Also hier allein die Stadt so. Und hier sind 1 Million Quests. Mhm. Und das ist ein bisschen überfordernd. Ich glaube, ich würde umloggen. Dass wir dann ein bisschen nach Story knallen. Also, vielleicht haben wir da noch mit den Waffen, ist das vielleicht dann noch ein bisschen... Besser. Ja, hat man nicht hier irgendwo ein Save? Ja. Oder sowas? Ach, da kannst du dann die Sachen reinpacken, ne? Aber das ist eher für spätere Level. Ach, stimmt. Der meiste Stuff. Ne? Wäre halt irgendwie cool, wenn man so eine Waffe nehmen könnte, die man dann da... Ja, aber das sind alle Level basierend. Ja, dann lass uns einfach umlaufen. Okay, ich würde kurz Break machen, mir kurz was zu essen machen. Ja, klingt gut. Okay. Okay. Cool. Dann kannst du dann irgendwie im TS poken, weil dann würde ich mich ja. Muten, ein bisschen mit meinem Chat schnacken. Okay. Bis gleich. Ich bin wieder da. Ja, da freuen wir uns doch. Okay, das heißt, wir loggen uns jetzt um. Ja. Verlassen. Borderlands. Ich habe heute die Brote direkt gefressen, deswegen hat es länger gedauert. Weil ich wollte euch hier nicht einen vorschmatzen. Gefressen. Jo, so Level 40 waren wir. 14. War Level 40? Ja. Nee, oder? Wir 36? Waren Level 40 und dann. Max, hast du eigentlich auch DayZ? Alter. Mit meinen ersten Streams waren DayZ. Nee, stimmt nicht. Doch. Doch, eigentlich schon. Komm. DayZ, Christo, das weißt du auch noch, ne? Ende ja, 2013, wo es rauskam, Standalone. Das war da haben wir, die beste Zeit. Jo, da haben wir richtig reingegrindet. Hä? Ich bin am Airfield campen. Jo, und dann auch mit Kutscher richtig. Bist du bewusstlos. Kann dir nicht nachjoinen? Hab euch mal invited? Du hast was an der Wange, echt? Mit einem fetten Krümel, Alter. Ehre. Also DayZ, ja, war eine ultra geile Zeit. Damals auch super viel mit Zuschauern, weil ich finde, DayZ ist ein richtig gutes Spiel, um die Zuschauer so mit einzubinden. Weil dann gibt es immer so eine Lagerbildung. Einmal die, die den Streamer umbringen wollen, die ihn verteidigen wollen. Und dann auch so dieses Trust-Ding. Mhm. Das macht es halt richtig interessant, finde ich. So, ich klicke auf Weiter. Das hat früher richtig Spaß gemacht, aber... Ja, ist für mich eigentlich mit das negativste Beispiel, was man für Early Access finden kann. Also Standalone, hoppala, ist ja jetzt released, ne? Vor ein paar Wochen, ein paar Monaten, oder? So. Ist das nicht irgendwie so offiziell aus dem Early Access raus? So, so Leute, Leute, wir folgen einfach der Quest, oder? Ich will mal eben hier, guck mal eben, was ich da im Rucksack habe. Ah, das ist ja hier diese Weihnachts-DLC, ne? Ah ja, das hatten wir ja mit denen gemacht, ne? Splatterman ist in einem Menü. Sorry. Treehorns Valley? Ja. Ja, Leute, das D&D-DLC haben wir gerade abgeschlossen. Wir sind jetzt wieder auf unsere eigentlichen Accounts, Charaktere gewechselt, weil das D&D-DLC, ja. Das ist ja eigentlich nach der Hauptstory, deswegen haben wir da 30er-Charaktere erstellt. Weißen wir jetzt? Hä? Warum du hast geht's übrigens hier? Wieder die Skillung, dass du angegriffen werden kannst. Wieso kann ich nicht reisen? Also weil Christo hier die ganze Zeit im Menü rumhängt. Okay. Hallo? Ja, ich hab das gesehen. Genau. Ja, gesehen. Dann muss ich nochmal bei Gelegenheit umskillen. Ja, stimmt. Das kann man ja sogar echt sehen, ne? Ja, musst mich nicht anschreien. Ich hab auch Kalle, keine. Kalle, was hältst du von Gamer Brother? Frage in meinem Chat. Was ich von dem halte? Ja. Ich hab den ja... ein paar Monate mal getroffen. Wir haben ja zusammen kommentiert, Fußball. Ja. Ist halt ein Schalker. Ja. Aber ansonsten ist das echt netter. Ja. Und ich meine, wenn man sich so die FIFA-Community mal anguckt, ne?
das ist schon einer der guten. Da ist schon echt viel Seuche dabei, bin ich ehrlich. Jo. Und da sticht er schon raus, finde ich. Ja, vor allem jetzt hier mit seinem Karrieremodus. Das ist richtig gut, ne? Ja, ist wirklich gut. Also, man merkt, er lässt sich da auch viel inspirieren, was auch voll cool ist. Ich feiere das richtig. Ja. Das ist so Content, die gibt's halt in FIFA Deutschland nicht. Oder vielleicht auch sogar international. So, ich renne euch mal hinterher. Wisst ihr, wo lang, oder geht ihr gerade random? Nee, hier sind tötungswillige Viecher. Alter. Weil hier Richtung Norden ist ja... Wollen wir da mit dem Auto hingurken? Haben wir einen? Können wir das hier nicht spawnen? Warte, ich erinnere mich. Hier waren wir, ja. Ich glaube, ihr seid zu weit. Wer ist Knossi, Alter? Kennt ihr Knossi? Kenn ich nicht. Nee. Knossi ist dieser komische Casino-Streamer mit der Krone. Fahr einfach ran und hupe. Der hat letztens Spandauer hat was gehört in seinem Stream. Ach ja, von dem hast du erzählt. Ja, ja, genau. Sollen wir Monte hat ihm letztens wirklich Money reingepayt, Alter. Ehre, du bist da richtig drin im Twitch-Game, ja? Wir müssen in ein Auto, Leute. Jo, hier ist ein Doppelklang. Ja, Casino-Streamer, ja. Ja, ja, finde ich auch richtig geil. Ist ja richtig gut, ey. Richtig guter Content. Boah, schön ein bisschen drehen, Alter. Lass mich doch mal mit rein! Ach nee, ist nur für zwei, ne? Man könnte den noch irgendwie so schieben, die Leute. Ja, wir hatten doch so einen LKW. Ja, dann hol dir einfach auch noch einen. Du kannst da auch einen spawnen lassen. Was, Alter! Die springen über die Mauer und fighten uns. Naja, ja. ich schieß einfach drauf. Merkst du, ne? Merkst du. So, ich bin ready. Super. Kann losgehen. Wir müssen umdrehen. Okay. Leute, wir beantworten jetzt zu dritt Fragen aus dem Chat. Sag ich jetzt einfach mal. Okay. Also haut eure Fragen raus. Haut eure Fragen raus. So, und dann hau ich euch eine rein. So. Ehre. Ich fand jetzt mal gegen die Band. Hand of Blood. Aber keine Politikfragen. Doch auch. Alles. Alles. Wie findet ihr AfD? Wie findet ihr die? So. Maps alle. Wie viel Uhr ist es? 17.35 Uhr. Wer von euch. Du, dass du ein geiler Typ bist? Ja. Wer von euch ist der Älteste? Ich glaube, es ist Kalle. Aber ja, wir liegen recht nah beieinander, alle, glaube ich. Ja. Kalle ist älter als hier, ne? Egal. Der Kalle ist, glaube ich, ein, zwei Jahre älter. Aber. In dieser Altersregel ist das, macht das keinen Unterschied mehr. Das läuft euch auf eine blaue Suppe aus dem Auto. Ehre. So. Ey, wir müssen diesen Roboter abschießen. Casino, ja. Streamer gleich Untermenschen. Also Leute, erstmal Untermenschen. Das ist ein schlechter Begriff. Das ist leider. Boah. Heilige Scheiße! Im Sprachgebrauch, der Jugend. Ziemlich verankert, was ziemlich schlecht ist, denn das ist ein Nazi-Begriff aus dem Dritten Reich. So haben die nämlich unter anderem die Juden genannt. Die haben die als Untermenschen bezeichnet. Ich weiß, dass so Leute wie Monte und Co. den Begriff viel benutzen, aber das ist echt nicht gut, Alter. Das solltet ihr echt lassen. Ja, Monte ist kein Vorbild. So, ja, sagt er ja auch. Er wollte auch nie eins sein. Ja. So, nächste Frage. Was haltet ihr von Partei die Partei? Nächste Frage. Wollen wir so ein Roulette machen, jeder einmal, oder? Ja, wir sind jetzt Roulette-Streamer, so, wo fahren wir eigentlich lang? Wir müssen genau in die andere Richtung. Ich fahre mit dem Blitz hinterher, oh Leute! Okay, jetzt darf Kalle eine Frage aus seinem Chat. Okay, hey Kalle, ich habe eine Frage. Habt ihr auch vor, zusammen in den neuen Borderlands-Teil zu spielen, der bald rauskommt? Nee. Oh! Gut, dass ihr fragt. Ihr könnt unter Ausrufezeichen Borderlands nämlich diesen Teil vorbestellen. Alter, und auch mal VIP-Programm mitmachen. können wir mal auschecken. Genau. Ja, also ich werde mir den auf jeden Fall anschauen. Ich werde dazu ein Video machen. Und ich werde dazu auch Ehre. Warum fährst denn du? Oh Leute. Hoppala. Ich wäre auch dabei. Also ich werde mir Borderlands 3 auch angucken. Ja. Ich muss sagen, also ich merke selber so beim Borderlands 2 Stream, gerade wenn viele dabei sind, ich meine, heute sind wir ja einer weniger, das merkt man schon ziemlich, dieses Spiel quatscht halt ununterbrochen dazwischen. Und das ist halt als Let's Player schwierig, weil es macht einen so ein bisschen mürbe im Commentary. Weil die ganze Zeit ist was. Man hat immer das Gefühl, man muss die Fresse halten. Du musst lauter sprechen.
runter. Alter! Okay. Das ist eine nette. Hey, das war super. Alter. Hey, habt ihr gar nicht gesehen? Da ist Achselhaare drin, ne? Ja, die kennen wir ja schon von den DLCs, ne? Hier trifft man sie jetzt das erste Mal. Ich steig jetzt mal aus hier. So, und wie gesagt, deswegen glaube ich, Borderlands zu streamen ist okay, aber ist auch teilweise als Let's Player, gerade wenn man dann auch noch zu viert ist und eigentlich ja auch noch quatschen will, und dann wird dir die ganze Zeit einer reingebabbelt, was ja okay ist, wenn man so privat spielt, sage ich mal, für sich, aber wir müssen ja auch euch irgendwie Mehrwerte liefern und nicht so ein Walkthrough machen. Ich meine, wir können auch alle die Fresse halten, einfach hier so zocken, aber okay, ist ja unbelohnt. Ich hab ein Fahrzeug. So, das ist halt ein bisschen schwierig. Aber man muss auch sagen, das Spiel ist jetzt wie alt? 7 Jahre? Mehr? Ja, irgendwie 2012. Oh, hat sich echt gut gehalten. Also, ne, finde ich gut. Das ist aber vielleicht auch diese spezielle Grafik, weißt du? Ja, aber auch so von den Mechaniken, finde ich. Ich meine, man hat nicht so wie bei Apex so dieses mobile Überdrüberspringen. Das merkt man schon krass. Aber sobald man sich dran gewöhnt hat, eigentlich viel mehr ist es nicht. Also kann man echt gut noch spielen. So, müssen wir jetzt hier den wieder zusammenschustern oder was? Ja, ich hoppala. Ja, hier könnte ich jetzt bei. So. Ich glaube, wir müssen auch mit der reichlich gefütterten Frau reden. Ja, gefüttert vor allem. Gibt's da nicht irgendeinen Hopper? Gefeedet! Ich würde Maxine jetzt sagen. Mein Bruder Scooter sagte schon, dass du kommst. Ich krieg hier nicht oft Besuch, schon gar nicht so hübsch. Glaube ich. Du willst deinen Kumpel Roland aus dem Damm retten, Bruder. Du wirst die Blattschatz garantiert täuschen, wenn du mit so einem Spezialtrag von denen aufkreuzt. Ich hab da drüben einen, den ich Fahrer verschrottet hab. Mein Fehler. Ist da ein zwischen den Hupen? In der Werkstatt und die meisten Teile, die wir brauchen. Das müssen wir nur mit. Die kommen halt nicht zum Punkt, ne? Deko aufmotzen, zarten Blut, Schädel und so. Du könntest dir so ein Zeug wahrscheinlich von den Banditenpatrouillen hier besorgen. Gut. Fahren wir hin. Ein paar Banditenkarren hochjagen und dir den Banditenzierat von den. Okay, knallen wir ein paar ab, oder? Gut, wir müssen Banditen looten. Ich bin ready. Max, so, Christo, aus deinem Stream eine Frage, Alter. Ich habe keine Frage in meinem Stream. Die interessieren sich nicht für uns. Leute aus Christus Stream, Alter, stellt eine Frage. Hoppala! Stellt eine Frage. Alter, erstmal die Rampe nehmen, Bruder. Wie war nochmal Boost? Shift? Steuerung? Alt? Wir müssen weiter nach rechts, Leute. Christo, bist du eine Frage aus deinem Stream-Chat? Nee, es gibt keine Frage. Doch, jetzt gibt's eine Frage. Ehre. Wie ist das Spiel so? Christo, kommst du her, oder? Ich bin auf dem Weg, Bruder. Minimap ist rechts oben, ne? Ja, wir müssen ja erstmal hier diese Karren kaputt schießen. Nee, müssen wir gar nicht. Nee, müssen wir nicht, Junge. Hä, hey, doch, das steht doch in der... Ach, Mann, ey. Wir müssen erstmal dahin. Wisst ihr, und deswegen rennt euch auch immer ein Apostel vorweg. Er hat schon recht, wir müssen in ein Gebiet, bis wir jetzt Teile einsammeln. Ja, weiß ich doch. War nur ein Test. So. Jawohl. Da haben wir doch eins. So. Also, das Spiel ist super. Eins. So, Frage aus meinem Chat. seid ihr auch beim Area 51 Raid dabei? Ja, normal, Alter. Ja, ich fahr da morgen. Also, ich flieg halt am Mittwoch hin. Wann ist das? Pokémon? Ich flieg tatsächlich Mittwoch nach New York. So, vielleicht schaue ich mir das an. Bin ja in der Gegend. So. So. Ja, Kalle, bei dir. So. Muss man Borderlands 1 und 2 gespielt haben, um bei 3 zurechtzukommen? Nee. Einfach reinböllern, Bruder. Nee, glaub ich nicht. Hier wird sehr viel erklärt in dem Spiel. Sehr viele Dialoge. Also, Kalle, du hast ja gespielt, Borderlands 3, aber es war auch so mittendrin eher, ne? Oder hast du von Anfang an gespielt? Es war, glaube ich, so eine Art Wannabe-Prolog-Dings. Wannabe? Ich bin stuck. Also, es gab halt keinen richtigen Story-Content. Ich habe halt einen Charakter kennengelernt. Aber ich bin mir sehr sicher, auch das, was die Trailer so gesagt haben vor Ort, du wirst abgeholt. Ja, alles andere wäre auch ein bisschen dumm, weil ich meine, Borderlands 2 ist 7 Jahre alt. Borderlands 1 noch mehr, da war die Hälfte noch nicht von euch auf der Welt, so, ne? Da müssen die auch dran denken, deswegen glaube ich, wird man da einen leichten Einstieg haben. Boah, hoppala! Hoppala! Ja, so. Boah! Ja, aber irgendwie sammeln wir ja nichts. Ne? Ja? Wir müssen auch die Teile sammeln. Unser Auto ist gleich kaputt, ne? Ich sag's, wie es ist. Oh, das ist der Karawan. Der hat sich. Der ist ein Karawan. Karawan. Okay. Hoppala. Du hast mich geroadkillt.
mit dem Karawan. Alter, jetzt hast du mich gefinisht. Gut, Christo, Frage aus deinem Chat. Warte, das kostet mich halt Geld, ne? Also. Warum aber ist lustig! Warum schmecken Gurken nicht wie Karotten? Das habe ich mir auch schon häufiger gefragt. Ja. Eine gute Frage. Ja, nächste. Frage. Bass oder Drums? Alter, Leute, nee, ich nehme eine andere. Das ist ja nicht mal. Ja, Max, hier, ich bin. Schon mal den Flug-CO2-Ausgleich benutzt. Also. Ja, habe ich. Es gibt ja mehrere, wie nennt man die? Dings-Programme. Environment-Schutzprogramme? Ja, so quasi moderne Ablassbriefe. So. Ja, genau. Da geht, also, ne, Leute, Fliegen ist ja richtig, richtig, richtig scheiß für die Umwelt. Gerade Inlandsflüge. Und ja. Leute, die das trotzdem machen oder machen müssen, zum Beispiel beruflich oder keine Ahnung, die, da gibt es mehrere Programme für, bei denen man mitmachen kann. So zum Beispiel, dass man bei einem Programm halt eine gewisse Summe spendet, damit Bäume gepflanzt werden oder so. Und das ist, also ich finde, wir machen das gut. Vor allem, ich hab keine Ahnung, warum wir dem Auto überhaupt hinterherfahren. Ich weiß es nicht. Müssen wir dem folgen? Der hat eine Kiste oben. Sammle Banditenfahrzeugteile ein, überwinde das Bloodshot-Tor, infiltriere Bloodshot-Stronghold, rette Roland. Ich habe keine Ahnung, aber... Ah, der Roland, hat die Kiste Roland, verloren. Roland. Können wir die jetzt nehmen? Die hängt an der Luft, seht ihr die? Hä? Das ist für... Nein, ich sehe gar nichts. Aber bei mir hängt hier die Kiste in der Luft. Fahr mal mit dem Auto näher ran, Alter. Bei dir auch, Kalle? Ja. Also, Christian, du hast das schon mal mitgemacht? Was meinst du? Warum? Nein. Warum? Oh, jetzt die Kiste weg, na klasse. Da war keine Kiste. Da war eine Kiste. Nee. So, ich will jetzt die Fahrzeuge haben. Wir sind also vollkommen falsch. Ich hab das schon mal gemacht, ja. Ich hab schon mal so einen Ablassbrief gekauft. Beziehungsweise... Mein Freund hat den gekauft. Ich habe gesagt, ich will das nicht. Aber ist ja eine gute Mechanik, weil ja, wenn wir da nicht alle bald was tun, sind wir ja halt RIP. Wir müssen halt gucken, so. Wir müssen halt, ist gucken, halt so. Wo man das macht, ne? Also da gibt es halt auch einige Seiten, gibt's da wo Scam? Das ist Scam? Ja, denke ich schon. Ah, das ist scheiße. So, ich habe auch so eine Webseite. Die Leute cashen da rein und ich nehme es mir einfach und kaufe mir davon ein paar Flüge. Splatterscam.de. Okay, Kalle, Frage aus deinem Chat. Was mögt ihr am meisten an Borderlands? Die Grenzen. Also ich finde das Waffensystem echt ganz cool, muss ich sagen. Ja, also es gibt ja so mega unique, krasse Waffen. So. So. Und das erinnert mich halt hart an meine alte Diablo-Zeit, weil du kannst halt immer so krassere Scheiße finden. Ja. Wobei, ich habe ja dieses Problem gehabt da, also zumindest in dem D&D-DLC. Also jetzt lasst uns mal Richtung Quest fahren. Ja, okay, ich laufe nochmal hinterher. Quest kommt nach. Ne, du kannst da rechts hier noch ein Auto holen. Mega weit. Also es gibt auf jeden Fall auch richtig abgespacede Waffen, so die mit dir reden und so. Und das ist halt arschwitzig. Oh, Scheiße. Kann ich nicht bei mir ein Auto spawnen lassen? Fucking Heli. Das ist geil, dass er so explodiert. Ey. Bumm. Ich hab noch eine sehr wichtige Frage in meinem Chat, Leute. Was ist Twitch Prime? Twitch Prime ist kostenlos. Ehrenlos. Twitch Prime ist quasi... Also so ermöglicht ihr Hartz IV Leuten, durch Twitch zu leben. Das ist Twitch Prime. Das ist ein hartes Statement, ne? Das ist denn jetzt so. Ja, ist so. Wenn ich nicht arbeiten gehen will, was soll denn das jetzt? Ja. Das ist Twitch Prime. Oh, warte, da ist ein Bauteil. Ja, ja. Ich steige aus. Nee, ich nehme das einfach so. Ach so, das geht. Ehre. Tschüss. Meinung zu Beefy, hä? Wer setzt sich hin und überlegt sich so seine Meinung zu Beefy? Irgendjemand hat doch letztens in Beefy gebadet. Das war doch letztens erst. Von Ach echt? Wer? Ja. Irgendwer hat doch keine Hobbys, Alter. Hat sich da schön Badewasser eingelassen? Oh, ja, und hier die Belle andere. Delfin, Alter? Ne, wie hieß die alte noch? Ja, sag ich doch. Belle Delfin, Alter. Jo. Willst du mein Badewasser kaufen, Alter? Ich hab auch reingekackt. Ja, schön bottig. Ich hab da auch ein bisschen reinge... Ne? Kackt. Ja, Ehre. Warum nicht? Warte mal, still. Ich mach die das weg. Da, also irgendwie, da denke ich mir so, jo. Ja, das verstehe ich einfach nicht mehr. Also ja. das geht bei mir halt nicht rein. Ich meine, ich verstehe ja, warum irgendwie ein Simon Desio in Kacke badet oder so. Aber
Ja, einfach für die Klicks. Aber warum Leute ihre Bottiche da kaufen? Das ist halt höchst interessant. Was sind die auf dem Rücken? Oh, der ist jetzt schon badass. Achso, der hat keinen Hut mehr, ne? Vielleicht frisst er gleich an den Leute. Ja, ja. Aber Spider-Man will ihn töten. Ja, ja, ja. Ich hab keine Lust darauf, ihn zu leveln. Okay. So, hab ich noch eine Frage? Ich habe eine Frage. Ja. Wo ist denn der Apostel? Der streamt TFT, weil er heute ranked rausgekommen ist. Und so, da geht er natürlich ham. Da geht er all in. Da geht er echt all in. Aber es macht doch Sinn für ihn. Deswegen lässt er sich heute entschuldigen. Ja, aber nächstes Mal, ne? War das Coin Master? Kennt ihr das? Nicht? Nee. Hey, doch, du hast dann locker schon die Werbung gesehen. Hat mich erzählt. Nee. Auf welcher Plattform? Vom Handy. Auf Handy. Der Plattform Handy. Ja. Ja, ist halt wirklich so. Hä? Instagram, ja. Okay. Ich glaube sogar, es gibt auch YouTube-Werbung, glaube ich. Boah, nö, hab ich noch nicht gesehen. Das ist so mit, wer war da dabei? Bibi war schon dabei, Pietro Lombardi, Simon Desiu. Ah, ich glaube, es klingelt. Das ist so eine richtig... Daniela Katzenberger. Yo, da hab ich irgendeine News gesehen auf web.de, als ich mich einloggen wollte. Meine Hast E-Mail. Du mein Dorf angegriffen? Ehre! So, und dann wandern die... Ist das so ein Browser-Game oder was? Nee, das ist einfach so wie... Ist das eine Flash Währung quasi für... Sowas. Ach so. Aber... In Kacke wahrscheinlich. Okay. Aber viele gute Bewertungen. Ich weiß nicht, woher die kommen. Ja. Wenn das Kacke ist, dann vielleicht gebottet. Wo haben die Kohle her, dass sie mit solchen Leuten Werbung machen? Ja, Handy-Games haben ultra viel Kohle. Nein, Alter. Also, ich bekomme auch viele Anfragen für Handy-Games. Und vieles lehne ich auch ab, weil vieles halt scheiße ist. Aber die haben Kohle ohne Ende. Das ist insane. Da ist ein Auto. Das machen wir weg. Prank Bros, genau, die waren auch dabei. Ja, das ist ja noch okay, mein Lebensziel. Irgendwann mal mehr Abonnenten als die Prank Bros zu haben. Echt? Ja, klar. Ja, klar. Ich hoffe auch, dass du das schaffst. Die haben so die, viel die Scheiße haben, die produziert. Haben was dabei. Die haben was dabei. Das waren nur die Prank Bros hier. So, noch ein. Coin Masters Pay to Win, okay. Aber was mich mega genervt hat, war die Werbung von Standard Skill. Oh, ich die hat mich massiv abgefuckt. Ach, hier von, weil, ja, von ja. Weil, gar nicht mal wegen dem Spiel, sondern die Art und Weise, wie er das macht. So, er liest ganz offensichtlich einen Zettel neben der Kamera ab. Also so faul ist er. Dass er halt nicht mal das irgendwie mal kurz auswendig lernt, was er da sagen will. Oder so on the fly machen kann. So schlecht ist der. Und so egal ist dem das. Hauptsache die Kohle ist da. Aber das finde ich so schlimm. Ja, aber muss auch die Firma, die dahinter steht, so ein bisschen kritisieren, dass sie das abnehmen, ne? Ja, ja, genau. Also auch voll. Denen ist es halt... Also, und das ist halt so die Mache von vielen Mobile-Titeln. Und jetzt kommt das, was ich schade finde. Es gibt ja wirklich einige richtig geile Mobile-Titel. Also ich zocke wirklich viele Mobile-Titel, die ich mir dann raussuche. Und der generelle Eindruck, gerade für Hardcore-Gamer, die so eher am PC zocken, da ist immer das Bild von Mobile-Games heutzutage immer noch richtig schlecht. Und das kommt halt oftmals durch diese Kack-Werbung und so, die halt von Kack-Titeln dann so hingeschissen werden. Ja, das ist tatsächlich, ich glaube, dass auch vielleicht ein Grund dafür sein kann, warum... Achso, labert die gerade mit uns? Ein paar Modifikationen noch, dann bist du startklar. Warum das so verpönt ist, weißt du? Ja, also ich glaube, viele Hardcore-Gamer, so, die haben ja auch Probleme was mit... Also es gibt ja auch Leute, die haben Probleme mit Konsolen, so, weißt du? So, ja, die halten uns auf, so in der Entwicklung. Und, boah, Konsolengamer, voll kacke. Und ich meme das auch manchmal. So, und dann gibt's aber noch eine Stufe härter. Die hassen halt alles, was mobile ist, weil für die ist das halt nur so Crap. Aber wer halt mal sich wirklich damit beschäftigt und schaut, was es gibt. Ich meine, niemand setzt sich zu Hause. Oder, kommt drauf an. Aber Handygames sind ja jetzt nicht für zu Hause. Klar, zu Hause gehe ich dann auch eher an den Rechner oder so. Aber für unterwegs, so auf dem Bus warten oder wenn du mit, keine Ahnung, beim Kacken, sag doch, wie es ist. Beim Kacken. So. Da ist es doch völlig in Ordnung, Games zocken auf dem Handy. Ich verstehe das Problem nicht. Ja, ich auch so immer abends im Bett. Ja, im abends im Bett, genau. Hast du diese so nebenbei so ein bisschen Idle-Klicker. Finde ich übel geil.
Ja, ist so ein ganzes Genre. Gibt's Idle Heroes, AFK Arena. Ja, das ist geil. So, zocke ich gerade Ultra 4 AFK Arena. Ich habe Idle Heroes, ich glaube, 3 Monate lang gezockt. Sucht. Richtig geiles Game. Du kannst reinkommen, Max. Wow! Die hat die Karre jetzt gebaut, ne? Ja. Die hat so ein Katapult. Fahr rüber! Nein! So. Clash Royale, Clash of Clans. Richtig gute Spiele. Da kann man einfach nichts gegen sagen. So, und jetzt machen wir die weg. So. Mal die Kamera aufstellen. Ein bisschen unbelohnt. Also klar, gerade die Indie-Games sind alle Pay-to-Win, aber muss man ja nicht mitmachen. Oder viele sind Pay-to-Win. So, da kommst du irgendwie nicht drum rum. Und irgendwie ist das auch gefühlt okay für Handy-Games. So irgendwie die Gaming-Community, die so Handy-Games spielen, für die ist irgendwie gefühlt Pay-to-Win okay, oder? Also, ich bekomme nie mit, dass es da irgendwie mal einen Shitstorm gibt oder so. So, da kräht dann auf einmal keiner an. Aber wenn irgendwer auf den heiligen PC-Games da kacke, ist unsere Karre jetzt gerade Schrott gegangen? Jo. Die Frage ist, kriegen wir eine neue? Ja, wir kriegen eine neue. Okay. Ich glaube, was aber noch schlimmer ist, als. Also, ich glaube, was die Leute dann immer richtig triggert, ist, wenn dann einer wie uns. Aua, ich bin dafür down. Werbung macht für solche Dinge. Ja, weil die das dann nicht akzeptieren wollen, ne? Weil sie so ein Gegen. Das ist aber auch so ein bisschen typisch Lass deutsch, finde ich. Ich muss das alles spüren. Dass man so halt auch nicht. Also. So dann auch nicht Neues will. So was, ne? So. Ja. Dieses Mobile Gaming, nee, Alter. Bleib weg, crap. Oder ja, selbst bei Fortnite, wo das rauskam. Bis heute. Also hier, ich bin ja gerade viel am Strong Kingdoms zocken. Und da bin ich auch abends in meinem TS mit den Leuten aus meinem Haus. Und er sie erzählt jetzt gerade Scheiße. Guter Maria, Maria. Schon nochmal ein Auto, ne? So, und irgendwie kam das Thema Fortnite auf. Ich glaube, wegen meinem New York-Gewinnspiel für den Creative World Cup. Und da sitzen halt wirklich Leute, die hassen Fortnite abgrundtief und müssen das unbedingt sagen. Und das verstehe ich nicht. Nee, einfach so. So, und richtig hassen. Also du merkst richtig, die hassen das richtig. Und das verstehe ich nicht. Weil, nur weil ich ein Spiel nicht spiele oder nicht mag oder so, muss ich doch nicht vehement darauf pochen, wie schlimm ich das finde. Vor allem, sie haben ja keine Grundlage. Sie sagen einfach nur, das ist ein Dreckspiel. So, ja. Das ist halt irgendwie gut. Wäre das jetzt irgendwie Pay to Win? Oder wäre das irgendwie, keine Ahnung, wäre der Publisher unmoralisch oder keine Ahnung. Aber es ist ja einfach nur, nee, dieses dumme Kinderspiel. Und das verstehe ich nicht. Warum? Was verleitet einen dazu? So, ist doch geil, dass es viele Games gibt. Und klar muss ich nicht alle mögen, aber dann ist für jeden auch was dabei und so. Ich verstehe das. Verstehe die Herangehensweise nicht, warum man einzelne Spiele einfach nur aus Geschmack. Also ja, Geschmack ist halt unterschiedlich. Aber warum Hass? Ich meine, ich hasse doch auch. Komplett niedermachen. Zum Beispiel, ich mag keine Pilze, okay? Aber ich hasse doch nicht Leute, die Pilze essen. Oder jedes Mal, wenn ich jemanden sehe, der Pilz isst, dann flame ich doch nicht darüber, wie kacke Pilze sind und rede da irgendwie eine halbe Stunde drüber, so. Ich reihe das nicht. Scheiß Pilze! So. Und Schuh. Und Alter, der hat gesessen. Was macht der denn? Ja, ich habe den ein bisschen angefeuert. So. Okay. Ja, magst du da mal kurz stehen, bitte? Ja. Shit! Nein, bleib stehen! Ja. Müssen die Elite-Ornamente aufheben, Leute. So. Ja, die verlieren die wieder, oder? Ja. Komm her, Long Range. Ach so. Alter, Treffer! Ja. Hörst du mal auf, mich abzuholen? Wieder. Entschuldigung. Hier immer so. Ja, Splatterman feuert irgendwie uns immer ab. Ach, du schießt die Fässer, ne? Ja. Ach so. Ehre. In der Regel. Ja, ich hab das Gefühl... Ich habe das Gefühl, der Grund für diesen Hass ist Angst, dass Leute, die das Spiel spielen, was man selber spielt, das Spiel verlassen für das, was gehypt ist. Versteht ihr? Alle haben PUBG gespielt, Fortnite kommt raus, Fortnite ist im Hype, Fortnite wird viel gespielt und gefühlt so diese diehard PUBG-Leute hassen Fortnite, weil sie denken, ja, das ist also so unterbewusst, ja, das nimmt mir jetzt hier die Leute weg. Das ist so für mich ein bisschen die Erklärung. Max hat mich aber getötet. Danke, Max. Also das ist so eine Theorie, die ich habe, aber ich könnte es jetzt auch nicht belegen. Ne? Magst du mal irgendwie Safe-Schüsse landen?
Da magst du mal nicht fahren wie ein Behinderter? Wow! So. Ja, jetzt sind wir gleich tot, wenn ich stillhalte. Ich muss halt in Bewegung bleiben. Ja, aber dann fahr doch mal weg hier! Du hast deinen Job, ich hab meinen! Du ja, musst ihn doch mal richtig treffen! Ich muss fahren und uns am Leben! Du musst nur das Ornament einsammeln. Deine Mutti muss ich einsammeln. Da links. Na ja. Oh, weißt du, Mann. Gut gemacht. Ja, was hast du? Achso, Okay, los, jetzt bringen wir sie an. Ja, was ist los? Was ist los? Falle? Was machst du da? Achso, keine Ahnung. Ich muss das einsammeln, aber dann. Also, echt? Ich hüpf doch nicht weg, Alter. Oh! Alter. Okay. Scheiße, ich hab uns verkeilt. Ja, ich kann nicht aussteigen, das ist das Problem. Halt mal kurz deinen Maul. Gerade ganz schwierig. Ehre? Ey, die Lenkung ist halt. Au. Max, fahr! Wir haben kein Leben! Den mach ich weg. So. Kalle, warum bist du Kalle. Wieder. Kannst du ja, Kalle, steig hier rein! Bitte. Das sind Leute im Haus, ey! Die wohnen da! Ja, lass die mal in Ruhe, ey. Die haben ja ihren Wohnwagen, Alter. Jeder soll spielen, was er will. Das ist mal eine Aussage. Ja, und hier jetzt schreibt einer, ich verstehe halt nicht, warum es im Hype ist. Ist doch scheißegal, Alter. Und ich verstehe nicht, warum ich verstehe nicht, warum Leute Badewasser kaufen. So. So. Von Belle Delphine, Alter. Ist doch egal. Ich habe doch Besseres zu tun, als mir darüber den Kopf zu zerbrechen, Alter. Ich will aussteigen. Ich darf nicht aussteigen. Kann mich irgendwer töten, bitte. So, müssen wir hier reinfahren oder müssen wir hier... Achso, wir müssen die jetzt hier anbringen. Ach, von ihr die Ornamente, okay. Das ist einfach nur sie. Ja, warte, ich mach das Auto eben kaputt. Ist ja kein Problem. Ist ja gar kein Problem. Oh, ne, geht nicht. So, jetzt haben wir ein bisschen hier geschnackt. Alter, nächste Frage. Nächste Frage. Habt ihr auch, was? Ich finde, ganz abschließend, ich finde, es hat was mit Toleranz zu tun. Weil, auch wenn man etwas nicht mag, kann man es so tolerieren. So. So. Und gerade wenn es auf geschmacklicher Basis ist, ja. Dann kann man doch Sachen tolerieren. So. Das war das Wort zum Mittwoch, Alter. Oh, ich kann aussteigen, danke. Nächste Frage. Puh. Achso, ich muss hier mit der reden. Gibt es eigentlich für euch auch Boni seitens 2K wie für Gronkh? Was ist los? Da habt ihr einer. Was für Bonis? Sie hat gerade. Seitens 2K. Boni? Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich so in-game, so, wir sind krass, so irgendwelche. Was für Boni? Oh. Weiß ich doch nicht! Ja, frag ihn doch mal. Was für Boni meinst du? Ja, schäf mal doch ordentlich. Grüne Boni. Boni. Kidney Boni. Überwinde. Wow, was wollte ich auch gerade sagen? Mehr Ehre, Alter. Wir haben schon echt die gleichen Ideen, beide dumm. Die sieht aus wie meine fette Chemielehrerin, Alter. Bruder, Alter. Machen wir mal einen Punkt, Alter. Splatterman. Magst du mal aufsteigen? Oder willst du da noch Gurken pflücken? Ich hab mein eigenes Auto gemacht. Ehre. So, hat er jetzt mal definiert, was für Boni? Alter, feuer da mal schön einen rein, wie die Cheeseburger in die Backline, Alter. Nee, er sagt nichts mehr zu dem Boni. Ja, dann hat er Pech gehabt. Dann hat er Pech gehabt. Also, ich wüsste nichts vom Boni, wir kriegen halt Money. Ja, das ist unser Boni. So, deswegen Bonus. Steht auch Werbung rum. Ich verstehe gar nicht, ne? Finde ich, ist ein ganz guter Boni. Was ist dein Lieblingsbier? Das habe ich jetzt in letzter Zeit öfter erklärt. Bonus. Was ist dein Lieblings... was? Ein Lieblingsbier. Oder jeder sein Lieblingsbier. Mein Vater hat heute geschrieben, dass sein Lieblingsbier Ötti ist. Hat er mir über WhatsApp geschrieben, ja. Weil ich habe dieses Instagram-Bild gemacht mit dem Ötti. Und da hat er geschrieben, ja, ist auch mein Lieblingsbier. Weil irgendwie meine Schwester meint, das ist original mein Vater. Also ich sehe halt aus wie mein Vater da. Was Sinn macht irgendwo, ne? Kann man auch eigentlich übertragen, das Thema von eben, auf Bier. Jo! Ne? Da heulen die Leute ja auch immer. Deswegen meine ich, dass es so deutsch ist, dieses Phänomen. Weißt du? Ja. Aber auch dieses Epic Games Store-Thema. Rall ich null. Also, okay, da gibt es ja wenigstens so ein paar argumentative... eine Basis, so. Aber auch gefühlt ist das halt sehr unverhältnismäßig. Aber da würde ich jetzt ein Fass aufmachen. Holy shit. Aber ich hab, ja. Gehen wir jetzt zu Fuß rein, ja? Ne, wollen wir da nicht reinfeuern? Komm, wir haben doch hier diese Fässer, die bomben doch richtig. So. So, jetzt stelle ich erstmal meinen Turm dahin. Das schmeckt. So.
Gibt wohl angeblich eine Pokémon-Mod für Ark. Jo, das hat vorhin auch hier einer in meinem Chat geschrieben. Ich feuer da jetzt richtig den einen rein. Scheiße. 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 Hier mag es egal, wenn man besoffen ist. Ja, es gibt ja auch Leute, die beschweren sich über Freibier, und wenn es da eine Marke hat. Na gut. Ja, also das geht auch wieder zu weit. Hey, weggesneakt, die Waffe? Hey. Eine graue, hab ich hier weggeschnitten. Batmore? Okay, jetzt bin ich... Okay, Bossfight. Alter, das ist Batmore. Episch. Alter, der hat schon wieder so einen Ofen in der Hand, ey. Das ist Batmore, oder? I, Alter, was hat denn der vor dem Ofen? Hacksülze? Ja, da sind Leute dran. Echt? Jo. And his merry midgets. Eine kleine Mädchen, Alter. Ich muss sagen, durch die deutsche Synchro kommen, glaube ich, die Jokes nicht so krass rüber. Aber generell auf Englisch sind die, glaube ich, geil. So, erstmal schicke ich dem ein paar Granaten in den Arsch. Oh, ich habe mich leider selbst gekillt. Er geht wieder los. Okay, Post. Au, au, au. Ich bin auch... Ich mach mal meine Ult an, Alter. Ja, der kassiert. Problem, ja? Ich hau mich nicht selber. Wisst ihr, wie gut sich das anfühlt? Du bist gleich schon wieder tot. Nein, der ist tot. So. Weg. Was ist los? Leider liegen lassen, wie so ein Ehrenmann. Neue Schlüssel einführen. Leute, es geht weiter. Alter, hier sagt einer, dass du zu genug Zuschauer hast, Max. Ja? Wie findest du das? Man kann doch nie genug Zuschauer haben, oder? So. Genug für was? So, Bloodshot Stronghold. Gehen wir rein, Alter. Da sehe ich uns. Sollen wir infiltrieren, ne? Heimlich. Rein in die... Und Roland mal wieder retten, ey. Schon wieder? Stronghold? Ja, das war ein Bossfight. Nur meine Ulti ist halt viel zu stark für gegen Single Targets, Alter. Ja. Das ist halt echt geil. Du schaffst das ganz bestimmt. Aber wenn Roland etwas zustößt, dann töte ich dich. Was die immer mit ihrem Roland haben. Das ist so. Roland, Roland, Roland. Ja. Bist du wegen dem Bissen? Cool, danke. So, wo ist mein Money? Ich glaub, die würde ich gerne mal live sehen, muss ich sagen. Hast du mal live gesehen? Nee, die würde ich gerne. Die habe ich noch nicht live gesehen. Ja, die würde ich auch gerne mal live sehen. Die würde ich auch mitkommen. Ja? Ja. Meine Muckis ab, Muckis! Oh, hier explodiert was. Ober. Moin. Derp! Ich glaube, mit dem Boni meinte er das Borderlands VIP-Programm. Oh. Ja, das gibt's ja. Unter Ausrufezeichen. Borderlands. Ach so. Ja, gut, aber. Ich glaube, den Link haben sie bei mir jetzt auch angehauen. Warum kein TFT-Range? Weil jetzt alle zocken und weil wir jetzt das hier spielen. Okay, warte kurz. Ich mache nochmal hier eben so Dingens rein. Dann kriegt nämlich das gesamte Team plus 15% Feuerradar. Ehrenbruder, Basis. Was war denn das? Oh, ich meine. Hier ist ein Safe, Bruder. Ah, dafür muss ich ein höheres Level haben. Sie haben versucht, Roland zu erledigen, seit er sie aus St. Jerry vertrieben hat. Ja, sehr sicher. Looten, oder? Oh, hier ist ein Tresor. Ja, gegen Scheiße. Echt? Oh, das ist ein Dicker. Oh, das, hey, das ist wieder Batmore. Leute. Noch der ist ja gerade lang gecreept. Ich hab keine Zeit mehr! Oh, hier knallt. Der hat dann noch einen Bruder. Ich hab mich wieder. Tot? Ich hab mich wieder selber umgebracht. Ah, Ehre. Werd mir nicht ohnmächtig! Kein Wegen, Kalle, ich hol dich. Ehre. Geschütz aufgestellt! Keine Panik. Ehre. Oh nein, jetzt kommen die Leute raus! Hier ist ein Bruiser! Wo kommt Bruiser? Oh. Alter! Yeah! Aufpassen! Was macht der denn? Wow! Ja, 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 hab ich auch gesagt. Okay, das ist krass. Oh, oh. Ihr sterbt. Das ist aber gar nicht gut. Ich brauch's zum Finnischen. Oder zum Schwedischen. Oder Norwegischen.
Ehre. Alter. Ehre. Hallo. Hey, hinter uns auch. Ich hol mich noch. Latamani, ich hol mich nicht. Nein! Hä, hey, irgendwie ist der Sound auf einmal. Was? Ich will nicht alles. Ich will einen haben zum Hochkommen. Hehe, nö. Warum ist jetzt hier so laut, Arme? Oh Gott, was war das denn? Oh Gott, da kommt Dicker. Oh, ein Nomadenfolterer. Wer der Psycho? Warum ist jetzt so laut, Alter? Was? Man muss viel mehr drauf achten, dass du nicht stirbst mittlerweile. Hier werden Raketen ge- Alter, hier ist doch einer hinter mir. Weiße Fleisch! Warum ist jetzt alles so laut, Alter? Ah, ich muss hier raus. So, erstmal ein bisschen schnell. Okay, geht's gut ab. Aber ich muss sagen, mit dem Charakter macht mir mehr Spaß als eben. Einfach nur, weil ich mich nicht selber schlage. Ja, das war's auch schon. Ach, ihr fahrt ja irgendwie unten, ne? Alter, ist das schon... Oh ne, ich hab mich selbst getötet mit dem Raketenwerfer. Ja, jetzt haben wir ein Problem, ich muss erstmal den Psycho hier wegmachen. Alles gut. Psycho? Hab ihn. Mit TZ? Oder... Psycho! So, nächste Frage, Leute. Ja, Cordula Grün. Oh, was Cordula ist eure Meinung zu Minecraft Earth? Kenne ich nicht. Kenne ich auch nicht. Empire Earth. Also Minecraft hat mich halt 2009 gejuckt. Sag ich, echt? Wie ich ist. Ne? Ja. Und so alt? Ja. Und 2008. Ich hab's in der Alpha gespielt, das weiß ich noch. Da hab ich's richtig gegrindet. Bin Holz gefahren und Kohle und... Ja, ich hab's auf einer LAN bekommen, über eine Festplatte von einem Dude. Und hab's einfach ab dann nur noch gespielt. Das war richtig. Ich hab Minecraft nie gejuckt, ehrlich gesagt. Echt, ja. Christo ist einer von diesen coolen Anti-Minecraft-Spielern. Nee, Christo ist einer, der halt nie was Gutes gespielt hat. Immer nur LOL. Also, der hat auch nie in seinem Leben... Also, WoW findet er auch nicht gut und... Gothic 2 habe ich gespielt? Ja, ein Game. Ja, halt früher, vor LOL hast du andere Call Sachen Call of Duty habe ich gespielt? Ja, vor LOL. Ja. So. Und dann brauchte ich ja nichts anderes mehr. Ja, ist so sad, Alter. Kannst du mich hochholen? Ja, nee, das Ding ist halt, wenn es keine guten Spiele gibt, warum soll ich das dann spielen, weißt du? So, und dann kommt so eine Aussage. So, spielt 10 Jahre LOL und sagt, ja, es kann halt keine guten Spiele. Ja. Also ich mag ja selber LOL und hab's ja selber ultra viel gespielt. Aber ich glaube, man darf sich da dann nicht so einbunkern lassen. Nein, das Ding ist ja, ich bin sehr schwer zu begeistern vom Spielen. Ja, okay. Das ist zum Beispiel etwas, das ich verstehen und akzeptieren kann. Also was so meine Kollegen immer so von sich geben, ist immer so dieses Argument, ja, wenn ich jetzt weniger LOL spiele, dann werde ich ja schlechter da. Ja, also, ja, das ist halt, glaube ich, echt auch ein Trugschluss so bei der ganzen Geschichte. Weil die forcen sich dann so hart rein, dass sie gar nicht merken, wie krampfhaft das ist. Das habe ich selber beim Rank gemerkt, deswegen habe ich ja irgendwann einfach gesagt, okay, hör auf. Ich finde das zu krass. Also, hier ist gerade gutes Geballer. Ja. Ich meine, gegen so ein Normal Game habe ich aber überhaupt nichts, Alter. So chillig. Oder so ein schönes Arm oder so. Macht mich Laune. Ja. Aber so jetzt Solo Queue grinden, boah. Vor allem, das ist ja auch nicht. Vor allem, dann sehe ich ja auch, das ist ja auch nicht besser geworden, seit ich aufgehört habe, ne? Das ist ja schlimmer geworden. Das ist halt schwierig. Der kommt so raus. Ey, du bist ja ein Gegner. Yeah! Ich bin so Waschmaschine. Kingdom Come fand ich auch super. Es war das erste Spiel seit langem, was ich offline spielen konnte. Ich habe richtig Probleme, heutzutage noch Singleplayer-Spiele zu spielen. Krieg ich gar nicht hin. Ich habe gar keine Geduld dafür. Richtig heftig. Könnt ihr das? So, jetzt irgendwie mal einfach so ein... Weiß also nicht. Ich will immer die ganze Zeit... Ja, also ich fange auch manchmal an so, aber ich krieg's einfach nicht hin. Werde dann ungeduldig, bin gelangweilt. Ja, also das Langweile-Problem habe ich dann auch. Aber zum Beispiel, wenn sowas wie GTA 6 dann irgendwann mal kommt, dann werde ich das auf jeden Fall hochballern. Also das weiß ich, weil ich jedes Spiel dieser Reihe...
Ja, ja, es gibt ein paar Ausnahmen, aber hoppala. So dumm. Ich hau mit der Faust drauf. Shit. Also ich war der seit 2017 auf ein Spiel von der E3. Welches? The Last Night. Darauf beruhend habe ich ja auch meinen Bachelor gemacht. Das ist dieses Pixel-Art-Game gewesen. Mit solchen Spielen kann ich auch so gar nicht anfangen. Also ich war da ja seit 10 Jahren auf Mount & Blade Bannerlords. So. Und ich habe ja schon 2016 oder 15, glaube ich, gesagt, wenn das rauskommt, mache ich meinen nächsten 24-Stunden-Stream. Und deswegen gibt es auch keine 24-Stunden-Streams mehr von mir. Ich habe nur den einen Ende 2014. Und danach habe ich gesagt, geil, wenn mein Mount & Blade... Weil das sollte dann rauskommen. Aber jetzt irgendwie 3-4 Jahre später ist immer noch nicht draußen und ist einfach ein Meme in der Community. Die posten bis heute tagtäglich irgendwelche Blogbeiträge von den Entwicklern, wie der Stand ist und voll interessant. Heute geht es um PvP-Schlachten und alle spammen nur drunter, wann kommt die Scheiße raus, Alter. Das ist halt so schlimm. Irgendwann machst du dir doch auch den Hype da kaputt, oder nicht? Es ist komplett kaputt. Es ist komplett, also ja. So, das ist einfach so wie Half-Life inzwischen. Ja, ganz so krass nicht, aber... Half-Life ist ja auch... Ja, aber genau so hat es ja auch angefangen. Half-Life 3 wäre so schön mal gewesen. Ja, aber es... Aber bald kommt ja Borderlands 3 raus. Und dann kommen wir auch in Borderlands 3. Oh, shit. Wurde weggesniped. Ich krieg dich, Max. Oh, diese Granaten sind so scheiße. So. Können wir noch kurz ein bisschen, dann schmeiß ich meinen Turret. Also ich spiele jetzt Sniper, Psycho. So, der macht seinen Job. Die Klasse, die sieht echt geil aus mit dem Tower, muss ich sagen. Die habe ich, glaube ich, auch in Borderlands 1 gespielt. Die gibt's ja, ne? Mit dem Tower. Ja. Der Commando Boy, der ist schon echt nice. Ich hasse diese Granaten, die so hoch fliegen. Weil die sind so schwer zu lenken, wo die hin sollen. Haben wir. Oh. Alter, ist eine gute Waffe gedroppt. Eine Waffe gefunden, ja. Aber leider ab Level 15. Bin ich noch nicht. Ja, ich auch noch nicht. Aber ich nehme sie mit. Ehre. Nein! Doch. Nein. doch, ich nehme die mit. In diesen Stuhl reingefallen. Ich dachte, ich sterbe jetzt. Das hier ist halt, die ist halt richtig scheiße. Muss man da rein oder was? Ja, ja. Not sure if you are kidding. Ja, komm. Los. Also, ich bin mir da sehr unsicher, Kalle. Hey. Hey, die schießen ja schon wieder. Ja. Erstmal Deckung und dann brauche ich den Körper. Ehre. Oder habe ich die Waffen? Hä, ich habe viel bessere Waffen dabei irgendwie. Also ich habe hier einen Sniper, das... Ach ja. Warte mal. Ich muss auch zugeben, ich habe lange meine Waffen nicht gewechselt. Ja. Aber irgendwie so zwei Sniper, was irgendwie ein bisschen scheiße ist. Also ich habe vier... Ach so, ab Level... Aber ich muss sagen, 15. Das, also das sind alle ab Level 15. Auf dem Account ist es um einiges mehr challenging. Findest du? Ja, gerade eben. Also eben für mich. Bin ich einfach nur rumgejumpt und hab gefeilt. Da war ja Schrudel. So, und bin dann mal ein bisschen zurück und sowas. Hab mich übel schnell regeneriert, aber hier musst du halt richtig auf dein Leben achten. Bei mir ist genau andersrum, weil ich bei dem anderen mich halt die ganze Zeit selbst gekillt hab. Da muss ich lang tun, ne? Ja, ich bin leider in Strudel. Ihr kämpft doch gerade ohne mich. Alle meine. Ich krieg dich. So, nächste Frage. Nächste Frage? Ich guck mal. Seid ihr hyped auf Borderlands 3? Also, ja! Ausrufezeichen Borderlands 3, Alter. Aber ich bin wirklich gespannt, wie anders es sich anfühlen wird. Ja, also das Ding ist, Borderlands, ich meine, ist halt... Shit. Ist halt eine Marke, die halt legendär ist, ne? Aber ist halt echt lange her. Und das macht's halt dann auch spannend zu sehen, wie halt die Neuinterpretation dann aussehen wird. Oh. Boah, schieß zurück. Alter, kann er mal nicht wegrennen? Geil. Kali! Ja!
Kalle? Ja, hier liest doch noch einer, den ich töten muss. Kalle? Kalle? Ja, sorry, aber... Aui, 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 aui. Ich hab Handy gefunden. Gut. Oh, ich hab noch 15. Ja, den müssen wir retten, Max. Was ist jetzt noch nicht? Ja, alles gut. Das sind ja noch mehr. Ja, das Ding ist, ich kann dich da unmöglich retten. Die feuern dir so einen rein. Ja, warte, ich komm runter. Meinst du? Jetzt feuern die schon auf mich. Komm, Max. Nee, keine Chance. Die feuern hier Granatenwerfer rein. Boah, jetzt bin ich auch down. Der eine hat einen richtig fetten Granatenwerfer, Alter. Der dicke dahin. Aua! Ja. Aui! Da muss man echt gut mit Deckung arbeiten, glaube ich, um den zu machen. Okay. Versuch den mal ein bisschen. Ich glaube, mit meiner Ulti muss ich daran. Kannst du mich? Nee. Ich kann es versuchen. Nevermind, ich bin einmal kurz aus der Deckung raus, war direkt down. Ja. Scheiße, Bruder. Bock auf. Was? Cyberpunk? Übel lang. Ich stell mich in die Deckung. Vielleicht kann mich irgendwer von euch holen. Ich habe halt E3 gar nicht mitbekommen. Ich. Ja, ich habe. Mich jucken auch voll oft tatsächlich so Teaser und Trailer gar nicht. Ja. Warum? Ich lasse mich. Also. Ich. Auch so bei Filmen. Habe ich mir das abgewöhnt. Weil es einfach so spoilerlastig geworden ist. Der feuert jetzt mir einen rein. Nee, okay. Hab ihn. Doom habe ich nicht vorzuzocken. Ich habe noch nie Doom gespielt. Unter der Erde kannst du. Also ich muss auch sagen, wenn ich ein Spiel cool finde, ist es meistens ein Multiplayer-Spiel. Ja. Ja, das meine ich auch. So irgendwie offline, Singleplayer ist echt schwer geworden bei mir. Weiß ich nicht warum. So, ich hab irgendwie nicht mehr die Konzentration. Also vieles finde ich aber einfach nicht mehr so unterhalten wie früher. So, ich habe zum Beispiel, als ich, ich weiß noch sehr genau, Anfang letzten Jahres hatte ich Grippe. Und ich war richtig down. Und ich wusste so überhaupt nicht, was ich zocken soll. Warst du down mit der Sickness? Richtig. Und dann war Fallout 4 im Angebot bei Steam. Ich habe das halt nie gespielt, aber immer die Elder Scrolls Teile fand ich halt super. Und ich habe immer gehört, wie krass Fallout 4 ist und so. Da habe ich das angefangen und ich fand es einfach nur arschlangweilig. Also ich habe es echt nicht geschafft. Und da dachte ich mir so, irgendwas ist mit mir kaputt. Aber ja. Das Gefühl kenne ich tatsächlich. Also auch tatsächlich Fallout 4 habe ich mir geholt. Und habe das, glaube ich, eine Stunde, anderthalb gespielt. Und habe dann gemerkt so, irgendwie... Aber ich glaube, es hat... Ja, aber ich glaube, es hat gar nicht mal so viel... was mit Fallout 4 zu tun, sondern ich habe mir das irgendwie abgewöhnt. Solche, oder vielleicht doch. Das Ding ist, ich grind halt ultra gern, so deswegen liebe ich Path of Exile zum Beispiel. Aber man kann die Kinder auf dem Schild abballern, ne? Die Zwerge. Ja, kann man. Und der hat da ein Loch drin. Ja, genau. Alter, hier ballert die ganze Bude. Oh, jetzt gehe ich mal nach vorne. Hallo? Alles leer. So, dann hol ich mir mal eine andere Waffe hier ins Inventar. Komm her. Geil, Level up. Jetzt kann ich die krassen Waffen nehmen. Oh, stimmt, ich auch. Oh, true. Level up, level up. Dann kann ich jetzt auch die Feuerrate vom Team erhöhen. Das mache ich jetzt mal. Ja, ich glaube, ein Problem ist irgendwie, dass... bei den ganzen Singleplayer, gerade Roleplay-Games, halt dieses Open World immer extremer geworden ist und irgendwie darunter alles andere gelitten hat. Hat aber einer gerade im Chat geschrieben. Aber muss auch nicht sein, ist nur so ein Gefühl. Zum Beispiel, das letzte, glaube ich, was ich richtig hart gesuchtet habe, das letzte Singleplayer-Roleplay-Game war halt so Skyrim. Das habe ich richtig gesuchtet. Ich weiß gar nicht mehr, was bei mir das letzte war. Oh Gott, also... Alter, das letzte Singleplayer? Prince of Persia 3D bei Christo. Nee, ich glaube, das letzte Singleplayer-Spiel, ich habe ja Gothic 2 erst super spät zu Ende gespielt, ne? Das war, glaube ich, das letzte, was ich gemacht habe. So, das ist halt krass. War mega, aber mega spät halt. Angefasst hab. Oh, hier sind Waffen drin. Was hast du?
Keine Games habe ich nie angefangen. Aber wer macht das hübscheste Gothic oder Skyrim oder generell so. Ja, aber dann bist du vielleicht einfach auch nicht der Typ für Singleplayer-Games. Ich habe das halt früher richtig hart geliebt. Aber das war auch so eher so die Zeit, bevor ich richtig Internet hatte. Und gut, dann kam WoW, dann LOL. Ich würde es jetzt gar nicht mal auf die Singleplayer-Games schieben. Ich würde einfach sagen, so, wie es halt ganz oft bei mir so ist, dieses Mittelalter-Ding ist halt auch so meins. Das liebe ich halt. Also, ich habe halt zum Beispiel, wie hieß das noch? Mordhau? Dieses Spiel, wie Spider-Man, nur in geil. Ah, du meinst, das hat Max auch gespielt. Oh. So Spider-Man? So, überall ist so Seuche und alles ist infiziert. Wie heißt denn das? Ja, wo du dann so Dingsarme haben kannst, ne? So verschiedene Fähigkeiten. Prototype, genau. Prototype 2 zum Beispiel habe ich mega gerne gezockt damit. Ich fand es mega geil, dass du da so diese Holzstufen hoch konntest und so. Ja. Und dann diese ganze Scheiße machen konntest da mit diesem ganzen Zeug und hast krasse Fähigkeiten. Das finde ich mega geil. Ich mach mal das Game ein bisschen leiser. Und wie ist das Gefühl seit? Und es ist auch richtig laut. Ich ist irgendwie lauter geworden. Dann ist das Spiel auf einen Lautsprecher. Ja, bei mir jetzt auch. Bei mir waren teilweise Sachen auf zwei. Ah, das ist zu viel. Ah, er wirft eine Axt. Oder es gab mal so ein Spiel, das hieß Mercenaries. Oder sowas, also Söldner auf Englisch, kannst du ihn aussprechen. Das war auch richtig geil. Du konntest mit so einem Panzer so richtig die Sachen kaputt fahren und alles zerstören und so. Oder Red Faction, das war auch richtig geil. Das war schon auch nicht geil. Alter, der hält richtig aus, der Bruder. Ich hätte vielleicht gar nicht leveln sollen neben dem. Lol. Boah. Der hat mich geslappt. Wollt ihr den finishen? Ja. Max kriegt ihn wahrscheinlich, oder? Ehre. Okay, sehr gut. Ich bin gleich down. Okay, danke. Hinter dir ist fast niemand. Lol, die Schrotflinte, die fliegen die Schüsse ultra langsam. Wie so kleine Raketen. Das ist ja geil. Das ist ja ultra geil. Ist denn das halt das Geile an Borderlands? Was ist das für eine Schrot? Die ist ja verrückt. So, die kriegen jetzt eins. Warte, das snipen wir jetzt zurück. Jetzt ärgerst du dich da hinten, ne? In deinem Loch. Ja, ja. In deinem Loch im Kopf. Scheiße. Durch. Das muss ich nochmal resetten, die Scheiße. Na komm hoch. Alter, jetzt bist du genau vor mir, du kleiner Peter. Zack. Meine Muckis haben Muckis! Immer wieder. So, hier oben geht krasser Loot, geil. Leckt ein bisschen. Ja, bei mir leckt es wirklich ein bisschen. Ich weiß nicht warum. Das hatte ich halt vorhin auch. Nee, also bei mir leckt es nicht, sondern nur im Stream leckt es. Ah, okay, ja. Dann ist dein Prozessor ein bisschen. Wahrscheinlich, ja. Belastung. Der ist wahrscheinlich überfordert. Hier ist wieder so ein Tresor verschlossen. Ah, die Schrot feiere ich ja richtig hart. Warte mal, da war Heilung. So, ich muss noch mal skillen. Ich kann seit 10 Jahren skillen. Das habe ich eben gerade kurz im Fight gemacht, aber. Eigentlich wollte ich ja umskillen. So, nächste Frage aus dem Chat, Leute. Eine Ehrenfrage. Findest dich noch ein Müh lauter? Ehre. Jetzt müsste ich ein Müh lauter sein. Oh, liegt noch ein Euro. Der hat auch die Schrot. Der hat jetzt gar nichts mehr. Jo. Ich weiß auch nicht, warum man in einem Propantank Geld versteckt, muss ich sagen. Ja, warum nicht? Doch ganz legit. Kingdom Hearts habe ich tatsächlich nie gezockt. Fragt da einer, fand wie war das finden. Teile ziemlich cool. Jetzt kam noch ein neuer raus. Wie fandest du, hast du den gespielt? Oder? Den habe ich noch nicht gespielt. Der soll auch gut sein. Der kam auch nur für die PlayStation, oder? Echt? Ha.
gefällt mir. Alter, die Sniper hier, die rockt richtig. Mir scheißegal, was du sagst, Markus. Ich muss weiter ballern. Ja. Ich bräuchte mal Sniper-Money. Hier vielleicht? Nee. Oh, Doppelklang. Oh, shit. Alter, ich hab hier so einen Säurespucker. Alter. Der war aber richtig auf Suizid aus. Na, die haben Bock. Hier, kennt ihr Dead Island? Das fand ich auch geil. Ist das nicht dieses krasse Geschnetzel-Spiel, wo du... Ja, ja. Ah, hier ist nämlich richtig lame. Muss echt? Ich sagen. Du hast doch... Ja. Ja, weil da konntest du richtig geil deine Klasse und deine Waffen und so machen. Das ist mir ein bisschen, glaube ich, zu viel. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, so in der Gruppe macht sowas immer Bock. Freut mich, dich endlich kennenzulernen. Klasse, wie du mich durch die Bloodshots gekämpft hast. Dauert nur eine Sekunde. Alter! Ich, Herr Henning. Er reißt ihm so ein Bein aus. LOL! Oh, LOL! Vor allem zerfällt so wie Plastik. Roland! Roland! Okay. Dying Light war auch geil, yo. Du hast doch auch dieses World War Z oder sowas. Da gibt's doch auch ein Spiel von jetzt, oder? Ja. Das ist eine neue Dings. Oh shit. Kann man hier hinten rausgehen? Das war aber. Fand ich nicht so gut. Das war halt sehr repetitiv und halt krass. Nicht nachgemacht, aber das Level-Design war schon sehr ähnlich stellenweise zu Left 4 Dead. Okay, Left 4 Dead 2. Das war. Also das erste Level ist 1 zu 1 Left 4 Dead Level. Das hat mich sehr irritiert. Left 4 Dead war auch ein Spiel, was ich richtig gefeiert habe. Hat richtig Spaß gemacht. Ja. Auch zum Beispiel gar nicht. Deswegen fand ich auch Dead Island so gut, unter anderem. Gegen die explosiv. Konntest du halt den Multiplayer-Modus spielen, weißt du? Wo du auch selber Zombie gespielt hast. Das fand ich nice. Ja, da bin ich ja tatsächlich auf Games. Ja, du hast ein Turnier mitgemacht, ne? Mit Dalukat? Ja. Dalukat? Nee, mit. Kannte ich damals noch nicht mal. Mit Randoms. Ich war alleine. Also auf der Northcon habe ich da im Turnier einen dritten Platz gemacht gegen so Clans. Die, musst dir vorstellen, Left 4 Dead 2 war so krass und so erfolgreich, dass da richtig PvP-Clans zugab. Ja. Das fand ich das krass. Ja. Das war aber auch ein arschgeiles Spiel, Alter. Hab ich schon auch nie gezockt, weder den einen noch den anderen Teil. Aber ich war auch nie so krass der Zombie-Fan. Das fand ich auch damals tatsächlich bei DayZ immer richtig scheiße, dass es da Zombies gab. Aber machst du nichts, ne? Aber du magst irgendwie nichts, ne? Also Dinos nicht, Mittelalter nicht, Zombies nicht. Gibt's was du thematisch magst, so? Also zum Beispiel... Frauen. Was? Ich lieb halt so Gangster-Sachen und so Crime und so. Das Mafia. Also hast du Mafia gespielt? Ja, na klar, alle Teile. Auch den neuesten? Jo, und der war richtig scheiße im Vergleich zu dem. Jo. Oh, shit. Ehre. Und was ich auch immer zum Beispiel immer geliebt habe, waren fast alle Metal Gear Solid-Teile, bis auf den letzten wieder. Ja. Weil der auch richtig scheiße war im Vergleich. Ja. Da konntest du am meisten machen, aber es gab keine Story. Es war halt so ein Spiel, was halt von der Story mega gelebt hat. Oder eine Reihe. Jo. Ehre! Oh, da kommen sie. Aber kennt ihr das Spiel Fahrenheit? Das ist so... Ja. So eine Art Multiple-Choice-Game. Oder wie heißt das? Bandersnatch oder so? Ach so, wo du immer nur Entscheidungen, so wie... Oh Mann. Ja, wo du halt immer nur so, was wie ein Film ist, aber du musst halt Entscheidungen treffen, ne? Ja, genau. Ja. Aber es ist so wie halt Life is Strange, so, ne? Ja, genau. Ja. Sowas finde ich hardcore langweilig. Echt? Ja, also da gucke ich halt lieber einen Film. Ja, ich kann verstehen. An der Stelle, ich könnte einen Film gucken, aber ich kann es ja auch selber bestimmen. Ja, genau. Also ich kann, das wollte ich gerade sagen. Ich kann verstehen, dass Leute interessant finden, das so ein bisschen selber zu bestimmen. Aber in den meisten solcher Games bestimmst du ja tatsächlich nichts selber. Also es gibt die ja immer nur in Anschein. Viel. Ja, genau. Am Ende ist gibt es zwei Enden, so, okay. Und das war's dann.
wie gesagt, alle GTA-Teile. Aber das ist halt wieder dieses Crime-Ding. Warum ist so meine Markierung von Juden Henno Dick hervorgehoben? Was? Was? Zusammenhang? Was ist denn ein Juden Henno Dick? Hä? Vor allem, was für eine Markierung und was der hervorgehoben, Alter. Okay. Ja, aber ich könnte jetzt nicht mal sagen, ob der einfach nur mich beleidigen wollte oder ob das ein Diss war, weil es halt so sinnlos war. Warte. Okay, er schreibt warte. Ich erkläre den Witz. Geil, das will ich jetzt wissen. Alter, die Schrot ist richtig gut gegen die, glaube ich. Aber noch besser als meine Axt. Scheiße, ich bin tot. Scheiße, ich bin tot. Ist wieder selbst umgehauen, oder? Nee, diesmal war ich zu cocky. Nur jetzt erklär deinen Witz. So. Aber hier finde ich wenigstens ein paar Waffen, so die... Da ist schon wieder einer. Oh, und die ganzen Jedi Knight-Teile, die fand ich richtig geil. Oh, Jedi Knight 2, beste. Ja, das war geil. Oder das war mein erster Shooter, den ich gespielt habe. Echt? Ich bin nur mit dem Lichtschwert rumgelaufen, die ganze Zeit. Ja, ich natürlich auch, aber ich durfte das eigentlich nicht spielen, weil ich keine Shooter spielen durfte, als ich noch jung war. Die explodieren, glaube ich. Jo. Ja, Christo hatte da strikte, also Christo und ich, aber wir beide hatten so echt strikte Eltern. Ich weiß noch eine Nacht, wo wir bei DS Assassin's Creed gezockt haben, komplett vertieft, und wir gucken dann so zur Tür, auf einmal steht deine Mutter schon seit 5 Minuten da. wie so ein Geist. Ja, so. Das war das Letzte, was du jemals getan hast. Also meine Eltern fanden das auch nicht cool, aber bei mir um die Ecke war früher mal so ein Jugendfreizeitheim und da gab es so ein, hat sich in dem Jugendfreizeitheim hat sich so ein lokaler Counter-Strike-Clan niedergelassen. Und die hatten auch alle ihre PCs da und die hingen dann die ganze Zeit rum und ich nach der Schule immer direkt dahin. Okay. Dann habe ich dann immer an deren PCs Counter-Strike gezockt, so mit 14. Geil. Also ja, mein erster Shooter, den habe ich mit 6 gespielt, das war Unreal. Also Unreal, einfach nur Unreal. Also nicht Tournament, nicht irgendwas, Unreal. Und mit 6 oder 7, glaube ich. Nee, mit 7 oder 8 oder 9. So, ja, 7, 8. Ja. Ich glaube, der erste Shooter, den ich gespielt habe, war Half-Life auf der PlayStation. Im Split-Screen. So, ich habe mich auch echt gegruselt, ne? Aber ich habe keine Albträume bekommen oder so. Oh, cool, also, stark. War okay. Aber es ist halt ab 18, ne? Ich habe es halt mit 8 gespielt. Da war ich schon ein ganz schön harter Typ. Ne? Deswegen Spiele oder so habe ich noch nie Albträume gehabt. Danke. Was ich zum Beispiel überhaupt nicht abkann, ist so Horror-Shit. Jo, da, ey, ich auch gar nicht. Die Puferze. Ich auch gar nicht, aber irgendwann. Hast du Amnesia angefangen? Ja, also richtig dumme Story. Ich habe mein erstes Let's Play war ja Need for Speed Most Wanted. Ja. So, das ist ja nicht mal mehr auf meinem Kanal, weil ich habe sogar die Videos gelöscht. Nicht nur privat gemacht oder nicht gelistet, ich habe die gelöscht. Oh, aber ich habe noch auf Festplatte. So. Weil mir das irgendwie eine Zeit lang peinlich war, heute bereue ich es mega. Es war auch richtig schlecht. Aber war mein erstes Let's Play. So, und als es durch war, habe ich geguckt, was geht so. Was könnte ich Let's Playen? Und ich hatte halt damals überhaupt kein Geld und wollte halt aber irgendwas zocken, was irgendwie neu war oder interessant aussah. Und irgendwie fiel dann meine Wahl auf entweder Amnesia oder... Was war das andere noch? Genau, das. Es war auch ein Horrorspiel, also so horrormäßig. Der Typ hat so Arme, richtig lange Greifarme, irgendwie so Schlangenarme. Wie hieß das nochmal? Damit konnte er so Leute packen. So, den hat man gespielt. Slenderman? Nee. Das war sogar The Darkness. Ja, ich glaube The Darkness. Hieß das so? Resident Evil war ja auch ganz populär früher, ne? Warte, ich google kurz The Darkness. So, meanwhile. Eine Band, PC-Game. Ja, The Darkness 2.
Also, meine Wahl fiel auf Amnesia oder The Darkness Man. Ich hatte keine Ahnung, was Amnesia ist. Ich habe den Trailer geguckt und dachte, oh ja, okay. Sieht jetzt nicht berauschend aus, aber ich glaube, das habe ich schnell durch und dann cool. Und dann habe ich das angefangen und ja, mitgehangen, mitgefangen, ne? Musste das halt let's playen. Habe sehr schnell gemerkt, dass ich mir damit keinen Gefallen getan habe, weil ich hasse eigentlich Horrorspiele. Also nicht hassen, so im Sinne von, ich kann es mir nicht, also ich sterbe. Ich sterbe dabei. Aber die Leute haben es halt dadurch geliebt. So, und wollten immer mehr. Und dann war ich auf einmal so ein... Damals gab es so eine Horror-Games-Let's-Player-Szene. So, da war zum Beispiel Holly-LP recht groß. Ja, und ist auch dadurch groß geworden. PewDiePie hat das halt richtig groß gemacht, so dieses ganze Horror-Games-Ding durch Amnesia Custom Stories und so. Generell, glaube ich, Amnesia hat das so mega big gemacht. So, und dann habe ich ein Horror-Game nach dem anderen gezockt, obwohl ich dabei gestorben bin. Und ja, da kam ich gerade nur drauf. Ich weiß noch, wir haben ja auch zusammen ab und zu mal diese Custom Stories gespielt. Ja, ja. Alter, ich habe mir auch immer so eingekackt. Ja. Ich könnte es auch jetzt einfach nicht. Es gab ja, Christo und ich haben uns mal... Resident Evil. Alter. Jo, habe ich ja gebracht auf meinem Kanal, da bin ich auch gestorben. Ja. Also das war echt so eine Anlehnung an die guten alten Zeiten. Ich habe es auch einmal noch gestreamt an Halloween, aber da habe ich echt gesagt, ich will es mir einfach nicht mehr antun. Ich sterbe. Ich sterbe. Silent Hill. Aber es ist halt dadurch halt auch wirklich. Also ich gucke mir das dann selber danach an und bepiss mich. Was ich halt. Weil, wenn ich Schiss habe, dann verfalle ich so richtig in Panik und laber einfach richtig viel und richtig dumme Scheiße und richtig durcheinander. Kriegst du den, Max? Ja. Na, danke, Leute. Ah. Da war wahrscheinlich mein Turret, den ihn geholt hat. Nee, es war meine Pistole, der den wollte. Okay. Ehre. Ja. Da haben aber schon viele geile Spiele einfach. Aber das ist auch das Coole, ne? Ja, yeah, vielleicht auch mal wieder zum Anfang zurückzukehren. Yeah. Ist ja für jeden was dabei. Ja, und solltet ihr mal euer Maul halten und nicht mal rumheulen. Ja, und gefühlt ist das doch schlimmer geworden, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube einfach, weil die Auswahl größer geworden ist. So. Und weil es auf einmal so viel Konkurrenzspiele gibt, weißt du? Innerhalb einer... Das fing so ein bisschen auch mit LOL und die Dota an, fand ich. Oder ja, mit Battlefield und COD. So, das waren so die ersten Beispiele. Wo die Leute einfach nicht drauf klarkamen. Da ging es nicht darum, sich dafür zu entscheiden, sondern auch dafür zu kämpfen dann auf einmal. Jo. Ja, ich bin Battlefield-Spieler, Alter. Ich hasse COD, Alter. Als hätte man irgendwas dafür getan, dass das Spiel existiert. Ja. Ich habe keine Munition mehr, Leute. Ich brauche mal ein bisschen. Richtig hängen geblieben, Alter. Man ist so voll in der Gang, in der Call of Duty Gang, Alter. Ich finde, man kann die Spiele überhaupt nicht miteinander vergleichen. Echt. Also ich finde halt einfach, Call of Duty ist viel schneller als Battlefield. Und auf Battlefield kannst du so richtig grinden, als Sniper irgendwo rumliegen und sowas. Ja, das ist so ein bisschen strategischer auch, der. Letzte Woche habe ich hier erst wieder Battlefield 5... Aber Christo, wir haben auch übel viel COD gespielt damals. Ja, COD 4 war auch bestes Spiel. Ist auch für mich immer noch eigentlich so... Also man sagt ja, Doom war so der erste große Meilenstein in der Shooter-Geschichte. Das war halt so ein bisschen vor meiner Zeit, klar. Aber für mich war halt COD 4 scheiße. Hier komme ich nie wieder weg. Ja. Für mich war halt COD 4 krass. Das hat halt dieses Ganze, dass du seine Klasse hast und Skills und Aufsätze freischaltet. Das hat ja COD 4 erfunden. So, und deswegen finde ich das einfach, ist ein ultra krasser Titel. Und es hat damals auch mega Bock gemacht. Die haben das so hart. Wir haben das nur mit Hamachi gegrindet. Wir haben kein Geld gehabt, um uns das zu kaufen und eine Lizenz zu haben. Sondern wir hatten das halt irgendwie auf andere Art und Weise geholt. Und das dann nur über Hamachi so privat gezockt. Ja, ich dachte, das war damals schon ein Product Placement. Oder halt, wir haben halt dann COD-LANs gemacht. Jede Ferien. Jede Ferien war für uns klar, okay, COD-LAN. So, weil wir konnten sonst nicht spielen. Und nur über Hamachi, whatever. Weiß ich bis heute nicht. Aber wir haben auch sehr viel über Hamachi gespielt, ne? Jo. Also alles Mögliche. Ja. Und das hat auch immer Probleme bereitet, Alter. Nö, ich finde, es ging. Also manchmal ja, aber häufig ging es auch relativ einfach, meiner Meinung nach. Counter-Strike, ja, ultra viel über Hamachi gespielt. Aber 1.6. Nee, das habe ich gar nicht gezockt. Nee, 1.5 habe ich zum Beispiel auch richtig viel einfach gegen Bots gezockt. Richtig viel. So als 12-Jähriger, jo. Also COD? CS oder was meinst du? Ja, richtig viel. Hätte ich hier gefragt, ob ich mal ein Horrorspiel spielen kann auf YouTube. Das wäre, glaube ich, echt witzig. Ich glaube, es wäre auch witzig. Aber ich wüsste nicht. Aber du würdest halt leiden. Ja. Also,
früher habe ich ja einmal am Tag ein Let's Play hochgeladen und es war halt vor dieser ganzen Leuchtschiene war das halt Horror. Ja. Das heißt, und ich habe nie, also Sinn würde es ja machen, ich setze mich eine Stunde hin und mache 4-15 Minuten Parts. Habe ich nicht geschafft. Ich habe wirklich jeden Tag nur eine 15-Minuten-Folge hingekriegt. Ging nicht anders. Ich konnte nicht vorproduzieren. Ich habe wie immer für jeden Tag für den darauffolgenden Tag halt immer produziert. Aber du wüsstest halt auch gar nicht, ob ich das Uncut bringe, weil Uncut ist eigentlich scheiße. Nee, Horror-Games sind richtig geil zu schneiden. Weil du kannst so richtig geil atmosphärisch und so Jump-Cuts-mäßig machen. Geil. Und dann richtig schön. Ich finde ich immer eins, was mich huckt. Ich kann dir auch was empfehlen. Also ich kenne mich da ja tatsächlich ziemlich krass aus. Durch die Jahre. Puh, das ist ja schon länger. Mal das nachladen jetzt. Aber, also nach diesem Hoch in der Horror-Game-Szene mit Amnesia und Outlast, klar, da waren noch ein paar andere solide Titel dabei, aber so danach kam richtig viel Scheiße. Und Resident Evil war jetzt seit langem mal wieder ein Horror-Game-Titel, der halt gebockt hat. Jo, das habe ich bei dir gesehen, da habe ich auch mitgefiebert, ey, war ich auch selber im Arsch. Ja, das macht einen einfach fertig. Man hat auf einmal Angst um sein Leben halt. Ja, ist halt wirklich so. Das ist, weil das einfach so realistisch, also so, boah, das zieht einen so hart in seinen Bann, diese Atmosphäre einfach. Es ist gar nicht so sehr die Charaktere oder die Jump Cuts, sondern einfach die Atmosphäre macht einen fertig. Und das war halt so am Legia so krass. Ja. Ja, und das zum Beispiel vermisse ich halt, wie gesagt, bei diesen RPG Singleplayer Offline Games, so wie den Fallout. Kick, du verlierst. Ja, der Kick. Ja. Du brauchst den Kick. Man, ja, oder dieses Hineinversinken so. Das ist halt irgendwie nicht mehr da. Wenn man nicht aufhören will, ne? Ja, das ist irgendwie nicht mehr da. Vielleicht kommt das auch mit dem Alter. Ich meine, es gibt ja auch Leute wie Gronkh, die ja alles spielen können. Ja, gut. Aber der macht ja auch eher Hörspiel, glaube ich, draus. Ja, gut. Er spielt ja trotzdem. Ja, klar. Aber, ne? Ja. Also, heißt ja nicht, dass man alles feiert. Ja, nee. So, ich würde ihm jetzt nicht unterstellen, dass er was zockt, was er nicht mag, so. Aber ich glaube, man muss es nicht immer lieben, so, um es zu zocken. Wo sind wir hier? Wir sind hier vorne. Gute Frage. So, ich muss mal kurz meine Waffen umstellen. Wo ist denn Christo? Wollen wir kurz auf ihn warten? Ach so, das ist ein Automat. Bin da. Alles okay, geil. Jetzt ein krasser Fight, oder? Oh, jo. Geht direkt los. Okay, ich stell mal einen Turm hin. Ich mach Slug drauf, ihr den Rest. So, was feiert der da? Der produziert die Leute. Oh, der hat aber direkt ins Gesicht gekommen. Jo. Alter. Ich mach Slug drauf. Knall. Ich glaube ins Auge. Was? Schieß auf die was? Was hat er gesagt? Jo, ins Auge ist kritisch. Okay. Das geht ins Auge. Aufs Rode. Aufs Rode, Alter. Das ist ja wie bei Zelda. Ich meine, auch immer aufs Auge. Ich habe keine Munition mehr. Das muss ich nachher. Metin 2 ist Ehre. Oh, Alter. Christo, weißt du das eigentlich noch? Hast du das mitgemacht damals? Ja, oh, Roland. Mädchen 2. Also, was viele ja nicht wissen, vor meiner YouTuber-Zeit habe ich echt nur MMORPGs gezockt auch. Also richtig viel. Ich habe auch echt jede Scheiße gespielt. Also wirklich. Als ich aufgehört habe mit WoW, habe ich. Also, ne, wegen Kataklysmen, habe ich einfach jedes MMORPG der Welt. Oh, sorry. Nein, nee, musst du nicht. Musst du nicht. Hinter dir. Aber Roland macht hier ein paar Leute kaputt. Die müsst eh nur nah rangehen, dann exploden die irgendwie. Ja, wenn ich dir eine Ladung Schrot in die Fresse baller, dann explodiert auch. Alter, Mann, ich spüre alles. Ach, der ist hier am Boden, oder? Bailando. Oh, Badass Loader. Der Alter, hier ist ein richtiges Metal Gear Ding. Badass Loader, Alter. Scheiße. Shit. Ja, er kommt gar nicht aus seinem Leben klar. Metin 2 war halt echt richtig scheiße. War richtig schlechtes Kackspiel, aber man hat es trotzdem gezockt. Ach, und ich weiß so, wie viel da gebottet wurde. Das war so krass und dann liefen da Bots rum. Ehre. Oh, ich glaube, das ist ein Roboter neben mir, oder? Alter, was mit. Alter, ihr Transformers. Ja. Heilige Scheiße. Robots in disguise. Also diese Granate, die so in die Luft fliegt, ist so scheiße. Hasse ich.
Er muss versuchen, die irgendwie direkt zu treffen. Ne, dann prallen die auch noch ab und fliegen einfach dann ein bisschen Bappe Nord. Da gehören sie nicht hin, ne? Nee. Die haben schon genug Probleme da. Bin ich ehrlich. So. Abschluss. Roland. So. Oh, der hat 4 Euro für mich. Geil. Ja, okay. Erwischt den Zug. Ohne mich geht's nicht. Alles. Ohne mich geht's von der nicht. Kein Problem. Resident Evil VR. VR bin ich noch gar nicht drin. Ich auch nicht. Ich hab das Gefühl, oh, VR? Habt ihr Beat Saber schon mal gespielt? Ja. Das finde ich, sieht nee. Langweilig aus. Aber ja. Es sieht so safe. Langweilig aus und ich dachte auch so, Alter, das wird so ein lames Spiel sein, weil ein Kumpel von mir von der Uni, der hat sich eine VR von der Uni geliehen und wir haben uns bei ihm gezockt. Das ist halt so nice. Ja? Es ist halt übel belohnt, einfach in dieser Welt zu sein und da seine Schwerter zu machen. Aber ich glaube, das ist so 2-3 Stunden geil und dann. Ja, ist, ja, klar. Das hat so ein kleines Homeworkout, ne? Weil ja. Du bist ja richtig am Slappen. Zappeln, ja. Niklas hat ja mal dabei gerappt, Alter. Das fand ich aber echt strange. Irre. So. Brauchen wir Munition? So, wollen wir zurück nach Sanctuary, Alter? Ja, er hat ja auch gesagt, lass mal zurück nach Sanctuary. Geil. Kann ich auch da mal nach Waffen gucken und mich resetten. Ich werd den Schmerz. Far Cry 2 habe ich richtig viel gespielt. Aber dann wurde es scheiße, die Reihe. Jo, Far Cry 2 war nämlich richtig dann, geil. Da haben Christo und ich noch Maps gebaut, so einfach aus Spaß. Das war doch das der Teil bei welchem Game? Ne? Bei welchem Far Cry 2. Oh ja, aber das konnten wir nie spielen. Ja, das haben wir zum Beispiel auch immer über Machi versucht, aber es hat nie geklappt. Genau. Schade. Aber da fand ich auch das System blöd, dass du quasi jede Runde neu startest und dir dann die Waffen erspielen musst in der Runde. Das heißt, wenn du gut bist, kriegst du auch die besseren Waffen. Das ist mega weird. Ich glaube, das hatte mit dem Modus zu tun. Also, im Story-Modus war das nicht so. Nee, Multiplayer meinen wir. Oh, hier ist Dr. Z, Alter. Ja, mit Splatterman haben wir mal. Nee, da haben wir nicht besoffen gestreamt, wir haben mal besoffen LOL aufgenommen. Oder haben nach wir dem Feiern gehen. Ja, und das ist auch inzwischen auf nicht gelistet. Ja. Ja. Na gut, richtig besoffen waren wir dann nicht mehr. Das war halt nach dem Feiern gegen 5 Uhr morgens. Ja, wir waren noch sehr hart angetrunken. Und schlaftrunken. Und also ja, beides. Ja, ist ja derselbe Effekt. Und ja. ich hab auch mal mit Johannes, also kennt ihr nicht, habe ich mal 2 oder 3 oder 4 Folgen Outlast aufgenommen. Da kamen wir um 3 oder 4 aus dem Club und haben dann halt noch 2 Stunden komplett betrunken Outlast gespielt. Und ich glaube, die gibt es sogar auch noch, weil ich gesagt habe, es ist so lange her. Und das Problem ist, es ist in meinem Outlast-Let's Play. Sprich, wenn ich die jetzt irgendwie offline nehme, dann fehlt einfach übel viel Story. Das ist richtig dumm. Ist gut. Echt, guckt man sich heute an und man versinkt in Fremdscham, ne? Das ist halt übel. Und ich habe mal mit. Auch geben. Und mit. Früher habe ich auch regelmäßig so zum Vortrinken in Braunschweig war einfach übelste Partyzeit von mir. Das war echt jedes Wochenende weg gewesen. Und da haben wir. Ich war pinkeln und einer von denen hat mich. Da haben wir übel viel Streams immer. Ja, was heißt übel viel? Wir haben Streams gemacht zum Vortrinken. Anscheinend wurde mir zu Ehren. Und. Was haben wir? Ja. Also auf jeden Fall 3-mal bestimmt. So, und wer hier im Stream-Chat erinnert sich an den Stream, das ist, glaube ich, vor 5 oder 6 Jahren, wo ich 1000 Follower auf Twitch geknackt habe. Ist das mit dem Wurstwasser gewesen? Jo. Der Wurstwasser-Stream, Alter. Legendär. Das war... Davon hatte ich 2 Tage was. Das habe ich gestern erst noch gesehen. Hä, das ist doch gar nicht mehr da. Also, das finde ich richtig scheiße an Twitch übrigens. Dass alte Streams einfach weggelöscht werden. Ich verstehe auch den Sinn dahinter nicht. Also, dass du einfach, dass das halt nicht für die Ewigkeit ist dann quasi. Es kotzt mich an. Speicherplatz, so. Ja, so, ich kann mir nicht meine Streams vor 5 Jahren angucken. Das finde ich so scheiße. Vor allem, das wurde auch ohne Vorwarnung kam das, ne? Du konntest das ja eine Zeit lang. Ja. Aber dann irgendwann so, oh, unsere Server, die sind jetzt voll. So, dann, weil dann hätte ich mal alles exportiert oder runtergeladen oder. Ich habe das Video auf YouTube gesehen. Echt? Wo denn da? Das ist irgendwer gerippt? Das wäre geil. Also, es wäre mal echt zur Abwechslung geil. Hand of Blood Wurstwasser. Nö.
Das sind jetzt nicht. Find doch nichts. Was ist das? Ach ja. So, was machen wir jetzt, Leute? Ja, ich würde sagen, ballern, oder? Nächste Quest. Ein bisschen eingekommen. Ja, nächste Quest. Also ich habe ich glaube, ich habe die Main Quest jetzt mit Roland, die haben da gequatscht. Ja. Und jetzt sollen wir Flammenmeister Clayton finden. Clayton! Und da können wir jetzt gerne mal hinreisen. Wollt ihr vorher noch irgendwie zu einem Vendor oder so? Ja, ich würde vielleicht vorher noch mal kurz eine Pause machen, auf Toilette gehen und so. Das wäre ganz cool. Ja, können wir machen. Ja, mach schon. Bin ich gleich wieder da, meine Friends. Ehre. Ich gehe noch mal zu Marco, ob der vielleicht eine Wumme hat. So. Hey, Sir Berlinster. Was geht ab? Wo bist denn in Braunschweig abends so hingegangen? Ja, das Ding ist, die ganzen Clubs gibt's halt heute nicht mehr. Also selbst wenn ich das jetzt sage, sind mittlerweile alle dicht. Aber in Braunschweig wechseln die auch die Clubs wie ich Unterhosen. Das ist insane. In Bremen gibt's eigentlich immer die gleichen Clubs, aber die Besitzer wechseln halt. Also ja, und die Namen damit auch. Ja. In Bremen eigentlich nicht, weil da versuchen sie eigentlich immer die Namen beizubehalten. Nee, also merkt. Es gibt in Braunschweig zum Beispiel es gibt da die Meile. Klingt klasse, krass, als ob das so eine krasse Feiermeile wäre, ne? Ist aber nicht. Da ist nur ein Haus mit 3 Etagen und da sind halt auf jeder Etage ist ein Club. In Bremen gibt's, und Erdgeschoss auch, also 4 Clubs. In Bremen gibt's die Meile und das ist auch eine Meile. Und das sind irgendwie so 10 Clubs oder so. Da hast du halt auch so vom Genre her hast du eigentlich fast alles, was du brauchst. Hast du so richtige Ecstasy-Clubs, so, wo du da richtig was reinschmeißen kannst. Dann hast du so einen Rocker-Club, da wo du einfach nur Stühle schmeißen kannst. Hast doch so einen Szene-Club und noch einen anderen Szene-Club und noch einen anderen Szene-Club und noch einen Szene-Club, glaube ich. Ja. Da gab es das Stubo, das ist, glaube ich, so die bekannteste. Das Stubo ist so ein Club mit so 5 Floors. Und ich glaube, der wird jetzt dieses Jahr noch dicht gemacht. So endgültig mäßig. 5 Floors? Seit 30 Jahren. Jo, da gab es immer so einen Schlagerbereich. Dann gab es da so einen Techno-Floor. Also so, was heißt Techno, aber so schon so. So House war damals ja so richtig in, so richtige Hausmucke. So ein Hip-Hop-Floor gab's, Latino. Dann gab's den Musikkeller, da haben sie alles gespielt. Das war auch so der letzte Floor, der immer auf war morgens um 8 noch. Da waren dann so die Schnapsleichen drin und da waren dann richtig Resteficken angesagt. Und was gab's denn dann noch? Die 60s, genau, da war so, wurden so 80er und sowas gespielt und so. Das war richtig geil. Da war ich immer. So. Gab's da so ein paar Hip-Hop-Clubs und so kleinere Sachen und sowas. Naja. Wie es halt so ist. Ja, der macht Beatbox. Ach, Angebot des Tages. Ja, da greifen wir doch mal zu. Geile Schnitzel, Ehre. So. Hallo, ich bin wieder da. Hi. So. Ja, so, also. Dann geht's, wa? Genau. Oh, scheiße, die Tür. Finde den Flammenmeister Clayton. Ja, also, Kalle, in Braunschweig ist es so: Da gibt's halt dieses Gebäude, das ist der Turm. Der Turm. Und da ist es eigentlich auch, es sind immer die gleichen Clubs. Also eigentlich, so ist immer die gleiche Location, aber die machen irgendwie so, also gerade hält es sich, aber zu meiner Zeit haben die wirklich alle halbe Jahre dicht gemacht. Dann kam ein neuer Name, neuer Besitzer und es wurde so ein bisschen mal das InDesign geändert. Mhm. Also zum Beispiel jetzt im Erdgeschoss aktuell ist die Eule und die ist da jetzt auch mittlerweile schon echt, ich glaube, 4 Jahre oder 5. Ja. Davor war das Kapitol. Und das war, glaube ich, das gab es, glaube ich, nur ein Jahr. Davor war es das März. Das war richtig lange da. Und, also, es ist insane. So, und ganz, ja. Schwansee ist tatsächlich auch sehr lange. Ist, glaube ich, 7 Jahre. Das ist Joker? Hast du schon drüber gesprochen, oder? Nee, also, pass auf, Leute. In Braunschweig ist ja ziemlich lame und scheiße und da gibt es halt nichts und so, ne? Aber früher war Braunschweig anders, weil früher gab es da das Joker und das war überregional bekannt. Ja, und weil das war einfach nur ein richtig sicker, krasser, heftiger Club. Da richtig krasse Leute waren da immer, sind da aufgetreten. So, unsere Eltern haben das schon gefeiert, so, weißt du? Und zu unserer Zeit war das schon ziemlich heruntergekommen.
Und so ein Floor nach dem anderen hat schon geschlossen. Die haben immer weniger gemacht. Zu meiner Zeit waren das nur noch, ich glaube, 3 oder 4 Floors. Aber es war auch die einzige Großraumdiskothek in Braunschweig. Und dann auch zu unserer Zeit hat es halt dicht gemacht aus gesundheitlichen Gründen. Also Hygienevorschriften und so, weil das war wirklich der abgeranzteste Schuppen. Und alle haben es immer nur geflamed, wie scheiße es ist, aber trotzdem ist jeder hingegangen und trotzdem war es legendär. Und erst als der Schuppen dicht gemacht hat, haben die Braunschweiger gemerkt, was sie daran hatten. So. Ja. Und dann sollte das 4 Jahre lang, sollte das jedes Jahr wieder eröffnet werden. Also es hieß immer, ja, ist nicht geschlossen, das kommt halt wieder. Man muss halt nur hier ein bisschen umbauen und machen, damit das wieder seine Rechte bekommt. So, und irgendwann halt neuer Besitzer, neue Investoren, neu und nie was geworden. Und jetzt kam das Jolly Time, so umbenannt, wieder auf. Hat halt nur noch Großraumfloor und ich glaube zwei Nebenfloors oder so, also ja. Aber das Ding ist, so gefühlt ist es halt in Braunschweig in Vergessenheit geraten, weil diese 4, 5 Jahre, die es dicht waren, sind die Leute halt in andere Clubs gegangen. Und ich meine, das ist so eine ganze Studentengeneration, die halt weg ist. Und dadurch gibt es irgendwie keine Nachfolger, wo dieser Hype und diese Legende weiter berichtet wurde und die Leute halt in den Club gehen. Jetzt ist tot. So, wo reise ich? Waren wir nicht zu irgendeinem Ausrufezeichen oder was? Nee, ich habe ja schon angenommen. Wo ist der Punkt, wo man reisen kann? Ich glaube, du kannst einfach. Nee, geht nicht. Ja, oder? Battlefield Heroes habe ich auch richtig viel gezockt, ja. Oh ja, das war auch ein nices Game. Aber leider pay to win. Ich weiß nicht, was das hier für ein Ding ist. Das stimmt, aber es war ja vieles. Wo kann ich denn reisen? Aber es gibt in jeder Stadt irgendwie eine Diskothek, die Kapitol heißt. Das finde ich richtig witzig. Ich höre ganz oft, dass Leute im Kapitol waren. Da bin ich drin, Max. Ja, hier drin. Ja. Der Kapitol gibt es auch in Hannover, oder? Jo. Weiß doch, ich gar nicht. Safe. Aber das ist mehr so eine Konzertlocation. Ja, ne? Und es gab in Bremen ein Kapitol, das dann irgendwann abgebrannt. Und dann hat sich herausgestellt, dass die Besitzer selber abgefackelt haben, weil sie Geld brauchten. Lol. Ehre. Ja, unlucky, haben sie wohl nicht bekommen, das Geld. Das würde, glaube ich, zurückzahlen. Keine Ahnung. FFZ-Emotes? Dann haben sie es neu aufgemacht in der Innenstadt. Leute, wisst ihr, was FFZ-Emotes sind? Bin ich jetzt wieder ein Twitch-Kack-Noob, oder? Bei der Twitch-Emotes wahrscheinlich, da gibt es noch was anderes von. Ja, BTTV kenne ich. Genau, das ist Better Twitch TV und da gibt's noch was anderes von. Da quatschen mich meine auch mal mit voll hier. Ich weiß es auch nicht. Ach, den können wir gar nicht abschießen, das ist ein aber BTTV. Ja, aber das sehe ich doch. Also hier, Paperhand, sehe ich doch. Achso. Also ist es quasi so ein Konkurrenzprodukt zu BTTV und beides ja, genau. Kann man aktivieren? Ja. Ja, muss ich mal machen. Schicke meine Brüder mit einer Feuerwaffe in die ewige Flamme. Dann. Bring mir ihre Asche. Menschen bei lebendigem Leib zu verbrennen, könnte man als zielrichtig bezeichnen. Aber sie wollen es wohl so. Sehr schräg. Tu am besten, was er sagt. Erweitertes BTTV. Okay. Ja, werde ich mich mal mit auseinandersetzen. Wenn ich Zeit habe. So. Dann knallen wir jetzt hier ein paar Leute weg, Alter. Boah, das ging schnell. Der wurde weggesprengt. Alter, ist einfach nur noch Soße übrig. Uff. Alter, den haben wir. Da kannst du jetzt ein Smiley reinmalen, Alter. Heftig. Alter, richtig Physics, ne? Oh, das war richtig bad, Alter. Das ist schon zum dritten Mal. Oh, hoppala. Hä, die Mission haben wir doch schon mal gespielt mit Apostel, oder? Ich erinnere mich an die Gegend. Ich erinnere mich definitiv an diese Gegend. Oder ist es einfach 10 von 10 ähnlich? Nee, ich glaube. Du musst Feuerwaffen benutzen, ne? Ich muss hier gar nichts. Ich muss hier auch nichts, also. Ich one-shot hier alles mit dem Raketenwerfer. Achso, lass mal nur den Kopf abballern, dann kloppen die sich wieder gegenseitig. Das ist hardcore lustig. Ach ne, es sind andere. Der Goliath, der eine, der hat schon keinen Kopf mehr. Der geil. Hat den gerade schon weg. Das macht richtig Bock. Ja, ich sehe es. Oh nein! Oh Gott. Doch, ich glaube, die Mission hatten, oder? Ich bin auch ziemlich sicher, dass ich hier schon mal war. Ja.
Habt ihr vor, das ganze DLC durchzuspielen heute? Wir haben das D&D-DLC schon durchgespielt. Wir machen jetzt einfach ein bisschen normale Mission weiter. Meine junge Fackel. Alter. Okay, mach ich. Bruder. Ja doch, hier waren wir. Safe. Ja, ja. Ja, ja. Aber ist das jetzt einfach nur gleiche Location, andere Mission? Oder? Weil wir haben auch gegen diese Leute hier gekämpft. Ich bringe mal die Asche, ne? Lass die Goliath Boys mal. Nee, nee, dann ich. Oder? Oh shit. Ich will, dass die sich gegenseitig boxen. Warte, hier ist noch einer. Ich hab schon ganz viel in den Kopf weggeknallt. Ja. Die kloppen sich jetzt gegenseitig hoffentlich. Oder? Ja! Die schlagen sich gegenseitig. Nee, doch nicht. Scheiße. Laufen. Hier waren wir safe. Schieß mal dann nicht mehr auf die, lock die einfach nur aufeinander zu. Ja, die prügeln sich. Ehre. Geh einfach aufs Dach oder so, da komm nicht drauf. Geil. Nicht. Und die anderen auch leben lassen, die brauchen ja was zum Leveln. Oh, shit. Oh, scheiße, ist ja noch einer drin. Ja. Auf dem Weg wieder, Leute. Ah! Faltet mal gar nichts mehr, bitte. Was ist? Fightet mal bitte gar nichts mehr. Die brauchen ja auch ein bisschen Stuff zum Leveln. Ja, renn einfach weg, Alter. Krass, die haben die gemacht, oder? Ah, der hier levelt gut. Der ist schon badass. Geil. Oh, shit. Kann ich wieder hochholen? Du bist oben, oder? Mhm. Ja. Oh, Alter, das ist ja mega groß. Halle? Ja. Danke dir. Lass das! Ich muss das alles spüren! Kann es sein, dass wir die Mission irgendwie wiederholt haben aus Versehen? Wirklich, du wirst ja irgendwo hier. Nee, das mit dem Feuer, das haben wir nicht gemacht, aber wir haben auf jeden Fall. Nee, ne, also ich kann mich. Ich kann mich aber an den Psycho ja auch nicht erinnern. Wir sollten auch mit Roland im Sanctuary sprechen, ne? Also. Ja. Stimmt, ist recht. Aber bei dem war ich. Der hat sich unterhalten mit dieser. Er will mich. Sind denn noch mehrere übrig oder ist das jetzt nur noch der eine? Warte ich aber zurück? Ja, warte, erstmal müssen wir diesen Badass töten hier. Na, ich komm mal wieder zu euch. Schön die Kniekehle. Wo ist er denn? Hier der Alte. Ich slack den schön einen rein hier. Lackschuh! Boah, Alter. Coole diese EP Brust. Alter, der hat richtig viel EP gegeben. Kriegst du das Level up. Nice. Schalle. Noch Level up, Alter. So, okay, dann gehen wir nochmal zurück nach Sanctuary. Ich weiß auf jeden Fall, wo dieser Roland steht. Ich dachte, ich stand eigentlich vor dem und der hat auch gequatscht. Ich dachte, es wäre abgehakt. Aber ich habe dann gar nicht nach rechts oben geschaut. Wie mal kannst du abhaken? Ja. So. Ja. Also müssen wir zurücklatschen, oder? Ja. Auf Bruderbasis. Nice. Mein Turm hat jetzt auch eine Raketenbasis, weißt du? Der schießt jetzt auch auf Bruderbasis Raketen. Okay. Eine Raketenabschussbasis, alles klar. Ja. Gut, also für mich war natürlich mein Kindheitsspiel immer Zelda gewesen. So. Geil. Der war insane gut. Welches? Ocarina of Time. Ja, das, da hatte ich noch. Also, ich hatte frühen PC, echt sehr früh, aber Konsole so gar nicht. Ich habe mir irgendwann dann mal eine PlayStation 1 gekauft, aber da war die schon echt alt. Mhm. Und dann habe ich mir den GameCube gekauft, als die Wii rauskam. Das war dann meine erste richtige Konsole, könnte man sagen. Deswegen war Ocarina of Time, habe ich da nicht mit, also nicht mitgenommen. Ne? Ja. Ne? Aber für den GameCube gab es ja Wind Waker und Twilight Princess. Die habe ich richtig gern gespielt und durchgesucht. Das war wirklich richtig geil. Hallo. Das ist deine Art, Hallo zu sagen. Klar. Ach so. Ja, ansonsten, ich glaube, mein Kindheitsspiel ist halt. Es sind halt zu viele. Ich habe so viel gezockt. Ich habe viel zu viel gezockt. Ja, dann ist trotzdem was aus dir geworden. Hm.
bis Jack begegnet. Naja, ich, ne? Ich hab halt, ich hab halt viel zu viel Strategiespiele gespielt. Also komplett durcheinander. Aber halt auch dann sowas wie Gothic oder... Wir dachten, ja. Jack will eine Kammer öffnen und ihre Macht nutzen, um uns auf Pandora zu Dungeon Keeper habe ich früher auch gespielt. Das war auch geil. Die ich von einem Hyperion-Konvoi gestohlen habe. Ist ja umsonst auf Origin, glaube ich. Ja, ich glaube, also für mich zählen halt als Kinderspiele die vom Nintendo 64. Ja, das kann ich verstehen. Christo hatte halt einen größeren Bruder, der Alex. Und der war halt krass, so wie große Brüder halt so sind, ne? Drei Jahre älter. Und der hatte halt immer krasse Nintendo-Konsole, ne? Und halt auch die krassen Spiele. Also wenn ich bei Christo zu Besuch war, dann haben wir auch Smash Brothers auf N64 und so gespielt. Oder was ich ja richtig geil fand, da musst du mir sagen, wie das hieß, aber das war dieser Shooter mit den Donkey Kong-Charakteren. Donkey Kong 64? Ja, der Multiplayer-Modus war halt wirklich, dass man diese Donkey Kong-Charaktere hat und dann wirklich so arena-mäßig gegeneinander fightet, so auf verschiedene Maps. Das oder fand ich ultra geil. Banjo-Tooie, wo du dann dieses laufende Ei hattest. Diese Zeitbombe, diesen Vogel. Das war auch gut. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Donkey Kong Country habe ich auf dem Super Nintendo mal gehabt, wie gesagt. Mach den zweiten Teil. Den fand ich geil. Wenn jemand weiß, wo der Schlüssel ist, dann mein Spion im Tundra Express. Er kann so gute Infos besorgen, wie er trinken kann. Also bin ich mir sicher, dass er gerade. Ich habe auch so Kackspiele richtig viel gespielt. So. Road Rash. Es sind auch irgendwie keine Kackspiele, aber. Ja, ich weiß nicht. Ich hab so viel. Kennen vorder? Nee. Da hatte man so kleine, so ganz kleine Männchen, das war so ein Atari-Spiel. Da hatte man so ganz kleine Männchen, das waren halt Soldaten, mit denen hast du immer so krasse Missionen gemacht. Und das war so... Erinnert mich an dieses Schweinchen-Spiel, wo man die ganzen kleinen Schweinchen hatte. Was für Schweinchen? Ja, so Schweine halt. Das waren so krasse Militärschweine, wie hieß das? Da kam jetzt auch ein Remake, glaube ich. Können wir nochmal reisen? Leute, wie heißt das? Frontschweine, genau. Finde ich gar nicht. Na, jedenfalls war das cool. Wo waren nochmal Reisen? Leute, wo sind wir eben gereist? Ah ja, ich erinnere mich. Hier. Hier ist doch der Laden, wo wir hin müssen. Nee, jetzt... Nein, 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 nein! Doch, hier ist doch das Ding! Nein, da kommen doch. Wir einfach nur auf die Open World, aber... Wir aber müssen ja weit reisen. Reise beginnt in 3, 2, 1... Step! Battle Toads? Meinst du Battle Roads? Ne, Battle Realms kenne ich. Battle Realms. Habt ihr Rock'n'Roll Racing, Alter? Nee. Das auch klingt spaßig. Geil. Richtig geiles Super Nintendo. Kennt ihr RX Racers? Jo. Das war aus der Mickey. Oder irgendwann war das mal in irgendeiner Zeitung oder irgendein Cornflakes. Ich habe mir früher mal die GameStar gekauft, weil da immer so Spiele drin waren. Ich auch, richtig viel. So also 2 und so. Nee, 1. Ja, ich war auch eine richtige Hure. Ich habe halt gar nicht so irgendwie, ich war jetzt nicht einer Zeitschrift treu, sondern ich habe einfach immer die Zeitschrift gekauft mit den geilsten Vollversionen. Ja, PC Games oder so. Ja. Oder alles andere war mir scheiße. Also ich habe auch Computerspiele und so gekauft. Ich hab nie gelesen. Ich kann wird ja jetzt sehen. Eingestellt im August, ne? Was wird eingestellt? Computerbildspiele. Echt? Ja. Krass. Warum? Hat die Bild kein Geld mehr? Kann ich mir kaum vorstellen. Ist aber nicht mehr worth, so in Zeiten des Internets, so denke ich. Ah, stimmt schon. Ja. Oh, da habe ich noch ein richtig gutes Spiel. Davon würde ich gerne eine HD-Version sehen. Battle Realms. Max kennt das auf jeden Fall. Wir haben das mega viel gespielt. Gerne mal so ein richtig geiles entweder Dragon Ball, Naruto oder One Piece Game. Also, Exilus live. Falls es ein Witz ist, unlustig. Falls nicht, geh halt zur Polizei. Fertig. War schon so oft wegen so einer Scheiße bei der Polizei und es hilft halt. So, ich verstehe mal nicht dieses Drama, was daraus gemacht wird. Du gehst zur Polizei, verklagst die Leute und dann hört es halt auf. Genau. Keine Ahnung, worum es geht. Ja, ist irgendwie Adresse geleakt worden und jetzt wollen Hater dahin und keine Ahnung. Alter. Also, solange du nicht Drachenlord heißt, alles gut. So, weil der ist halt wirklich gefickt für sein Leben, so gefühlt. Der müsste halt einfach nur umziehen und es würde aufhören. Aber auf der anderen Seite ist das ja halt so sein Heimatding und... Ja gut, machen wir gar nicht auf das Fass. Aber halt geht zur Polizei und fertig.
Okay. Hoppala, der war würzig. Der hatte Geschmack in der Backe. Max, was hast du für ein Schild am Start? Wie soll ich den Namen sagen oder was so kann? Nee, was es macht, weil ich hab einen, der kann nur Psyche benutzen und sonst verkaufe ich den halt. Achso, ich habe ja so einen Grün. Der macht 492 Kapazität, 45 Ladegeschwindigkeit, 6,4 Ladeverzögerung und 199 Roid-Schaden. Und Nahkampfangriffe versuchen zusätzlichen Roid-Schaden. Kein Plan. Okay, ja, dann ist der, den ich hab, kacke. Warte mal, ich brauch die Schrot. Ja, was ist denn hier los? Ach, ich habe jetzt so eine andere Schrot. Na gut. Aber ich schmeiß die einfach weg, ey. Ehre. Ehre. Sniper, Hyper. Jetzt. Ja, also Axelus live so, tut mir echt leid, aber bitte thematisier das jetzt nicht in meinem Stream-Chat, so. Also, geh halt zur Polizei, mehr kannst du nicht tun. So, und alles andere erscheint dann auch eher so, als würdest du Aufmerksamkeit wollen, bin ich ehrlich. So wütend. Wichtige Frage an uns, welches ist unser Starter-Pokémon? Shigi. Ja, ich glaube für mich auch. Aber welches jetzt? Was? Splatterman? Yes. Beide. So ein Spacko, ey. Nee, ich glaube, für mich war auch Shigi eher das Starter-Pokémon. Ja, müsst ihr wissen. Ich hatte auch früher eine Schildkröte, die hieß Shigi. Das ist cool. So eine Wasserschildkröte. Ich hatte auch früher so einen kleinen Salamander. Hieß auch Salamander. Echt? Nein. Das wäre witzig. So. Ich hab mal so einen Salatkopf, der hat immer wieder Samen gegessen. Dann habe ich den gefressen. Dann habe ich immer wieder Samen gegessen. Alter. Ich fand einfach immer Glurak viel geiler als Turtok. Da wollte ich ihn. Nee, also am coolsten fand ich immer Bisasam, weil der immer underrated war. Den fand ich immer richtig scheiße. Ja, du konntest halt die underrated. Ich erinnere mich, dass dein Bruder den so hart gefeiert hat, ey. Ja, das Ding ist halt, dass du am Anfang, wenn du Shigi nimmst, halt gut durch die Steinarena kommst, ne? Ja. Ja, und das war die Challenge. Mit Feuer war halt knifflig. Ja, aber mit Pflanze war auch easy. So, also. Ja, klar, hä? Mir ist immer die vom vierten Orden. Die hatte nämlich immer so Pflanzen. Die hatte immer Knofenser und. Das war ja wohl richtig easy mit Feuer, Alter. Ja, ja. Du brauchst halt einfach immer ein Pokémon vom anderen Typen, das raidet da durch, so, weißt du? Was hast du am Anfang nicht so krass? Ja, vierte Arena Orden, ich bitte dich, da hast du ein paar Pokémons, Alter. So. Ein paar Pokémons. Ehre. So, was machen wir hier? Aber wir müssen weiter. Ich laufe die ganze Zeit mit euch im Kreis. So. So. Rudi-Basis. Alter, wir sind Sektenviecher. Oh, moin. Oh, da kommt gut was. Oder oh, schmeiß mal eine Granate, Alter. Wow! Oh, hoppala! Gut, ich schmeiß auch eine Granate. Meine Muckis haben Muckis. Meine Muckis haben Muckis. Yo, Star Wars Battlefront. Ich hab eigentlich. Also, es gibt so einige wenige Spiele, die ich echt nicht gespielt habe. So. Aber ansonsten habe ich alles gespielt, Leute. Alles. Ich fand auch die alten Star Wars Battlefront-Teile richtig geil. Oh, da hätte ich nicht reinlaufen sollen. Das war einfach richtig lit, so, weißt du? Läuft da lang. Star Wars Battlefront 2, Classic, einfach krass ist das Scheiße, Alter. Mashallah, Bibi. Guten Amina. Jetzt mal irgendwie wem anders hier. Triff dich mit Tina. Tina Turner? Tschüss. Schuss. Jo, 1 gegen 1 übermache ich mit Easybots. Genau das, Mann. Was ist das? Schwammbruder. Auf Ehrenbruderbasis. Wenn du das hörst, dann hast du mich soeben umgelegt. Aber schwamm drüber. Bevor du mich
umgelegt hast, habe ich meine besten Knarren in meiner Werkstatt deponiert. Und da du mit dem Sieg über mich bewiesen hast, wie hart du bist, sollst du sie haben. Klingt wie eine Falle, ich weiß. Hört ihr das? Ja. Schalt ihn aus. Hä? Wir müssen zurück, Leute. Finde das Versteck. Oh, da kommt ein Zug rein. Bruder, ich hab mich erschrocken. All you had to do is follow the damn train, CJ. You had one job. Ach, das war dieses Haus da oben. Ganz ein Ohrwurm von You picked the wrong side. Uff. Ja. Habt ihr schon eure Placement-Matches von TFT gespielt? Nein! Wann denn? Also, ich hab schon. In Bronze. Geil. Ich finde es so, also ich muss sagen, ich finde es echt weird, dass es da Ranked jetzt gibt. Ja, mir macht das Spiel schon wieder kaputt. Unpopular Opinion, Alter, ne? Aber macht für mich echt wenig Sinn. Leute, dicke Kiste. Da will ich aber was von haben. Für mich ist das so ein, wie so eine Warcraft 3. Oh, shit. Ja, es war echt eine Falle. Leute, Alter, der gönnt nicht. Ja, das war eine Verarsch von ihm, oder? Ja, da sind gar keine krassen Waffen drin, Alter. Ich muss sagen, der Rainbow... Oh, dummes Sound. Ich schreibe gerade einer, ist jetzt ein bisschen off-topic. Aber von wem hast du erfahren, dass Haus 3 unseren Feinden den Krieg erklärt hat? Es gibt da einige Missverständnisse. So. Nicht töten, nicht töten! Ich kenne deinen Tod. Hm. Jetzt mal auf den Lachs. Abschließen. Aufschließen. Alter! 5 Euro habe ich bekommen. Geil. Übel gute Waffen, Alter. Er ist doch gar nicht drin. Ja, ich wusste es. Oh. Wieso kann man dich denn immer noch kaputt machen? Bruder, Snoot! Oh, achso, der hat noch ein bisschen. So, wir müssen weiter. Doppelklapp. Ja, geht mal, ich komm gleich nach. Treff mich jetzt mit Tina Turner. Triff dich mit Tina, jetzt trifft man die wahrscheinlich das erste Mal, wa? Ja, auf Bruderbasis. Tina ist also, aber nicht die Dicke, oder? Nee, ist die Kleine. Naja. Also, Drita, der ehemalige Haus 3 Marschall, Lord Star, der ist ein Ami. Okay, und mit dem habe ich ein paar Mal auf dem TS geschnackt, wegen verschiedenen diplomatischen Dingen. Ja. Und jetzt ist da ein neuer Typ, der sein Nachfolger ist. Ja. Und der will jetzt auch mit mir quatschen. Und das steht noch aus. So, und alles andere haben die großen Jungs geregelt. Okay, das läuft schon. So. Oh, Alter. Scheiße. Scheiße, Leute. Hier, bei mir ist ein Gegner. Nee, also. Einige. Das glaube ich nicht. Ich bin auf dem Weg, Max. Ich schmeiß da gleich mal in dein Tourette rein. Guck mal hier. Dein Tourette? Ja, mein Tourette steht drinne. Jo, Tatsache. Pommes! Alter, hat der den weggeknüppelt. They picked the wrong side. Picked the wrong guy. Nein, du darfst es nicht mit R aussprechen, sondern They picked the wrong side. The wrong kind. Genau. So. Was, Tina? Ich muss sagen, die finde ich richtig nervig. Ja. Also ich finde die auch nicht lustig, ja. Ich finde die echt nervig. Ich glaube, es liegt aber auch an der Synchro. Also könnte ich mir gut vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass die auf Englisch lustiger ist. Ist halt ein bisschen so wie Claptrap Boy, ne? Ja, das Ding ist, wenn du halt einen Videogame-Charakter lustig machen willst, kann das halt richtig schnell cringe werden, glaube ich. Verstehst du, Alter? Ja, kein Ding. Die nehmen Worte in den Mund, das ist unfassbar. Und General Greaves, ey. Darf ich vorstellen? Meine Lady. Moin. Ja. Sowas halt.
Ich laufe hier rüber. So, es ist halt. Ja, das ist wichtiger. Das muss gesagt sein. Was, Muschis? Das hier ist Muschis Snugglebites? Ja, Muschi heißt der. Oder die. Okay. Kavumabums sollen wir finden. Ah. Prost! Ja, glaube ich. Humorbehindert. Kannst du bitte aufhören zu jumpen? Dieses Geräusch ist so nervt. Die ganze Zeit. Oh. Alter! Komm hier durch, ey, und die zerlegen erstmal ihre Bude. So, morgen. Du hast Not, frage ich mich. Wenn er, das ist so laut ist. Muss das sein. So, oh, der hat keinen Kopf mehr. Ah, Max, ich habe auch so eine Granate neben dich geworfen. Wow, oh, Alter. Der wird ja richtig weggelasert. Oh, na! Alter. Was war das denn? Ich hab genossen. Ehrennosser. Ehrennosser. Nossa. Nossa. Assi, você, mi mama. Nice, Sekeberdo. Die hört sich echt an wie die Maulende Mörte, muss ich sagen. Ja, ja. Oh Gott, nee. Ja, da kann ich dir leider nicht helfen. Doch, ich bin ready. They pick the ones. Oh, kannst du das bitte aufhören zu sagen? Der, ist halt echt so. Heilige Scheiße, hält der aus. Blatschermann, ich rette dich nicht. Ich hau ab, weil ich eine feige Sau bin. Oh, was soll das? Oder holt sich jetzt einen anderen? Ja. Das Ding knallt. Wollen wir den leveln lassen? Würde ich sagen. Ich habe ja noch einen. So. Oh, kommt einer. So. Der ist schon badass. Oh, der andere. Oh, der macht Moonwalk. Der macht Moonwalk. Schlagt euch, schlagt euch. Schlagt euch. Jawohl. Okay, nice. Oh, lol. Die Boxen. Nee, warte. Doch, hm? Ja. Doch. Oh, Alter, auf deinen Kopf. Junge, ey, muss man aufpassen. Der Bud Spencer Schelle. Oh, nein. Zu nah dran gegangen. Oder einer, der überlebt hat nicht, glaube ich. Hey, vom Berg. Mordecai. Mordecai stört hier die Show, Alter. Ich schieße es auf Mordecai. Jo, Ehre. Jo, Ehre. Wo ist der denn? Jeder Charakter muss richtig oben, viel laufen. Auf den Turm, guck mal, du siehst es von da oben. Oder oben, auf den Turm, guck mal, du siehst da oben. Du musst Richtung... Nicht ohne Osten waschen. Osten gucken. Was? Ich wasche mich Richtung Osten. Da ist wieder so ein Salvenschuss-Sniper. Boah, hab ich ja gar keinen. Salven. Übel gut, ne? Boah, mag ich ja gar nicht, aber. So, wollen wir weiter? Jo. Ehre. Ich krieg die Tür nicht zu. Und damit hallo, Kalle. Hallo. Oh, hier, die Schienen lang. Aber nicht, dass du auf die falsche Schiene gerätst. Meint ihr, wir müssen hier lang? Oh, ist ein Heli. Meinst du, der will uns flicken? Oh, shit. Können wir nicht hier hoch einfach? Ja, wir können ja auch hoch. Erstmal ein Heli wegmachen, wa? Ja, fährst. Ja. Oh, RIP, Alter. Oh, der Kaiser. Das ist die falsche Waffe. Bin ich hier schon mittendrin im Dorf? Hm, Ehre. Oh, weg da, Max. Ab den Heli. Oh, da wieder Kopf wegballern. Jo, geil. Ist weg. Ehrenbasis. Ih, was ist er für ein... Ja. Hey, wo will er denn, ey? Malle, hey, oder? Hey, die kloppen sich alle, oder?
Friendly, friendly. Krass. Okay. Nehme ich wieder mit. So. Nein. Oh, wir haben schon Kavoma-Bum gefunden. Ich hab hier, ja. Ja, wollen wir den einfach töten? Ja, klar. Mach den lang. Ich benutze gar nicht mehr meine Ult. Meine Waffen sind halt echt gerade nice. Ich hab das erste Mal seit langem das Gefühl, dass ich geile Waffen hab. Das hat sich gut an. Angemessen, ne? Ja, ist halt. Das war halt so, man hat gemerkt, dass die anderen Charaktere, die wir mit auf Stufe 30 geballert haben, dass sie halt so künstlich erzeugt waren. So, ja, hier fühlt sich das. Keine Realness. Ja, es waren halt keine Realness. Genau. Genau. Auf Bodybasis. Ah, ich treffe mich. Ja! Oh nein, immer. Ich habe ihn nicht getroffen, weil ich ein Asshole bin. Ja. Wirklich so schlimm? Asshole. Richtig. Oh mein Gott! Hier ist ein Mega-Man. Mega-Man? Mega-Man! Da, du hast keinen Kopf. Alter, wie viel Schuss habe ich mit denen? Alter! Ah, ich bin down. Oh no. Wie saft. Die boxen sich jetzt richtig. Den hole ich mir noch. Oh, die boxen sich ja wirklich. Er kriegt halt hier meinen Laserschuss. Okay. Ich sehe ein bisschen. Shit. Lol. Hab ich dich jetzt getötet? So, Leute, nächste Frage. Nächste Frage in den Chat, bitte. Nächste Frage in den Chat, bitte. Macht ihr die Kiste mal nicht auf, die ihr auf dem Rücken trägt, oder? Das sieht gut aus. Alter. Das ist ein Kakeli hier. Die haben sich repariert und wieder da, wa? Repariert haben sie sich. So, Schiss. Boah. Oh, ich bin ins Gesicht gefallen. Ehre, ey. Ehre. Habt ihr WoW gespielt? Also, ich mach's auf jeden Fall. Ja, da haben wir echt schon viel geredet. Ja, der Ding ist lebt wieder, ne? Der Heli. Hey, echt? Ja. Hey, ich hab doch gerade den. Was ist das jetzt ein anderer? Der ist dagegen gescheppert, ist ja Ehre. Oh nee. Oh. Unehre. Ja, lass mal hier Quest machen hier. Arme noch. So. Let's go! Ja. Mann, ist schon wieder so ein Fick-Heli! Jo, der hat mich gelegt. Das sind sogar zwei. Wie sollen wir dieses Spiel bloß gewinnen? Allah! Ah, es tut so weh. Allah! Wow. Wenn ihr zum Beispiel bei den Farmer-Simulator-Folgen. Farmer-Simulator? Landwirtschaftssimulator. So ein Bierchen zischt, ist das eigentlich immer alkoholfrei? Natürlich. Alkohol während der Arbeit getrunken hätten. Wir riskieren noch nicht unsere Jobs. Ist ja nicht dumm. Ausdrücklich verboten während der Arbeitszeit. Ja. Das wird, nee, sowas machen wir nicht. Das hätte Konsequenzen. Jo. Ich bin mal vor, ihr hättet einen Job, wo ihr Alkohol auf der Arbeit um 11 Uhr morgens trinkt, Alter. Das wäre einfach nicht in Ordnung. Weiß ich nicht. Gibt ja auch so Biertests und so. Wann fangen die denn an zu arbeiten? Wow! Hab ich mich erschrocken gerade. Was war das? Das ging richtig flott auf einmal. Was war das? Alter. Hä? Ich wurde einfach wiederbelebt. Obwohl ich gelebt hab. Aber jetzt müssen wir wieder dahin latschen. Ach, das war der Zug. Da ist ein Zug lang gefahren, der mich gekillt hat. Oh lol, ich war genau hinter dir. Du auch? Richtig verhindert. Oh lol, ja, ich auch. Auf Bruderbasis. Christo, was machst du da? Mach mal die Quest da. Oder irgendwie. Okay. Oh, hier liegt ein Euro. Ich bin tot. Diese Helis, ey. Oh, Scheiße. Oh, jetzt explodiert hier was. So. Hat es wehgetan? Nee.
Alter, die hören nicht auf zu spawnen, oder was? Das ist halt so nervig. Ich bin gleich tot und keiner hilft mir. Ja, wir waren Heu selber Heise, tot. Boah, das hat geschämmert. Ehre. So. Einer lebt noch. Vor allem, Christo wird hier an der Seite respawnen. Wir müssen den ganzen Weg laden. Echt? Ja. Wo muss ich denn lang? Hier? Ich hab keinen MMO-Code. War schon wieder ein Piss-Heli, Alter. Ja, so eine Scheiße, ey. Mit einmal Treffen hast du ihn kaputt gemacht? Oh. Ja, weil der war Low-Life, Alter. Der war Low-Fi. Wi-Fi war der. So. Ja. Danke. Ey, aus der Toilette. Oh, nice. Erstmal ordentlich was gönnen. Ja, alles gegrabt. Gut, danke. Ja, Ehre. Leute, ihr müsst irgendwie Fragen stellen, die sich auf alle beziehen können. Ah. Weißt du? Nicht nur mal Hen und Blatt. Ja, ganz ehrlich. Ja. So nicht so, was ist das nächste Let's Play? Spielen wir wieder Risen. Ist Radler kein Alkohol? Doch, ist doch Alkohol drin. Also zwischendurch trage ich zu Hause auch keine Unterhose. Was? Fragen, die die Welt bewegen. Wie kommen wir hoch? Wo seid ihr schon ganz, ey? Unnormal. Hier klettern so? Ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, ja, muss man. Nur Fragen, die sich auf Borderlands beziehen? Nö. Wir haben auch schon viele andere eben beantwortet. Ja. Oh, so Lieblings-dieses und Lieblings-jenes ist halt auch so richtig so. Ja. Wir füllen hier kein Freundschaftsbuch aus, weißt du? Also Lieblingsfarbe und Lieblings-Eis oder Lieblingstrinken so. Juckt doch niemand. Ja, okay, Wodka eh. So. Heute war wieder mal ein Zuschauer bei uns vor der Tür. Ah, nice. Ja, erzähl mal, wie das der so ist. Der hat mir bei Insta, oder der hat Hand of Blood, Maxi Markov und Halle getaggt in seiner Story. Mit einem Bild von vor der Tür hier. Wieso komme ich da nicht raus? Ich glaube, das geht einfach nicht. Guck mal, auf der Map ist da auch so ein Loch. Jo. Und dann hat er so ein dieses Umfrage-Ding reingehauen. Darf ich reinkommen? Das war richtig creepy. Aber der war nicht da. Also ich habe den nicht gesehen, ich habe es nur in der Story gesehen. Dass er halt Bilder von vor der Tür hier steht. Und dann müsst ihr mal das einfach lassen. Einfach nicht machen. Jetzt redet ihr wieder. Wieso nicht? Weil das einfach ja, nicht es bringt. Gibt doch immer noch richtig viele Leute, die irgendwie zu Freaksville Gaming wollen oder sonst was und dann mich immer noch fragen, ob ich da bin und so. Und ich denke mir so, jo, du hast ja richtig mitbekommen, was abgeht. Du bist ja anscheinend ein richtig krasser Zuschauer, Alter. Alter, was geht mit ihr, ey? Wir müssen mal nicht Spandau so als Mekka sehen, wo dann irgendwelche YouTuber wohnen. Doch, ist es. Ja, schon. Ja. Aber nicht hinfahren und sagen, ich fahre jetzt nur wegen euch hierher. Es ist halt, also wir sind halt nicht der Eiffelturm. So, weißt du? So. Wir sind wertvoller. Was passiert ja, mit... Jetzt vor allem, wo ich ja auch hier wohne... Ja, dann kommen halt Leute noch ja sogar mehr. Richtigen Mehrwert. Ja, dann kommen halt noch mehr. Das ist anstrengend. Sieben fliegen mit einer Klatsche. So, und ich kriege auch richtig häufig, gerade in letzter Zeit, so gerade bei Instagram, so Anfragen für Gespräche. Hey, können wir mal was zusammen spielen? Bitte, lass uns mal das und das zusammen spielen. Ja, das sind halt kleine Jungs, die halt ja, das aber, denken, das wäre machbar. Ja, aber, also wo ist die, also generell hatte ich zum Beispiel, weil ich versetze mich ja gerne in mein Alter zurück, also als ich 15, 16 war, da hatte ich nie Bock, mit irgendwelchen Fremden zu spielen. Ich wollte immer nur mit ja, aber wir sind ja keine Fremden. Ja, aber das ist ja dieses einseitige Ding wieder. Ja, aber das hatten wir halt damals nicht. Das kennen wir gar nicht. Können wir gar nicht nachvollziehen. Da hast du auch wieder recht. Aber macht das nicht. Ja, würden wir erstmal, also falls ihr gerade ein paar zugucken, die sowas, ne, mal in Erwägung ziehen. So. Also erstmal überlegt euch mal, wenn wir das nur mit einem machen, wie assi wäre das, wenn wir es mit einem anderen dann nicht machen? So. So, und wenn man es mit einem macht, wollen auch noch alle, ist ja auch klar. Und das ist einfach nicht machbar. Und wir haben halt auch Besseres zu tun, als mit Leuten, die wir nicht kennen, für die Videospiele zu spielen. So, klar, ihr kennt uns und verfolgt uns und findet uns cool und es freut uns auch. Das ist auch voll das Lob für uns.
Aber... Alter, meine Fresse. Aber wir haben halt keine Zeit, den ganzen Tag mit euch eine Runde LOL zu spielen, nur weil das halt für euch ein Traum ist. So, ist auch cool, so. Aber es ist halt ein Traum. So. Geht halt nicht. Oh! Ja, wir nutzen euch ja nur aus. So. Wir wollen ja Geld. Klickt die Scheiße an und halt euer Maul. So, also, genau. Klick an, schaut. Aber haltet bitte euer Maul, Alter. Ich weiß es nicht. Das findest du irgendwie schon ein bisschen hart. Nee, ich find's genau richtig. Nee, wir sind halt authentisch. So. Nicht so ein Heuchler wie du. Also, ja. Ich spiel immer mit meinen Zuschauern. Ohne Ausnahme. Ja, ich werde dich dran erinnern. Ja, ihr müsst mir dafür nur ein bisschen Geld schenken. Ja, für 5€ Dono, da können wir mal einen Aram zusammen ziehen. Woo, geil! Ja, und die geilsten Leute sind ja die, die halt so mit Subs dann zocken. So, da muss ich ja wirklich sagen, das ist halt schlau. So, weil du schlägst zwei Klappen mit einer Fliege. Verstehst du, wie ich meine? So. Was? So, du nimmst halt das Geld. Und steckst es woanders hin. Und verkaufst es noch so, als würdest du voll deine Community wertschätzen, so mit den Spielen und alle hier ist so über die Riesenmutter, Alter, die jetzt so richtig einen losgerotzt hat. Direkt weggesnackt worden. Ja, ich komm mal zu dir, lieber. Hier geht die Party. Boah, Bruder, nee, mach nicht. Ich blick dein Fleisch wieder zusammen. Okay, los geht's. Meine Muckis haben Muckis. Alter, wenn der das nur einmal sagt, hau ich seine Muckis in den Fleischwolf, Alter. Boah, wird die. So, und der ist jetzt hier getriggert? Jo, jetzt mach ich den erstmal nackig. Jo, hat nicht geklappt. Wenn du Blatt stirbt. Oh, ich. Hol dich. Ja, wirklich, wer mich jetzt nicht holt, der ist kein wahrer Freund. Ja, gut, ich versuche euch aufzuhalten, aber ey. Ich bin dafür down gegangen. So, selbst schuld. Oh, wow! Karl, ich hol dich. Ja, du bist ein wahrer Freund. Scheiße, ich hab keine Muni. Der Max hat auch genug Freunde. Oh, der scheißt diese eben kleinen Viecher auf. Ja. Ich liege. Holt mich hoch. Ja, nö. Ja, dann killt ihn einfach. So. Erstmal looten, Kalle. Erstmal looten. Das stimmt. Trimix hat mehr Zuschauer als Hand of Blood. In was für einer Welt leben wir? Ja. Ja, das kann nicht wahr sein. So, das geht auch nicht. Verstehe ich auch nicht. Ich spiele hier ein 7 Jahre altes Singleplayer-Spiel und habe weniger Zuschauer als Trimix. Der auch noch jeden Tag streamt. Das geht gar nicht. Ah, warte mal, da war doch noch irgendwie. Unbelohnt, oder? Frechheit. Ruhig bleiben. Hat er das bei euch auch gesagt? Nee, was hat er gesagt? Ruhig bleiben. Du hast gar nicht gemerkt, dass ich das 5-mal wieder abgebrochen habe. Ne? Doch. Und beim 5-mal sagt der Typ, ruhig bleiben. Keiner sagt was. Okay. Du freist ja Reginald. Und du kannst mal unterwegs die Fresse halten, Alter. Oh nein, nee, ich bin wieder Heli. Alter, könnt ihr irgendwie zu Hause bleiben mit eurem Drecksheli? Oh, da ist noch einer. Basis. Da ist noch einer. Alter. Ich habe nur noch Schrot, ne? Ich habe nichts mehr. Weil er lädt nach, obwoll nichts zum Nachladen da ist. Voll Idiot. Scheiße. Ey, ich habe halt. Ich könnte meine Hand werfen. Nee, geh Nahkampf, Alex. Alex, sag ich mal, Max. Hä? Geile Skillung. LOL! Ich hab ihn getroffen! So. Brother Base! Ah, das reicht mir jetzt. Ich schicke jetzt hier meinen Turm hin. Turm gegen Heli. Ja, ist schon kaputt. So, jetzt lass uns hier mal rein in den Lörres. Alter. Oh, der hat so einen Teile fallen gelassen. Das soll man wohl aufheben. Jo. Die anderen auch, oder? Da liegt noch so ein Ding. Da ist ein Heli. Prinzessin's Fluffy Boot. Warte mal, Fluffy Boot heißt doch einfach, dass sie einen krassen Arsch hat, oder? Ich hab zwischendurch habe ich immer noch Angst vor Fallschaden, aber dann ralle ich.
Dumm. Die Menschen, die ihr Knochen aus Titanium haben. Jo, ist halt echt so. Shit. Alter, diese Helis, wirklich. Haben die davon irgendwie... Wolfsburg hier stehen für Helis, Alter? Weiter! Ja, das passt sogar. Ich muss jetzt dahin, wo wir hin müssen. Henno, ich habe eine Präsentation über dich gemacht. Wurde eine 1 bis 2. Was heißt denn 1 bis 2, Alter? Du musst deinen Lehrer verklagen, Alter. Warum keine 1 plus? Und keine 1 plus? So. Ich war ja neulich bei TakeTV wegen diesem Magic Event, dem Celebrity Cup. Und da war ein Kameramann von Take, der hat halt Film studiert. Ich glaube, es war Film. Und der hat gesagt, die haben man wendet sich nicht gegen Spandau Kurzfilm hier so analysiert. Was? Und was haben die gesagt? Und ich denke mir so, yo, ich habe mir den Plot unter Dusche ausgedacht. So, innerhalb von 10 Minuten. Und genau das. Ich habe mich. Wir sind schon wieder falsch. Ja, ich weiß. Ich habe mich immer gefragt, so wenn man im Deutschunterricht so Gedichtsinterpretationen oder so gemacht hat, ne? Was haben die Leute dabei gedacht? Ob halt Goethe wirklich diese ganze Scheiße sich beim Schreiben dabei gedacht hat, die man da ja raus analysiert. Und ich wette. Das war bei denen genauso wie bei mir. Der war kacken, ja. Und dann hat er gedacht, ja geil, der Kutscher reitet durch den Wald, Alter. Ne? Geschwind mit seinem Kind, Alter. Oh ja, das reimt sich. Geil. Und dann sitzen da einfach hunderte Jahre später irgendwelche wirklich versklavten Jugendlichen und müssen daraus irgendwie die Scheiße saugen. Weil der das ja bei der Nacht und Wind so, das bedeutet ja übertragen. Also es ist ja eine Analogie, Alter. Anal. Und ja, das hat Goethe gedacht. Anal. Oder der hat ja gerade Anal gemacht, als er sich das ausgedacht hat. Okay. Lehre. Wortwahl. So. Aber ist ja auch witzig. Ja, warte mal, aber hat er dann dir erzählt, was sie da rausanalysiert haben? Ja, richtig krass, pass auf. Die Dozentin oder Professorin oder keine Ahnung, die hat ja gesagt, so am Schluss, ja, sind halt alle möglichen Stereotypen drin und war nicht so begeistert. Und ich so, ach was, echt? Da waren Stereotypen drin? Alter, ich dachte, es wäre eine richtig tiefe Story, so mit krassen Layern, so. Ja, jetzt müssen wir weiter, wa? Ja, jetzt müssen wir wohl weiter. Aber ich muss vorher mal. Muss vorher mal Muni kaufen. Jo, hier ist ein Muni-Laden. Irgendwie finde ich nicht die richtigen... Selbst, also musst du dir mal geben, ne? Selbst die Munitionsautomaten reden. Jo. Das ist halt insane. Ey, Leute, lass mal ein Spiel machen, wo alles redet. Das ist halt echt so. Und auch nicht nur ein bisschen, am laufenden Band. Und es schießt auch die ganze Zeit einer von diesem fucking Turm. Ja, der hört auch nicht auf. Jo, geil. Der chillt halt schon seit einer halben Woche, ey. Weißt du, die Leute, der schon getötet hat, Alter? Ja. Wie der ist, der Soldat James Mordecai. Ryan, Alter. Jo. Der war auch krass. James Ryan. Den Ryan. Ehre. Cool. Aber hier ist wieder so ein Bastard, ne? Ja, aber der hat jetzt sein Maul zu halten. Ja. Mir reicht. Ehrengast. Flashstick, der Ehrengast. Alter. Gescheitert? Oh, wir sollten den mal leben lassen. Ja, müssen wir nochmal zurück. Gescheitert? Ja, wir sollten den, glaube ich, leben lassen. Och nee. Ich glaube, wir sollen ihn zu ihr locken. Ich habe gar nicht gelesen. Ja, sie sind herzlich eingeladen. Gar nicht lesen. Opfer, sagt er. Warte mal, wir achten mal auf Splattermans Schild. Wenn das voll ist, kriege ich dann auch einen Sound? Nee, okay. Hey, yo, du kannst doch... Da will ich eine Teeparty schmeißen und der Ehrengast bietet. Ja, wir sollen ihn reinlocken. Sei so lieblich und lock unseren Gast auf die Party. Olga. Sonst fress ich deine Babys. Da ist der Flashstick, der Ehrengast. Lock ihn hinter in meine Wohnung. Ich erledige den Rest. Oh. Flashstick, der Ehrenmann. Oh! Nicht schlagen!
Ich schieße dir nochmal. Nein! Kurz vor Tür. Oh, Alter! Nicht noch mehr. Alter, der sitzt jetzt. Jetzt noch einen richtig schön reindrücken. Ah! Oh, war close, ey. Oh, lol. Kann ich noch töten? Schnell töten ihn! Alter, hat die da einen Riesenmagnet? Das ist ja krass. Vor allem, wo geht er hin? Alter. Wir sitzen doch hier bestimmt gleich anstelle des Dings hier, oder? Worum geht's in dem Game? Sieht ganz interessant aus. Balla balla, Alter. So, guck mal, da ist er. Dein Maul. Man kann den schlagen. Oh, da kommen Leute. Die wollen ihn, glaube ich, befreien. Okay, das ist ja perfekt hier für den. Jo. Das ist jetzt echt Ehre. Ehrenvoller Turm. Achso, Leute, ich schieße auf deinen Turm. Ich bin im Turm. Alter, siehst du die Raketen? Alter, der macht das halt alleine, ne? Nächstes Level! Naja, es ist mein Skill, weißt du? Minecraft-Server? Oh ja, willst du mal einen Minecraft-Server? Da hab ich richtig Bock drauf. Alter, heizt der den ein. Meint der Turm gewinnt? Kalle steht einfach und skillt ein bisschen. Oh, da will jetzt hier von meiner... Oh. Ja. Ach, Gäste Wellen. Okay. Ich hab bald den Turm wieder ab. Dauert noch ein bisschen. Der eh nur den einen. Er geht rückwärts. Ist ja dumm. Ja auch. Mein Sniper. Kann man irgendwie den Feuermodus? Ja, meine auch. Kann man den Feuermodus irgendwie ändern? Nee, kann man nicht. Soll ich einmal abdrücken, oder? Oder geht das immer automatisch dreimal? Ja, automatisch. Das ist natürlich schade. Ja. Ja. Oder hinten kommen sie. Oh, der hat schon keinen Kopf mehr. Muss noch was skillen hier. Ja. Sie schießen ein Tor! Ein Tor. Der Zug, der da immer lang brettet. Ja, und ihr so? Ja. Ach, komm, ich stehe auf so einen krassen Typen. Das ist eine richtig krasse Scheiße. Mein Chat redet über Minecraft. Ja, geil. Hey, Alter. Ich wünschte, ich hätte auch einen Minecraft-Chat. Ach, das sind jetzt hier Badass? Ja, war krass. Jo, die sind auch krass, ey. Nö. Der ist richtig Badass, Alter. So, one shot. Can somebody help me, please? Ehre! Alter, halt die Backen. So, letzte Welle, Leute. Boah, Alter, hab ich den zerplatscht, ey. So. Ja, ist ein schöner Tag heute. Alter. Hast du den irgendwie geupgradet? Ja, wisst ihr, welches Game ich richtig gefeiert habe, so von wegen Wellenverteidigung? Tower Defense. Hä? Das ist ein Genre. Erzähl, Max, der macht schon wieder Blödsinn. Hier, hieß es Dungeon Defender? Das war auch so Comic-Look-mäßig. Man konnte so aussuchen, ob man so einen kleinen Ritter spielt oder... Ja, ich glaube Dungeon Defenders. Ah, stimmt, das hast du mal gespielt. Das war richtig oder? Geil. Aber ist Fortnite nicht ursprünglich auch mal so ein Game gewesen? Dieses ja, die ja, Welt? Ja. So ein Dungeon Defenders 2 war halt richtig scheiße. Das war... Das habe ich einmal... Ja, das halt, da habe ich ein Video mal rüber gemacht mit GEP und seinen Homies. Ja. Zombie und Mordado. Was ist denn das bitte? Ich wusste gar nicht, dass sie sich verloben. Teuerste, ihr Bräutigam ist unter ihrer Würde. Sie könnten was viel Besseres haben. Oh, ich will mir das mal angucken, was sie mit dem macht. Ach, Bruder, Ehrenbase.
Vermintide, ja, das Ding ist, Vermintide hat richtig Bock gemacht. Aber es hat halt niemand geguckt. Also verhältnismäßig. So, was ist jetzt mit ihr? Verfolgt eigentlich einer den Plot? Also, naja, wir haben jetzt die Leute, die haben den geklaut. Also erst wollte sie krasse Waffen. Dann hat sie uns die Waffen modifiziert. Jetzt hat sie hier so eine Geisel. Und, genau. So. Und jetzt mal wir hier... Das ist eine Nebenquest, wa? Nee, weiß ich nicht, weil wir haben doch hier Tina das erste Mal jetzt getroffen. Oder? Theoretisch, ja. Ich glaube nicht, dass es eine Nebenquest ist. Alter, wie brutzelt den? Oh, er ist weg. Der hat... Die, na gut. Für einen Zug, Alter. Okay, also... Wir sollen jetzt hier Tinas Damen platzieren. Ich glaube, das sind die zwei Waffen. Okay, platziere Tinas Damen. Ja, das sind die Bomben. Alter, jetzt ist im Dorf wegjagen, was ist denn mit ihr? Warum? Weiß nicht, aber ich glaube, die Gegner... Nur noch 100 Meter. They pick the wrong fight. Ich liebe diesen Spruch. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Das ist aus, das ist so aus TFT. Das ist, wenn du eine Einheit pickst. Ich weiß nicht, welche das ist. Ich glaube Graves oder so. Ah, League of Legends, cool. Ja, ja klar. Bestes Spiel halt, ne? Darf ich nicht vergessen. Echt? So. Ist das so gerade dein absolutes Hype-Lieblingsspiel, TFT? Ja, wirklich. So. Jetzt kommt er dazu und den ballern wir jetzt runter. Jo, ja, der geht mir auch schon die ganze Zeit richtig auf den Sack. Gut, dass der mal wegkommt. Oh. Kalle, weißt du, was wir spielen können? Wir haben ja überlegt, ne, was wir machen. Ja. Ghost Recon, den neuen Teil. Ist der schon raus? Nee, aber der kommt ja. Oh, Leute. Ja, gerne. Ich glaube, das wäre arschwitzig. Ja. Welches Spiel? Ghost Recon. Ghost Recon, Alter. Recon? Ja, hätte ich Bock drauf. Können wir echt machen. Ich habe mir Wildlands gekauft und hatte da nicht Bock, das weiterzuspielen. Auch wenn es so ein 0815 Ubisoft Open World Game eigentlich ist. Ja, aber du machst ja die Dynamik, ne? Clear Area 1, clear nächste Area, mach Nebenmissionen, sammel das, kletter hier auf. So, das ist halt echt bei jedem Ubisoft Game so. Assassin's Creed, Far Cry, Ghost Recon, das ist halt. Uff. Uff, Alter. Hm. Wollen wir noch Sachen kaufen oder so? Jo, Ammonation. Ammonation, ne? Ja, aber ich glaube, das wäre jetzt auch ein guter Abschluss. Ich meine, wir haben jetzt diesen Zug hier weggemacht. Achso, ja. Cool. Ja. Weil wir haben jetzt gleich 22 Uhr und wenn wir jetzt hier nochmal die Mission anfangen, dann sitzen wir ja nochmal wahrscheinlich so 20 Minuten. 21 Uhr? 20 Uhr, sorry. Deswegen verprügele ich dich jetzt nochmal kurz. Ehre? Ja, ihr könnt mich nochmal töten. Ja. Das geht ja durch den Skillpoint, super. Sind die Lunte an. So, jetzt feuere ich euch richtig einen rein hier. Komm, ein für Daddy, Alter. Ja, das ist ja richtig große TNT-Explosion, Alter. TNT, TFT, Amanazaziki. TTT. Geil. Ja, ich werde noch ein bisschen... Ich glaube, wenn wir noch ein bisschen Apex geben jetzt. Apex? Jo, weil da gibt es jetzt einen Rank-Modus. Erstmal grinden. Ja, gut. Ja, du bist raus, ne? Ja, warte mal, Kalle. Ja. Wie, nur Kalle, ne? Oder einfach Kalle? Wie? Bei Twitch. Kalle. Ja, Kalle. Naja. Okay, geil. Dann raiden wir dich noch. Ah, ja. So, dann können wir zu Kalle Apex gucken, Alter. Da gibt es jetzt nämlich Rank-Modus. Ist krass, was mit Apex passiert ist, ne? Wenn man mal überlegt, wie das auch im Hype war. Ja. Ich will da einfach mal reingucken. Ja. Ja, gibt's jetzt Ranked? Hab ich gehört, ja. Ist ja irgendwie auch schon Season 2. Ich will einfach nur gucken, wie es ist. Ist es nicht schon Season 3? Von Not spielen wir sonst noch Battlefield gleich. Oder Daisy. Auch geil, auch geil. Wobei, ich hätte ja mal wieder Bock auf ein modernes Battlefield, ne? Das war jetzt echt viel alte Scheiße. Also ich finde ja die alte Scheiße immer geiler als die neue. Ja, ich eigentlich auch. Ja, ich aber weiß noch, damals, Battlefield, als sie, ja? Battlefield 1 und 5 sind halt zu ähnlich. Ja, das stimmt. Also ist geil, aber die haben halt mit Battlefield 1 aus der Not heraus Battlefield 5 viel zu viel vorweggenommen. Die haben halt dann irgendwelche Waffen eingeführt. Also gab ja im Ersten Weltkrieg kaum Schnellfeuerwaffen.
Aber Battlefield werden nicht Battlefield-Handy, keine Schnellfeuerwaffen. Also haben die konzeptioniert, also Waffen genommen, die halt schon in Planung waren und die dann eigentlich erst im Zweiten Weltkrieg richtig ausgereift waren und gespielt wurden, haben die halt in Battlefield 1 reingeballert. Also war es nicht real. Ja. Ja, und super viele Sachen, die du jetzt bei Battlefield 5 hast, kennst du halt schon. Also ich hätte gern mal wieder so ein Battlefield wie 2045, also zukunftsbasiert. Nee, ich finde sowas nicht richtig. Boah, nee, so komisch das mit richtig. Ich kann ja auch Star Wars spielen, also ganz ehrlich. Ja, nee, das finde ich lieber Battlefield. Nee, oder Unreal. So. Oh. Na gut, also das war's, Leute. Oh, habe ich jetzt geradet? Tschüss.